Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aquaona Alltagstalk mit Tobias. Tobias und Steffi. Das haben wir auch schon mal besser gekonnt. Ja, mein Gott. Wir haben keine Themen. Eigentlich. Das ist dein Einstieg? Ja, das ist mein Einstieg. Ich möchte direkt die Erwartungen runterschrauben für diese Folge. Ja, das hatten wir schon mal und dann haben wir 3 Stunden gemacht. Also mal abwarten. Ja, das stimmt. Mal gucken. Also wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Kommentare, die wir gleich mal durchgehen. Und dann hatte ich noch so 2, 3 Sachen tatsächlich rausgesucht, über die wir reden können. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Machen wir. Es gab dieses Mal irgendwie nicht wirklich Kommentare auf Instagram. 4 Stück? Ich glaube 3 Stück. 4 aber Stück. Einer doppelte sich mit YouTube. Deshalb gehen wir da gleich zusammen drauf ein. Und die anderen waren so im Sinne von, weil ich hatte wieder vergessen, den Beitrag auf Instagram direkt zu posten. Ja. Und das war dann einfach nur so von wegen so, ah, schade, ich dachte, jetzt kommt eine neue Folge. Und dann war es noch nicht, weil ich einfach vergessen habe, den Beitrag früh genug zu posten. Ich werde versuchen, das diesmal besser zu machen. Ja, naja. Haben wir denn überhaupt diese AI wieder für die Kapitelmarken benutzt? Ich glaube ja. Lass mich gucken. Ich kann auch gucken, ich habe es gerade offen. Nicht, dass du selber nicht weißt. Nein. Nee. Natürlich nicht. Oh, dann mache ich das jetzt sofort einfach mal. Ich finde, du solltest dir in dein Trello eintragen, dieses komische Organizer-Ding, was du benutzt, ja, dass du jeden Samstag, also einen Tag nachdem die Folge rauskommst, allerspätestens einmal auf Instagram guckst und einmal diese AI drüber laufen lässt für die Kapitelmarken. Das könnte ich eigentlich auch als wiederkehrende Aufgabe in mein Things reinsetzen. Mir ist völlig egal, was genau du da benutzt, aber setz es als Aufgabe da rein. So, hier haben wir das Inhaltsverzeichnis. Es dauert ja nur ein paar Sekunden, das zu erzeugen. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Erzähl mir, was dabei rumkommt. Ich kann ja schon mal anfangen. Also erstmal, wir haben wieder Spenden bekommen. Vielen, vielen Dank an Betty und, sage ich schon, Becky, ist mir ganz wichtig, und Marco. Also euch zweien vielen, vielen Dank. Dann haben wir noch ganz liebe Kommentare bekommen von ganz vielen diversen anderen Leuten, unter anderem den Kommentar. Wir hatten darüber gesprochen, über Aggregatzustände. Ich weiß nicht, ob ich das noch vernünftig zusammengefasst bekomme, aber so von wegen, was die niedrigste Temperatur ist und woher man denn weiß, dass es nicht noch niedriger geht und so weiter. Absoluter Nullpunkt. Mhm, genau. Und der Luca hatte geschrieben, Moleküle, also die ganz kleinen Teilchen, bewegen sich, wenn es warm ist und ne, wenn es kalt ist, werden sie langsamer. Und irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wenn sie stehen bleiben. Und er schreibt, mehr stehen bleiben als stehen bleiben geht halt nicht. Ja. Also theoretisch, wenn man eine negative Bewegung erzeugen könnte, wäre das vielleicht möglich. Aber bis dahin, wenn es stehen bleibt, dann ist halt auch einfach Ende. Und das war sehr eindrücklich, ich habe das verstanden. So, Inhaltsverzeichnis ist drin, ist auch gespeichert. Soll ich dir das vorlesen? Ja, lies mal vor. Es fängt an mit, technische Probleme führen zum Verlust der Aufnahme einer Podcast-Folge von der Aquafischmesse. Ja, das ist korrekt. Ja. Diskussion über die Ästhetik von Algenaquarien im Vergleich zu traditionellen Meerwasseraquarien. Das hat er schön gesagt. Er hat nicht gesagt, dass ich enttäuscht bin. IMAX-Kinos bieten ein beeindruckendes Filmerlebnis mit großer Leinwand und hoher Qualität. Ja, dazu haben wir auch einen Kommentar bekommen. Es hat nämlich jemand geschrieben bezüglich IMAX in der Nähe von Stuttgart. Das ist in Leonberg ganz genau. Mhm. Das ist nicht nur die größte Leinwand Deutschlands, sondern die größte Leinwand der Welt. Und der Kommentator sagt, er könne das jedem empfehlen. Und es tut mir sehr leid. Ich weiß, wenn du Geburtstag hast oder so, dann werde ich dir da mal eine Nacht im Hotel schenken müssen, dass wir da ins Kino gehen abends. Ja, ist auch schön, oder? Fahren wir 5 Stunden Auto, um einmal ins Kino zu gehen. Ja, andere Leute pro Strecke, muss man jetzt sagen, ja? Also ja, andere Leute machen irgendwie einen Städtetrip nach, weiß ich nicht, Dresden oder so und gucken sich da irgendwas an. Wir so, Leonberg, weil wir ins Kino gegangen sind. Ja, komm, das ist auch, also ich finde, das ist auf gleicher Stufe wie ein kultureller Trip in die Grüne Galerie in Dresden oder so. Mhm, okay, ich möchte das einfach mal so festhalten. Ich muss aber sagen, dass ich nicht lästern darf. Ich habe früher immer gelästert über die Amerikaner und habe immer gesagt, ja, aber wie kann man denn, wenn man irgendwie eine Woche Urlaub hat, den lieber im Disneyland verbringen, als irgendwie einen Trip nach Italien zu machen oder so, kostet das Gleiche. Ja, und dann waren wir einmal in den Universal Studios und ich kann das jetzt verstehen, weil wir danach auch eine Woche in den Universal Studios einen Trip gemacht haben. Ich würde sagen, wir waren jetzt schon 3-mal in den Universal Studios. Ja, und einmal im Disneyland und ja. Also, ja. Und nachdem wir gesehen haben, was da noch alles wieder Neues gebaut wird, ist auch ein 4. Mal überhaupt nicht ausgeschlossen. Wir sind jetzt genau da, wo ich drüber gelästert habe. Und von daher werde ich nicht über Leute lästern, die ihren Urlaub
im Kino verbringen. Ja, gehören wir ja offensichtlich auch zu dann. Also von daher. So, Messe in Friedrichshafenzeit, Aquaristik und Angeln, Diskussion über Tierleid und Entspannung beim Angeln. Ich weiß gar nicht, wo wir über Tierleid diskutiert haben. Aber der will's wissen. Begeisterung über die große Resonanz und die angenehme Atmosphäre auf der Messe. Aufschwung der Messen und Vernetzung der Branchenakteure wären positiv für die Aquaristik-Szene. Das hat er schön zusammengefasst. Wir sollten die AI engagieren, dann redet die mit uns. Dann müssen wir nicht mal 3-Stunden-Folgen machen. Die dampft das einfach auf 30 Minuten runter. Das geht garantiert. Kannst bestimmt ChatGPT sagen, hier mach mal Transkript und sprich das mal verkürzt ein oder so. Ja, so im Sinne von, die AI formuliert das auf den Punkt und labert nicht so viel. Tipps zum Fotografieren mit dem Handy und die Bedeutung von Farben und Licht in der Fotografie. Die Farbtemperaturgrenzen von Kameras und Handys können nicht alle blauen Werte korrigieren. Ja. Die Bedeutung der Luminanz bei der Farbwahrnehmung und Schwierigkeiten bei der Schwarz-Weiß-Konvertierung. Ja. Erklärung der Verwendung von rotem Licht in der Dunkelkammer während der Fotografiezeit. Ja gut, Fotografiezeit ist jetzt ein bisschen, was man mehr damit meint. Ja, das würde man im Deutschen nicht so ausdrücken. Das letzte ist, Farbfilme und Farbräume werden in der Fotografie und Drucktechnik erklärt. Okay. Ich habe festgestellt, Thomas saß ja auf meinem Stuhl und der hat meine Kippelfunktion ausgeschaltet. Ja. Oh mein Gott, wie schalte ich die wieder ein? Linke Seite der Hebel. Oh, da, nein, falscher Hebel. Verdammt. Jetzt bist du auf einmal unterm Tisch verschwunden. Welcher Hebel? Tobias! So, an der linken Seite gibt's nur einen. Der ist es aber nicht. Und dann ist es. Doch, der war's. Ups. Scheiße. Jetzt könnt ihr euch alle vorstellen, wie Steffi sich auf diesem Stuhl rumquält, um wieder nach oben zu kommen. Ja, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Auf der rechten Seite ist auch ein Hebel. Ich bin ja nicht so super gut mit rechts und links. Und dann habe ich den nämlich gezogen. Und der machte die Rückenlehne nach hinten. Ah, ja. Und ich hatte die relativ weit nach hinten gestellt. Als dann die Kippelfunktion dabei kam, bin ich aber fast aus dem Stuhl gefallen. Das war dann doch sehr weit. Jetzt geht's wieder. Jetzt bist du wieder glücklich. Oh, ja, es ist noch nicht exakt die richtige Höhe, aber es ist jetzt gut so. Sieht jetzt so ein bisschen aus, als würdest du liegen davon. Tue ich auch, das ist das Beste daran. Mega, ich liebe diesen Stuhl. Ich habe die Füße schön unten auf dem Katzenbettchen. Hier mein Eiswürfelgetränk. Besser kannst du gar nicht laufen hier heute. Das nennt sich Arbeit. Oh. Das stimmt. Dafür gibt's Geld. Naja. Elke ist wieder etwas fitter, das freut mich sehr. Dann haben wir mehrere Fragen bekommen tatsächlich. Ich glaube, das meintest du auch gerade mit der Doppelung, von wegen, wie man denn Spiegelungen vermeiden könnte. Ja, genau. Da kommen wir auch gleich. Dann muss der Raum jedes Mal dunkel sein und da reden wir gleich auf jeden Fall ausführlich drüber. Da gibt es auch eigentlich relativ viel zu sagen, obwohl die Basics sehr, sehr simpel sind. Genau, und ich glaube, die Frage auf Instagram war, ob das auch an der, warte, lass mich gucken, ob ein Polfilter helfen würde, ob das daran liegen würde. Also wie gesagt, da reden wir jetzt gleich nochmal ganz ausführlich drüber. Zu dem Müll im Auto hatte noch jemand geschrieben, sie haben einen kleinen Faltmülleimer im Auto. Das würde auch gar nichts bringen, weil Tobi wirklich alle 5 Minuten den Müll rausbringt. Also eigentlich ist Tobi mein kleiner Faltmülleimer. Das erinnert mich jetzt so an das potenzielle Faltklo, was wir in den USA kaufen wollten. Ja, das ist so. Wir haben ja einen Roadtrip in den USA gemacht und wir sind knapp 5000 Kilometer gefahren innerhalb von, was haben wir gemacht? 7 Tage, 8 Tage? Ja, ein bisschen über eine Woche, 1,5 Wochen. Und ich hatte wirklich ein bisschen Angst, dass es da nirgendwo Klos gibt und ich weiß nicht warum, weil, also auch im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das ein dummer Gedanke war und die Klosituation deutlich besser ist als die Klosituation in Deutschland. Weil Amerikaner und die sind da, also es ist darauf ausgelegt, dass du da mit dem Auto fährst und das ist super ausgebaut. Du hast wirklich überall Tankstellen, zumindest wenn man nicht wirklich mitten in der Wüste ist und wir waren nicht mitten in der Wüste. Und überall, wo Tankstellen sind, sind auch vernünftige, saubere, kostenfreie Klos an jeder Tankstelle. Und da waren super viele Tankstellen. Also wirklich keinerlei Beschwerden. Wir haben kein Klappklo gekauft, wir haben es auch nicht gebraucht. Ja, ich weiß auch nicht, also so ein Klappmülleimer oder so generell so ein Mülleimer fürs Auto. Ich habe da tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Aber wie du schon sagst, es löst nicht mein Problem, dass ich weiß, dass Müll im Auto ist. Weil das ist mein Problem. Ist das so eine psychische Sache? Ja, weil schon. Weil geht's, glaube ich, nicht um den Gestank, ne? Nein, überhaupt nicht. Da riecht ja nichts von. Also wenn ich gerade eine Katze da reinkackt oder so, dann riecht's ja nicht im Auto. Das ist jetzt kein Problem. Aber das ist so wie, wir hatten das, als wir hier die Fußleisten neu gemacht haben in der Wohnung.
so diese Entscheidung, machen wir sie auch hinter den Schränken neu. Ja. Und das ist sowas Ähnliches. Man muss jetzt dazu sagen, dass du und ich da anderer Meinung waren, weil ich war der Meinung, natürlich machen wir sie auch hinter den Schränken neu. Weil was ist, wenn wir hier mal ausziehen? Was ist, wenn wir die Schränke mal umstellen? Keine Ahnung. Also, ja, ja. Natürlich machen wir sie hinter den Schränken neu. Und du so, nö. Also in diesem Raum befinden sich gerade Fußleisten an drei Wänden und an der anderen Wand einfach nicht. Ja. Da befinden sich halt andere Schrankfanta nicht abnehmbar war. Ja. Das war mir zu viel Arbeit. Aber ganz grundsätzlich ist das was Ähnliches. Dass ich halt dann weiß, er ist da. Also der Müll jetzt im Auto. Und der nervt mich dann. Den Teil verstehe ich, aber macht es dich nicht verrückt, dass du gerade weißt, dass da eine andere Fußleiste ist? Das verstehe ich nicht. Nein. Also ich finde, jemand, der so einen Gehirnschaden hat, dass er immer seine Toneinstellungen auf durch zwei teilbar haben muss, den stört das nicht, dass da eine andere Fußleiste ist? Erklär mir das, Tobias. Kann ich nicht. Aber ich glaube, da geht es auch nur um, dass man an dieser Wand ja wirklich gar kein Stückchen der alten Fußleiste sieht. Ja, jetzt gerade nicht. Weil sie halt komplett... Was ist, wenn die nächste Katze dir da irgendeinen Filter umstellt und du musst diesen Schrank austauschen? Ja, dann können wir die Fußleisten neu machen. Dann müssen wir nochmal die Fußleisten bestellen und den sehr teuren Versand zahlen und eine Woche darauf warten. Wir haben Fußleisten davon hinterm Kleiderschrank stehen. Ja, aber doch nicht dafür. Doch? Nein. Doch? Nein. Oder war das die andere, die wir nicht... Nein. Doch, das sind die. Die, die wir gar nicht benutzen können, die haben wir direkt weggeschmissen. Tobias... Wir haben die Fußleisten ausgemessen und so hingelegt, dass wir die hinter dem Kleiderschrank anbringen könnten, wenn wir den Kleiderschrank einmal vorziehen, wofür wir keine Lust hatten. Aber wir haben keine übrigen für diesen Raum hier. Ja, aber wenn das hier jetzt passiert mit dem Schrank, dann benutzen wir die hierfür und nicht für die Kleiderschränke, weil da ist ja offensichtlich dann noch nichts passiert. Ich bin auf jeden Fall sehr unglücklich, dass wir an zwei Orten dieser Wohnung diese Fußleisten nicht gemacht haben, Tobi. Das macht mich ganz verrückt. Ich aber sehr glücklich über den Rest der Fußleisten. Der Rest der Fußleisten ist okay, ja. Wo waren wir jetzt eigentlich? Wie sind wir darauf gekommen? Die AI wird sagen, Diskussion über Fußleisten. Ich komme mir schon dumm vor. Oh nein, jetzt schreibt die bestimmt noch Faltklos da rein. Faltklos. Oh, bitte hör auf. Bei dem Faltmülleimer waren wir. Ja, Faltmülleimer. Ich glaube nicht, dass ein Faltmülleimer unser Problem löst. Nee. Das ist ein psychisches Problem. Ja. Ich glaube, das war es fast auch schon mit Kommentaren, wenn ich jetzt nichts übersehen habe. Ja, kann gut sein. Wie gesagt, ich hatte auch den Eindruck, dass diesmal ein bisschen weniger war. Vielleicht haben wir auch weniger kontroverse Dinge gesagt. Wobei eins war da noch irgendwo ganz unten auf YouTube, der letzte Kommentar, glaube ich, beziehungsweise der erste, irgendwas mit Kampfkatzen. Das habe ich nicht mehr verstanden. Das konnte ich nicht rekonstruieren. Ich weiß es nicht, aber wir haben bestimmt wieder über unsere Katzen gelästert. Na gut. Wahrscheinlich hat Elvis wieder irgendeinen Scheiß gemacht. Das macht der häufig. Bis auch jedes Mal nur Elvis ist. Das ist eigentlich immer nur Elvis. Und wenn es nicht Elvis ist, ist es Miller. Ja, also ich habe mir noch so ein paar Sachen rausgesucht, die wir so ein bisschen anschneiden können. Unter anderem war ja letzte Mal, als der Podcast rauskam, haben wir hier, weil du gerade sagtest ja auch, dass Thomas bei dir gesessen hat, haben wir hier den Stream für die ISC-Siegerehrung gemacht, der so völlig in die Hose gegangen ist, leider. Ich war nicht da. Ich bin sehr interessiert auf deine Geschichten gleich. Ja, du kennst die Geschichten ja im Endeffekt schon. Also es hat dann mit dem Ton überhaupt nicht funktioniert. Ich dachte, wir machen jetzt erstmal diesen Polfilter und den Spiegelungskram. Würdest du das jetzt schon machen? Ja, natürlich. Ja, okay. Das können wir natürlich auch machen. Also. Ich bin so abgelenkt heute, weil deine Haare so gut aussehen. Das ist eine Unverschämtheit. Steffi hat mir gerade die Haare gefärbt. Und ich habe angefangen, mich jetzt ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie ich meine Wellen und Locken ein bisschen besser pflegen kann. Du hast so ein Volumen, das sieht so gut aus. Ich bin wirklich auf der einen Seite wirklich abgenervt aus Neid, weil ich wirklich sehr neidisch auf deine Haare bin. Und auf der anderen Seite auf eine gute Art und Weise abgelenkt. Es sind jetzt wieder ein bisschen roter auch. Roter. Sie passen jetzt zu deinem Bart, aber du hast jetzt auch so ein Volumen da drin. Die sehen auch so gepflegt aus. Ich bin wirklich, wirklich sehr sauer gerade. Soll das nicht sauer sein? Doch, bin ich aber. Ich möchte das auch. Du hast die glatten Haare, die Leute immer wollen. Ja, ihr wollt wirklich keine glatten Haare. Ich habe auch immer das Gefühl, Leute, die glatte Haare schön finden, haben das Gefühl, dass sie weniger knotig sind. Das ist nicht so. Und ich glaube, du kannst das auch bestätigen, dass meine Haare ungefähr 100-mal so viele Knoten haben wie deine Haare. Ich kenne das ja auch noch von anderen, die auch glatte Haare hatten und das auch immer sehr schwierig war, wo ich auch schon wirklich Knoten habe rausschneiden müssen. Ja, also das hat wirklich nichts damit zu tun. Mm. Dann hast du noch kein Volumen und nichts. Also, oh mein Gott, ich hätte wirklich gerne deine Haare.
Oder Locken generell. Ja, gut. So, jetzt aber. Jetzt, Reflexion. Also wir haben ja letzte Folge schon viel über Fotografie gesprochen. Eigentlich ist das ein schönes Anknüpfungsthema, weil ich habe sogar schon eigene Workshops gemacht, nur zum Thema Reflexion und Reflexion vermeiden. Das war dann auch wieder Architekturfotografie, wo es dann darum ging, wie kann ich jetzt gucken, dass die Reflexion in so einer Fensterfront okay ist oder nicht okay ist oder was kann ich dagegen tun, wie kann ich die einsetzen auch, damit sie vielleicht möglichst schön aussieht. Ich muss gerade meinen Laptop leise machen, so. Und im Grunde gibt es zwei essentielle Dinge, die ihr verstehen müsst, wenn es um Reflexionen geht. Ich muss das auch verstehen, du kannst mir das ja sagen, weil ich habe das auch ewig, dass ich Reflexionen da drin habe. Und was mich besonders annervt, sind Reflexionen von mir. Ja. Wie vermeide ich die, Tobias? Indem du schwarze Sachen anziehst und indem alles um dich herum ebenfalls schwarz ist. Auch das würde ich ja noch hinkriegen, aber mein Gesicht ist halt nun mal eher weiß als schwarz. Ja, dann musst du dir ein Tuch über den Kopf hauen. Das ist nicht lustig gemeint, das ist ernst gemeint. Kennst du diese Anzüge, die man so anzieht? Ich weiß nicht, was die für einen Namen haben. Wo man quasi so ein komplett blau, grün, rot, was auch immer die Farbe der Anzug hat, so komplett drin ist. Auch so das Gesicht und so, das hat keine Augen, keinen Mund. Weißt du, was ich meine? Ja. Sowas? Kannst du dich noch, ich weiß, es gibt vielleicht sogar in Red Dead Redemption, weil das immer der einfachste Vergleich ist für dich, aber ich weiß es nicht genau. Ich bin so interessiert, worauf du gerade hinaus willst. Frühere Fotografen haben sich doch immer so ein Tuch über den Kopf geschmissen, was noch über die Kamera ging. So, das ist genau der Grund. Ich bin mir auch sicher, das gibt's in Red Dead Redemption. Ja, das ist genau der Grund. Also es geht da mal darum, wenn du eine reflektierende Fläche hast, das, was du in der, also erstmal, eine Reflexion ist immer dunkler als das, was du, als der Teil der Landschaft, der Stadt, des Aquariums, whatever, der reflektiert wird. Also das, was reflektiert wird, es hat eine gewisse Helligkeit. Wenn du jetzt ein Foto von der Reflexion machst, auf einer Glasfläche oder so, ist dieses Foto etwas dunkler als die Originalszenerie. Das ist schon mal Punkt 1. Ja, das macht ja auch Sinn, weil das Licht quasi dahin läuft, von da gespiegelt wird und wieder zu mir zurückkommt. Und ein Teil davon halt verloren geht, weil er durch die Scheibe durchgeht. Es wird ja nicht alles reflektiert. Und dann wieder zurück muss zur Scheibe, damit die Reflexion entsteht. Habe ich richtig verstanden, ne? Dieser letzte Schritt ist überflüssig. Aber irgendwie muss das Licht von mir ja wieder dahin kommen, damit es reflektiert. Ach so, von dir aus okay, aber es sind ja zwei verschiedene Reflexionen, die stattfinden. Aber das Licht muss doch vom Aquarium quasi auf mein Gesicht zurückgeworfen werden und dann zurück auf das Aquarium, damit das Bild da ist quasi. Ja, es muss nicht zwangsläufig vom Aquarium kommen. Die Lichtquelle kann ja auch was anderes sein. Ja, aber wir reden jetzt gerade davon, dass das Aquarium spiegelt. Genau. Deshalb nehme ich das jetzt als Beispiel. Ja, aber der Punkt ist nur, du bist erhellt. Von was ist erstmal egal. So, die Reflexion ist ein bisschen dunkler. Das haben wir jetzt etabliert. Das bedeutet aber auch, dass Dinge, die hell sind, viel, viel stärker reflektieren als Dinge, die dunkel sind. Macht auch Sinn, weil etwas Dunkles wirft ja ohnehin sehr viel weniger Licht zurück, was dann überhaupt noch an einer Scheibe gebrochen und reflektiert werden könnte. Kannst du mir soweit folgen? Ja. Okay. So. Daraus resultiert, wenn ich Reflexionen vermeiden will, ist idealerweise um mich herum alles schwarz. Das ist der Grund, warum wir sagen, mach sowas wie Final Shots oder so, am besten nachts. Wenn halt nichts im Raum noch erleuchtet ist, wenn halt nichts im Raum noch irgendwie Licht reflektiert. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn der Raum hell eingerichtet ist. Jetzt beispielsweise hier drin. Ne? Hier stehen eigentlich nur weiße Möbel rum. Das ist für Reflexionen das Schlechteste, was du machen kannst. Weil selbst mit wenig Licht wirst du da immer noch Reflexionen von auf der Glasscheibe sehen. Und um das jetzt zu vermeiden, machen wir erstmal alles so dunkel, wie es irgendwie geht. Dann haben wir jetzt aber natürlich trotzdem noch, wenn das Aquarium jetzt mitten im Raum steht, den sozusagen Light Spill, jetzt die Lichtstreuung ist das Wort, Lichtstreuung vom Aquarium selbst, was natürlich auch den Raum beleuchtet. Also ein beleuchtetes Aquarium inmitten eines Raums erhält ja auch den Raum selbst. Und damit auch wieder die Reflexion von potenziellen hellen Oberflächen. Und um das jetzt zu vermeiden, musst du sozusagen die Lichtquelle selbst noch abschirmen von dem, was du fotografierst. Und das machst du, indem du beispielsweise ein Stück großen schwarzen Karton nimmst, da einen rechteckigen Ausschnitt machst, der so groß ist wie deine Aquariumfrontscheibe, und den davor hältst. Sodass die Lampe hinter diesem Karton verschwindet und nicht mehr den Raum hinter dir als Fotograf erleuchtet. Ja, also ich verstehe, was du gerade sagst.
Aber die Aquariumscheibe beleuchtet mich ja trotzdem noch. Also weniger natürlich, genau, wenn ich diesen Ausschnitt mache. Weil die Aquariumscheibe beleuchtet dich trotzdem noch. Und das ist jetzt dann Punkt 3. Du bist der letzte Störfaktor in dieser Rechnung. Du musst halt irgendwie weg. Häufiger. Entweder du stellst jetzt halt die Kamera auf ein Stativ und löst über einen Fernauslöser aus und stellst dich selber einfach neben das Aquarium. Das ist das Einfachste. Oder wenn du keinen Fernauslöser hast, stellst die Kamera auf ein Stativ und stellst sie auf Selbstauslöser. 10 Sekunden oder 2 Sekunden, drückst auf den Auflöser, du selbst gehst weg, Kamera macht das Foto, niemand steht im Weg. Dann ist nämlich das Einzige, was du noch sehen würdest, die Kamera selbst. Und da wird es natürlich dann jetzt langsam ein bisschen tricky, wie du das halt noch ausgleichen kannst. Da müsste man dann eben auch vielleicht so schwarze Kartons um die Kamera drumherum stellen, sodass nur das Objektiv durch diese schwarze Pappe durchguckt, wenn du es wirklich ganz genau haben willst. Das ist halt das große, große Problem. Und zu diesem Thema habe ich dann nämlich Workshops gemacht. Und das, jetzt fällt mir gerade ein, das war nicht nur Architektur, das war auch gerade bei Foodfotografie. Wenn du eine Aufgabe hast, fotografiere ein Glas, also so ein Trinkglas. Also sowas wie jetzt zum Beispiel ein Biolo-Arc. Wie heißt das Wort? Babikusa-Glas. Ja, so ein Babikusa-Glas. Ich glaube, da gibt es noch ein anderes Wort für, oder? Ja, die Dinger jetzt hier auch konkret heißen Bubble Cups. Ja, das meinte ich auch nicht. Aber so Gläser, wo halt Pflanzen oder sowas drin, ja, sind. Ja, wenn du sowas fotografieren willst, vor weißem oder schwarzem Hintergrund, also so sehr freigestellt, dann ist einfach das große Problem, durch diese gewölbte Oberfläche des Glases wird halt nicht nur das reflektiert, was hinter der Kamera ist, sondern im Endeffekt der gesamte Raum. Das ist quasi unmöglich, sowas spiegelfrei zu machen. Und ich habe ja so ein Buch, eigentlich das einzige Fotografiebuch, was ich überhaupt noch besitze, Light and Magic. Was so Licht, also Übungen und Erklärungen dafür liefert, wie bestimmte Objekte fotografiert werden müssen, um Spiegelung zu vermeiden beispielsweise. Ich weiß auf jeden Fall, dass du mir erzählt hast, es ist ein ganzes Kapitel da drin, wie man ein Ei fotografiert. Genau. Und was auch da drin ist, ist ein ganzes Kapitel und das ist eigentlich das Allergeilste. Das ist die ultimative Übung, wenn du sowas aufs Meisterlevel treiben willst. Fotografiere eine Chromkugel ohne Reflexion. Ich wüsste nicht mal, wo ich da anfangen sollte. Und das ist halt geil. Also, und wenn du das Photoshop verstanden hast. Ohne Photoshop oder mit Photoshop? Natürlich ohne Photoshop. Alles in Camera. Und wenn du das halt verstanden hast, wie das funktioniert und was für Voraussetzungen dafür geschaffen sein müssen, dann ist das halt mit einer Fläche, wie jetzt beim Aquarium, halt ein bisschen banal. Okay, wir kommen gleich zum Aquarium zurück. Tobi, wie fotografiere ich eine Chromkugel? Indem du ein weißes Lichtzelt aufbaust. Und wirklich am Ende das Ganze so aufziehst, dass die komplette Kugel in einem weißen Zelt sitzt aus Stoff, was von außen belichtet wird, damit die Lichtstreuung maximal breit ist und es halt aus Sicht der Kugel. Also das ist eigentlich der eigentliche Trick bei sowas. Wenn du Reflexionen verstehen willst, stell dir immer vor, wie die Szenerie aus Sicht des Objektes aussieht, was du fotografieren willst. Also in diesem Fall wäre das ein sehr unordentlicher Raum mit 2 Menschen. Genau. Und dann kannst du halt gucken, wo sind helle Sachen, wo sind dunkle Sachen, wo sind Lichtquellen. Hier sind sehr viele helle Sachen. Ja, genau. Und wenn ich mir jetzt die Chromkugel vorstelle, was passieren muss, ist, meine gesamte Umgebung, alles um mich herum, muss rein weiß sein. Okay, aber gerade beim Aquarium hast du noch erzählt, du möchtest alles schwarz machen. Jetzt sind wir aber schon bei einem weißen Zelt. Ja, weil es darum geht, wenn ich eine Chromkugel komplett in schwarz fotografiere, ist die Kugel selber auch schwarz. Dann habe ich nichts mehr zu fotografieren. Also wie soll ich die beleuchten? Wenn ich will, dass alles um sie herum schwarz ist, also ohne Reflexion. Also wenn es eine leuchtende Chromkugel wäre, würde ich schwarz nehmen. Ja, aber wenn sie aus sich heraus leuchten würde, hättest du auch keine Reflexion. Weil die Kugel dann heller wäre als die Reflexion. Ich weiß, das ist ein Gedankenspiel. Das ist wie die Schrödingers Katze. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist nicht logisch. Ja, Schrödingers Katze auch nicht. Das ist der Punkt. Die kann nicht gleichzeitig tot und lebendig sein. Ja, Schrödingers Katze ist ein philosophisches Gedankenspiel. Das ist ein physikalisches Gedankenspiel. Nee, ich glaube, man hat die mal benutzt quasi, um darzustellen, dass das nicht funktioniert für ein physikalisches Problem. Aber ich komme nicht mehr drauf, von was es war. Da müsste ich jetzt den Wikipedia-Artikel durchlesen, okay, was ich jetzt tun würde. Aber jetzt lass dich auf mein Gedankenspiel ein, ja, und sag mir, wenn diese Chromkugel aus sich heraus leuchten würde, würdest du dann schwarz nehmen? Also macht das... Dann würde ich schwarz nehmen, aus einem ganz konkreten Grund, weil das Einzige, was jetzt nicht weiß wäre, wenn ich diese Chromkugel in ein komplett weißes Zelt stecke und alles zumache und so, ist die Objektivöffnung. Es muss ja noch irgendwo eine kleine Öffnung sein, wo mein Objektiv durchschauen kann, damit ich das Foto überhaupt machen kann. Und diese Objektivöffnung ist halt schwarz. Weil das Objektiv ja logischerweise nicht weiß ist. Da darf ja nichts
drin hin und her reflektieren. Und das würdest du halt immer noch auf der Kugel sehen. Das ist das Einzige, was du niemals wirst vermeiden können, einen winzigen schwarzen Punkt irgendwo auf dieser Kugel zu haben, der dann objektiv ist. Aber wenn ich halt die Option hätte, dass die Kugel leuchtet, dann würde ich komplett schwarz wählen, weil dann auch dieser Punkt nicht mehr auftauchen würde. Ich habe dir nicht zugehört, weil ich gelesen habe, aber es war bestimmt gut. Naja, aber im Grunde geht es tatsächlich darum, sich halt immer zu vergegenwärtigen, wie sieht das Ganze aus Sicht dessen, was ich fotografiere. Und um jetzt zum Aquarium zurückzukommen, stellt euch halt vor, ihr steht nicht hinter der Kamera und fotografiert das Aquarium, sondern stellt euch vor, wie sieht das Ganze aus Sicht des Aquariums aus? Das ist immer ein bisschen seltsam, sowas zu sagen, aber das hilft tatsächlich. Weil was ihr dann sehen würdet, ist, vor euch steht eine schwarze Kamera, möglicherweise steht ihr dahinter und dann eben der ganze Raum da drumherum. Und um jetzt Reflexionen zu vermeiden, müsst ihr es schaffen, dass aus Sicht des Aquariums ich nur schwarz sehe und nichts anderes. Und das geht am einfachsten natürlich, wenn der Raum ganz generell schon mal nicht beleuchtet ist, dann habt ihr immer noch die Beleuchtung des Aquariums selbst. Dann zweiter Schritt, ihr müsst diese Beleuchtung irgendwie abschirmen, dass sie nicht mehr in den Raum reinstrahlt, sondern nur noch ins Aquarium selber. Und dann dritter Schritt, ihr müsst idealerweise die Kamera und das Stativ oder was auf was das ist und alles, was halt direkt hinter der Kamera ist, weil das wird ja durch die Frontscheibe des Aquariums trotzdem immer noch beleuchtet, das muss dann auch noch abgeschirmt werden durch beispielsweise eine schwarze Pappe oder so und dann benutzt ihr einen Selbstauslöser oder einen Fernauslöser, um halt selber nicht mehr da stehen zu müssen und dann funktioniert das eigentlich. Wenn ihr es nicht vermeiden könnt, selber hinter der Kamera zu stehen, beispielsweise wenn ihr keine Fotos macht, sondern wenn ihr filmt, das ist ja das, wo du wahrscheinlich jetzt drauf hinaus wolltest, weil dir das ja auch passiert, wenn du Aquarien abfilmst für eure Videos, dann ist es von Vorteil, wenn ihr halt nichts Helles tragt, sondern wirklich so dunkle Klamotten wie möglich. Idealerweise auch langärmlich, damit nicht eure Unterarme oder so großartig mit im Bild sind. Bei den Händen kann man es nicht vermeiden. Schwarze Handschuhe wären dann natürlich ideal, ist aber auch ein bisschen weltfremd am Ende, werden die wenigsten machen, weil es fürs Gesicht halt auch gelten würde, wenn man das mit drauf hat. Also alles zu vermeiden ist halt oft nicht möglich, aber um es halt so gut wie möglich zu machen, haltet euch an schwarz, so ganz grundsätzlich. Macht alles schwarz, was irgendwie schwarz machbar ist. Ja, aber wie sieht es denn jetzt aus mit einem Polfilter und warum ist das zum Beispiel bei Acrylglas nicht so? Was ist bei Acrylglas nicht so? Das spiegelt doch nicht, oder? Klar spiegelt das. Aber das hat keine Verzerrung. Ja, Acrylglas ist dieses Ding mit der Verzerrung durch Wasser, weil der Brechungsindex vom Glas sich mit dem Brechungsindex vom Wasser irgendwie aufhebt. Ja gut, aber das hast du ja bei einer geraden Fläche nicht wie einem, genau, wie einem geraden Aquarium. Das wäre erst ein Problem, wenn du sowas nimmst wie, wie heißt dieses Aquarium? Ich glaube, es ist eins von Fluval, was diese gebogene Vorderscheibe hat. Ja, das Flex, glaube ich. Möglich, Fluval, ich weiß Flex. Es auch nicht. Ja, ja. Oder sowas wie das Trigon. Ja, genau. Also da ist das ja auch so. Ja, ja. Also das Film ist auch so ein Albtraum. Genau. Wenn du halt etwas im Aquarium fotografieren oder filmen willst, dann guck, dass die Kamera immer parallel zur Frontscheibe ist. Und zwar wirklich sauber parallel, weil du ansonsten halt sofort Verzerrungen gerade an den Bildrändern bekommst. Die kannst du auch nicht korrigieren. Das kannst du nicht rausrechnen in Photoshop oder so. Das geht nicht. Polfilter ist ganz interessant. Ich kann es jetzt auf Anhieb nicht erklären. Dafür müsste ich nämlich auch erstmal wieder ein paar Artikel lesen, um halt genau zu verstehen, wie Polarisation von Licht funktioniert. Das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf. Erklär doch erstmal, was das überhaupt ist. Das weil ist du sagst das jetzt so und gehst davon aus, dass Leute das wissen, weil ich weiß das auch nicht. Was mein einziges genau? Wissen, was ein Polfilter überhaupt ist. Also ein Polfilter ist eine Glasscheibe oder eine Folie, die du halt vor das Objektiv halten kannst. Die aber dafür warum sorgt, P-O-L? Für Polarisation. Was ist Polarisation? Ja, das ist jetzt der Punkt, den ich nicht erklären kann. Also Licht ist polarisiert, so viel kann ich sagen. Das heißt, Licht hat eine bestimmte Richtung sozusagen. Und ich kann jetzt, weil die Lichtrichtung einer Reflexion eine andere ist als die des Lichtes, was ursprünglich dann auf diese Fläche trifft, kann ich mit einem Polarisationsfilter eine bestimmte Lichtrichtung wegfiltern. Und das sorgt tatsächlich dafür, dass Spiegelung auf nicht metallischen Oberflächen, das ist eine Einschränkung, die ich jetzt aus dem Kopf auch nicht erklären kann, warum sie da ist, tatsächlich rausgefiltert werden können. Man muss diesen Filter dann entsprechend bewegen, also man kann die drehen, das sind dann sogenannte zirkuläre Polarisationsfilter. Es gibt auch lineare, die kann man nicht drehen, aber die werden eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr eingesetzt, weil man eben das Problem hätte, dass sie nur in ganz, ganz speziellen Fällen funktionieren. Und meistens sind es zirkuläre, die kann man dann hin und her drehen. Und die dreht man einfach so lange,
bis dann die Reflexion auf dem Bild weitestgehend verschwindet. Das Problem dabei ist jetzt, es ist halt extrem richtungsabhängig. Und zwar sowohl die Richtung der Kamera, in welchem Winkel ich auf das Aquarium beispielsweise drauf gucke, als auch die Richtung aller Lichtquellen, die eine Reflexion erzeugen auf dem Aquarium. Deshalb kann es halt sein, dass ein Polfilter nur teilweise funktioniert. Dass ich den, wenn ich den richtig eingestellt habe, zwar keine Reflexion in der Mitte des Aquariums habe, aber an den Rändern der Scheibe vielleicht doch noch. Und gerade auf gewölbten Oberflächen funktioniert er halt nie hundertprozentig, weil immer Bereiche dieser gewölbten Oberfläche eine andere Richtung, eine andere Lichtrichtung, eine andere Reflexionsrichtung aufweisen, als halt der Bereich, wo ich den Polfilter jetzt drauf eingestellt habe. Das ist auch der Grund, warum ich die eigentlich mittlerweile gar nicht mehr benutze. Ich hatte immer welche, auch so für die Architekturfotografie, weil da das natürlich nochmal ein bisschen was anderes war. Du stehst halt mit einem Stativ vor einem Gebäude, weder ich bewege mich noch das Gebäude, und dann kann ich natürlich einen Polfilter schon sehr sauber einstellen, sodass ich da halt keine Reflexion habe. Das einzige Problem ist dann, wenn ich sehr, sehr lange belichte und innerhalb meiner Fotobelichtungszeit die Sonne bereits weitergewandert ist. Weil dann ändert sich wieder der Winkel der Reflexion. Und dann kann der am Ende des Fotos wieder auftauchen sozusagen. Das ist ein bisschen tricky, wenn ich sehr, sehr, sehr lange Belichtungszeiten habe, aber das wird für die meisten Leute nicht relevant sein. Polfilter funktioniert auch wunderbar, wenn man zum Beispiel Spiegelungen auf Wasseroberflächen vermeiden will. Ja, darüber möchte ich mit dir reden, damit ich das jetzt nochmal verstehe. Also ich habe jetzt Folgendes verstanden. Polarisation ist quasi, wie Licht reflektiert wird. Kommt das ungefähr hin? Ja, Polarisation muss eigentlich erstmal sowas sein wie, aus welcher Richtung kommt mein Licht? Und welche Richtung... Kannst du dich noch an Vektoren, Mathe-Oberstufe erinnern? Nein. Du weißt genau, was mein Verhältnis zu Mathe ist. Das ist ein schlechtes Verhältnis. Und dementsprechend ist die Antwort nein. Ich weiß auch nicht, das müsste ich einmal nachlesen. Aber es geht ja im Grunde genommen in die Richtung, dass Licht, sei es jetzt von der Sonne oder von der Lampe, auf eine Oberfläche trifft. Und wenn das Licht von der Oberfläche wieder abgestrahlt wird in mein Auge, dann bedeutet das, dass ich das sehen kann. Ja. Ne? Zum Beispiel mein Laptop jetzt gerade. Da ist Licht von irgendwoher draufgekommen und es geht in mein Auge, deshalb weiß ich, dass mein Laptop da ist. Mhm. Und durch die Lichtfarben und welches Licht da bleibt und welches Licht in meinem Auge ankommt, weiß ich, welche Farbe der hat und so weiter. Ne? Soweit ist richtig. Und jetzt gibt es aber Oberflächen, wie beispielsweise Glas oder Wasser, die, ich sag jetzt mal, durchsichtig sind. Wahrscheinlich ist das schon nicht richtig, aber die so aufgebaut sind. Transparent wäre der Begriff. Transparent sind, dass ich da theoretisch durchschauen kann. Mhm. Zumindest bis zu einer gewissen Weite, Dicke, Dichte. Mhm. Also auf eine gewisse Art und Weise durchschauen kann. Jetzt ist es aber so, je nachdem, wie das Licht kommt, wird das so gebrochen durch diese transparente Oberfläche, dass es teilweise von dem Objekt, was darunter liegt oder da drin ist, im Fall von Wasser, nicht mehr auf mein Auge kommt. Ja. Und dann sehe ich das nicht, obwohl es da ist, weil das Licht nicht zu mir zurückkommt. Ja. Und jetzt kann ich aber einen Polfilter, beispielsweise mit einer Sonnenbrille, anwenden und kann dann da durchgucken. Das hast du jetzt im Vorfeld, glaube ich, blöd beschrieben, weil es geht nicht darum, dass etwas nicht zurückgeworfen wird, sondern es geht darum, dass die Transparenz der Oberfläche sozusagen vermindert wird, weil ein Teil des Lichtes eben nicht durch diesen Stoff durchdringt, sondern an der Oberfläche wieder abprallt und in dein Auge fällt, und das ist die Reflexion, die du siehst. Und dadurch, dass das passiert, habe ich halt nicht mehr die Möglichkeit, die volle Transparenz dieser Oberfläche wahrzunehmen. Weil mich das blendet quasi. Genau, weil ich das sozusagen blendet. Okay, also ich würde das dann quasi als weiß oder schwarz oder so sehen, als genau. Schatten oder als helles Licht. Stell dir vor, wenn du aufs Wasser guckst und es ist strahlender Sonnenschein, dann glitzert das ja so. Oh ja. Ja, und das sind alles Reflexionen, die halt durch die Wellenbewegung in dem kurzen Moment, wo du dieses Aufglitzern siehst, in dein Auge geworfen werden. Ja, logisch. Und das ist ja eine Helligkeit, die du nicht durchdringen kannst. Also ja, aber du kannst das habe ich sehen, ja zum Beispiel nicht. Also ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob die Zuhörer und Zuhörerinnen das kennen, aber es gibt ja diese Werbeclips für Sonnenbrillen mit Polfilter. Auf der einen Seite, wo man das im Herbst hat, wo dann auf einmal ein Reh auf der Straße sieht, was man sonst nicht gesehen hätte. Kennst du das nicht? Warum soll ich das nicht gesehen haben vorher? Ja, wegen dem Licht. Du beschreib mal die Szenerie. Da steht ein Reh auf einer Straße, wo Sonne und Schatten sich abwechselt und du siehst das nicht. Und dann gibt es ja das mit dem Krokodil im Sumpf,
wo du das auch nur siehst, wenn du die Sonnenbrille auf hast. Und ansonsten ist es einfach nur so ein bisschen muddy, dreckiges Wasser. Also das zweite kann ich mir erklären, das erste kann ich mir nicht erklären. Ja, es kann ja auch sein, dass die Hersteller das nicht schreiben und das nicht so ist. Ist das, während du selber noch im Auto sitzt oder so, dass noch eine Scheibe vor dir ist? Ja, ja. Ja, okay, okay. Weil du dann halt die Reflexion auf der Scheibe damit vermeidest und dann klarer da durchsehen kannst. Ich finde es lustig, dass dir das völlig klar ist und mir das absolut nicht klar ist. Aber ich freue mich, dass das für dich klar ist, dass es dir um meine Autoscheibe geht. Ja, weil ein Polfilter hat keinen Einfluss auf, oder eher sogar noch einen verstärkenden Einfluss auf Kontraste. Deshalb war jetzt dieses erste mit dem Reh-Hell-Dunkel erstmal ein bisschen unverständlich, weil das würde eigentlich diesen Kontrast verstärken. Ja, ich hätte, also das war meine Laienerklärung, warum das funktioniert. Aber nee, die Erklärung ist halt genau das, was ich gerade meinte. Wenn du halt im Auto sitzt und da voll die Sonne drauf knallt, dann ist die Autoscheibe durch das, was reflektiert wird in dein Auge, so hell, dass du halt nicht mehr klar da durchsehen kannst. Das sieht alles so faded aus und so ein bisschen blendend. Ich habe gar keine Ahnung, ob ich das schon mal so wahrgenommen habe. Ich nehme auf jeden Fall wahr, dass unsere Brillen unterschiedlich funktionieren, weil du oft Brillen mit Polfilter hast und mir ist bewusst, wenn ich die aufsetze, dass man deutlich anders dadurch sieht. Also das ist mir bewusst, ja. Du kennst das vielleicht, wenn du an einem Sommertag oder selbst wenn es bewölkt ist, eigentlich sogar noch stärker, wenn es bewölkt ist, du läufst durch die Straßen und guckst auf Autos, die irgendwo geparkt sind. Ganz häufig sieht die Frontscheibe dann aus, als sei sie weiß. Und du siehst nicht, welche Farbe hat das Interieur des Autos. Ich weiß, was du sagst. Ich glaube, das ist mir noch nie so aufgefallen, aber ich weiß, was du sagst, ja. Aber das wäre etwas, dass, wenn du in dem Moment einen Polfilter verwendest oder eine Sonnenbrille mit polarisierten Gläsern, dass du das nicht hast, sondern dann da durchgucken kannst. Die Scheibe ist normal transparent und du siehst, wie das Auto von innen aussieht. Mhm. Aber wie? Ich habe ja gerade gesagt, das müsste ich nachlesen. Ja, dann lies mal. Dann lies und ich werde jetzt noch mal kurz meine Zusammenfassung zu Schrödingers Katze abgeben. Es geht da nämlich nicht um ein, was hattest du gesagt, Gedankenexperiment aus der Geisteswissenschaft, sondern es geht um die Physik. Und da geht es nämlich darum, warte, das kriege ich garantiert besser erklärt, wenn ich das einmal vernünftig mache. Da geht es nämlich um Atomkerne. Okay, ich habe das Ganze jetzt nochmal recherchiert. Das ist ein bisschen schwierig, das jetzt nur akustisch zu erklären, glaube ich. Ist dir klar, dass Licht eine Welle ist? Ich glaube, das, was du sagen möchtest, ist mir schon klar, aber Licht ist ja nicht nur eine Welle, sondern auch Teilchen. So, und jetzt sei stolz auf mich und mein physikalisches Wissen. Ja, wenn du jetzt noch sagst, wie die Teilchen heißen. Lichtteilchen. Photonen. Lichtteilchen. Ja, aber in diesem Fall geht es jetzt um die Eigenschaften einer Welle, um mal Polarisation zu erklären. Weil eine Welle ist ja dreidimensional ausgeprägt oder kann dreidimensional ausgeprägt sein. Ja, Licht ist dreidimensional, das ist ja auch jedem klar. Also wenn ich eine Pappe vor eine Lichtquelle stelle oder eine Taschenlampe benutze, die macht ja einen Kegel. Ja. Warum guckst du mich jetzt an wie ein Auto? Weil ich nicht verstehe, wo das jetzt hinführen soll. Weil der Kegel ja wohl auch dreidimensional ist, oder nicht? Ja, das hätte nichts mit der Lichtwelle zu tun. Ja, aber was möchtest du denn dann sagen? Der Abstrahlwinkel der Lichtquelle. Ja, aber was möchtest du denn dann mit der Lichtwelle sagen? Dann sag das nochmal besser. Weil ich dachte jetzt, das ist ungefähr das, was du meinst. Nee, jeder einzelne Lichtstrahl. Was ist denn jetzt ein Lichtstrahl? Eine Welle. Ja, aber besteht die Welle jetzt aus mehreren Teilchen oder was? Boah, ja, das ist jetzt aber ein völlig anderes Thema. Du hast das Thema gerade aufgemacht. Nein, wir bleiben jetzt von Teilchen völlig weg. Wir betrachten Licht jetzt nur als Welle, ausschließlich. Ja, aber woraus besteht denn diese Welle? Aus. Ist das jetzt ein Photon? Ist ein Photon schon, dass das in einer Welle fließt? Nein. Also das ist generell ein völlig unterschiedliches Verständnis davon. Das ist wie eine Funkwelle. Ah, ja, das hat also jetzt. Say no more, ich hab's verstanden. Stellt sie so vor wie ein Laserstrahl bei Star Wars. Ein Raumschiff schießt einen Laserstrahl. Dann habe ich eine bestimmte Länge an farbigem Licht. Moment, Tobias. Das ist der Punkt, den ich bei Star Wars schon nicht mag. Warum endet das Laserschwert da, wo es endet? Warum geht dieser Strahl nicht endlos weiter, bis er irgendwann so ausfadet? Ja, beim Laserschwert ist das Quatsch, aber bei einem Schuss ist es ja durchaus nachvollziehbar. Ja, weil irgendeine mechanische Abschottung ist. Das ist mir
Da bin ich einverstanden. Ja, und so ähnlich ist es bei Licht auch. Nur wenn du halt eine kontinuierliche Lichtquelle hast, hast du halt auch kontinuierliche Strahlen. Also die hören nicht auf. Die haben halt in dem Sinne keinen Anfang und kein Ende. Der Anfang ist halt die Lichtquelle. Das Ende ist das Objekt, auf was es trifft. Aber ich habe schon wieder drei Fragen, aber ja. So, und dieses Licht wird ja permanent sozusagen nachgeliefert. Ja, von der Sonne jetzt zum Beispiel genau. In dem Fall, ja. So, und das ist halt, wie gesagt, wenn wir jetzt diese Teilchendiskussion mal weglassen, ist das halt eine Lichtwelle, die stattfindet. Und zwar eine, wie heißt es? Moment. Eine Transversalwelle. Was ist eine Transversalwelle? Eine Transversalwelle ist genau das, was eine Welle auf dem Meer beispielsweise ist. Also etwas, was rauf und runter schwingt. Mhm. Ja? Dieses Rauf und Runterschwingen kann aber in einem dreidimensionalen Raum auch nach links und rechts geschehen. Zeitgleich. Stell dir das so vor wie eine Schraubenbewegung. Mhm. Ja, so dass eine und dieselbe Welle, also sie bewegt sich vorwärts, aber sie dreht sich wie eine Schraube. Mhm. Immer also so wie eine in Schraube, alle Richtungen, die ich an eine Wand schraube, nur von der Seite der Wand betrachtet. Ja, könnte man so sagen. Mhm. So, das ist jetzt die Polarisation. Beziehungsweise in dem Fall, wenn es eine komplette Transversalwelle ist, die in alle Richtungen schwingt, ist das Licht nicht polarisiert, weil es keine konkrete Richtung aufweist, weil es in alle Richtungen gleichzeitig schwingt. Quasi dreidimensional in alle Richtungen, ja. Okay. Ja. So, wenn ich jetzt eine Möglichkeit habe, einen Teil dieser Schwingung zu begrenzen, sodass das Licht beispielsweise nur noch, oder dass diese Welle, bleiben wir mal allgemein bei der Welle, nur noch nach oben und unten schwingt, aber nicht mehr nach links und rechts. Ja, dann habe ich es polarisiert auf eine bestimmte Richtung. Okay, verstehe ich. Aber wie macht man das jetzt zum Beispiel? Also hast du da ein konkretes Beispiel, was ich nachvollziehen kann? Es gibt hier das Beispiel, das finde ich tatsächlich ganz anschaulich. Stell dir vor, du hast ein Gummiband, was an einer Bohrmaschine festgemacht ist. Okay. Vorne drin. So, du schaltest jetzt diese Bohrmaschine ein, dann dreht sich das Gummiband ja im Kreis. Und wird ungefähr in der Mitte, also mit der anderen Seite ist das Gummiband irgendwo an der Wand befestigt, und ungefähr in der Mitte dieses Gummibandes also wird das ja einen sehr großen Ausschlag haben. Mhm. Ja, es wird also breiter. Wenn ich jetzt zwei Stäbe nehme. Also du hast dir das wirklich durchgelesen und dachtest, das ist anschaulich? Ja. Okay. Ein besseres Beispiel habe ich dafür nicht. Wenn ich jetzt zwei Stäbe nehme und die von oben und unten an dieses Gummiband ranlege, es nicht einquetsche, sondern nur immer näher zusammenbringe, dann ist vor diesen zwei Stäben, also zwischen Bohrmaschine und den zwei Stäben, weiterhin ein Ausschlag in alle Richtungen. Ich habe sozusagen nur diesen Knubbel in der Mitte ein bisschen nach vorne geschoben dadurch. Aber dahinter, weil ich jetzt oben und unten begrenzt habe, dahinter schwingt das Gummiband nur noch nach links und rechts und nicht mehr nach oben und unten. Weil die Bewegung nach oben und unten nicht mehr übertragen werden kann. Weil die beiden Stäbe das blockieren. Ich verstehe das, aber hast du jetzt auch noch ein vernünftiges Beispiel mit wirklichem Licht? Weil das ja ein Polfilter tut. Beispiele so, Ja, aber das ist ja genau das, was ein Polfilter tut. Ich habe, also, okay, dann müssen wir anders anfangen. In dem Moment, wo Licht auf eine Oberfläche trifft und reflektiert wird, wird es automatisch teilweise polarisiert. Weil die Reflexion nur dann stattfindet, wenn die Polarisationsrichtung des Lichtes senkrecht zu der Reflexionsfläche ist. Siehst du diesen blanken Gesichtsausdruck? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also, okay. Eine Sinuswelle, kannst du dir vorstellen? Eine was? Eine Sinuswelle. Was ist eine Sinuswelle? Na, also so eine Welle, die rauf und runter geht, immer gleichmäßig. Okay, aber die ist nicht dreidimensional, sondern sie geht nur rauf und runter. Sie geht nur rauf und runter, also, damit wir es jetzt einfacher wie machen. Wie ein Seil, was ich so rauf und runter schlage. Genau, okay, zum Beispiel. Das kann ich mir so vorstellen, ja. Ich hätte dieses Seil, was du rauf und runter schlägst, bleiben wir dabei, das ist ganz schön. Mhm. An einer bestimmten Stelle dieser Kurve ist das Seil senkrecht zu der Wand, an der es befestigt ist. Nämlich entweder ganz unten oder ganz oben auf so einem Kamm. Was? Was, Tobias? Okay. Boah, ich weiß eh nicht, wie das sinnvoll erklärt werden kann. Zumindest nicht ohne es zu zeichnen. Wo ist jetzt das Seil befestigt und wo ist jetzt ein Kamm hergekommen? Also stell dir vor, dieses Seil ist steif in seiner Kurve. Okay, also wir haben quasi auf das Seil jetzt gerade, keine Ahnung, Zuckerwasser gegossen. Ja. Oder Haarspray. Und ich habe jetzt diese Kurve und irgendwo endet das Seil in der Wand.
Und ich nehme jetzt ein kleines Spielzeugauto und fahre mit diesem Auto über dieses Seil. Mhm. Dann gibt es zwei Punkte, an denen das Auto gerade steht. Mhm. Und zwar ganz oben auf so einem Kamm. Mhm. Und ganz unten. Und ganz unten. Ja. Und das sind die beiden Momente, in denen die Welle senkrecht zur Wand steht. Jetzt weiß ich, was du sagen möchtest. Ganz im Ernst, das war mir vorher wirklich nicht klar. Ja, aber das ist so blöd zu beschreiben. Ja, das stimmt. Aber jetzt hast du es gut beschrieben. Ja? Okay. Und das heißt auch an allen anderen Stellen, wenn das Auto weiterfährt, entweder nach unten oder nach oben, ist es immer irgendwie schräg zur Wand. Aber es ist auch nicht senkrecht, es ist waagerecht. Ganz unten und ganz oben ist es doch waagerecht. Ja, das Auto ist waagerecht, aber aus Richtung der Wand steht das Auto senkrecht auf der Wand. Kein Wunder, dass ich das nicht verstanden habe. Wir haben uns ja jetzt darauf geeinigt. Es geht um die Wand, weil die Wand gleich unsere Reflexionsfläche wird. Ja, also es gibt halt zwei Punkte, in denen die Lichtwelle oder die Welle parallel, nicht parallel, senkrecht zu der Reflexionsfläche stehen kann. Alle anderen Hochkant. Teile der Welle sind halt immer so ein bisschen schräg. Mhm. Ne? So, und nur diese senkrechten Bereiche, das sind die, die reflektiert werden. Wenn jetzt Licht auf eine reflektierende Oberfläche trifft. Also nur da, wo das Auto gerade steht, das kommt überhaupt bei mir an. Den genau. Rest der Welle sehe ich nicht. Genau. Okay. Und das ist ja der Grund, warum eine Glasscheibe reflektiert, aber du trotzdem gleichzeitig noch durch sie hindurchsehen kannst. Weil ja nur ein kleiner Teil des Lichtes, nämlich nur diese Teile der Welle, überhaupt reflektiert werden. Also im Sinne von, ich sehe die Glasscheibe, aber ich sehe auch die Reflexion. Genau. Mhm. Und du siehst auch, was hinter der Glasscheibe ist. Ja. Also jetzt gerade, wenn ich hier durchs Fenster gucke, ich sehe eine Reflexion von dem Biorb, ich sehe aber auch das Nachbarhaus. Mhm, ja. Ne, also ich kann ja beides sehen. Und die Reflexion vom Biorb ist ja deutlich schwächer als das Nachbarhaus. Mhm. Weil nur ein geringer Teil der Lichtwelle reflektiert wird. Mhm. So, und der Teil, der reflektiert wird, ist eben der halt von der Welle gesprochen, senkrecht auf der Reflexionsoberfläche steht. Mhm. So, dadurch, dass das jetzt nur ein kleiner Teil der Welle ist, kann ich mit einem Polarisationsfilter, ich kann jetzt wirklich beim besten Willen nicht erklären, wie der aufgebaut ist. Also, ich habe es mir jetzt gerade nochmal durchgelesen, aber ich kann das, ohne es zu zeichnen, wirklich nicht erklären. Schade. Es ist halt einfach eine Folie, beziehungsweise ein Element, was ein Teil der Lichtwelle wegschneiden kann. Also man sieht es nicht, aber meine Augenbraue ist hochgezogen. Ich könnte jetzt wieder ein Beispiel bringen. Weißt du, wie ein Gleichrichter funktioniert? Nein. Ich weiß nur, dass es Gleichrichter und Wechselrichter gibt. Ja. Weil AC, DC. Weißt du, was ein Gleichrichter tut? Zwei Stromstärken gleichschalten. Nee. Das war geraten. Nee, ich weiß nicht, was ein Gleichrichter tut, Tobias. Okay. Kannst du das mit Dingen aus meiner Lebensrealität oder Red Dead Redemption verbinden? Also, Wechselstrom. Das, ja. Was bei uns aus der Steckdose kommt. Was? Nix. Erzähl mal weiter. Und ich tue so, als wüsste ich das. Wechselt ja 50 Mal pro Sekunde. Wir haben ja 50 Hertz Spannung bei uns im Netz. Plus und Minuspol. Aha. So, und das kannst du dir wieder vorstellen wie jetzt so eine Welle. Das heißt, Pluspol ist oben, Minuspol ist unten. Und das passiert jetzt 50 Mal pro Sekunde. Können wir eigentlich auch in diesem Podcast mal über irgendwas reden, wo ich mir klug bei vorkomme? Wo ich Ahnung von habe. Wo ich mir nicht denke, mein Gott. Du wusstest nicht, dass Wechselstrom aus der Steckdose kommt. Also ich hätte gewusst, dass entweder Gleichstrom oder Wechselstrom aus der Steckdose kommt, aber nicht welcher. Also Wechselstrom in Deutschland, 50 Hertz Netz, das heißt 50 Mal pro Sekunde haben wir Plus, 50 Mal pro Sekunde haben wir Minus. Das wechselt halt immer hin und her. Ja? Merkt man, dass ich keinen Physikunterricht hatte? Ist auch egal, verstehst du, was ich sage? Nee, ehrlicherweise nicht. Also ich verstehe, was du sagst, aber ich verstehe. So, diesen Wechsel kannst du dir jetzt vorstellen wie so eine Welle. Ja. Ja? Und die ist halt so schnell, dass sie 50 mal oben, 50 mal unten ist in einer Sekunde. Okay. So, ein Gleichrichter beschneidet jetzt diese Welle, indem einfach der obere Teil und der untere Teil weggeschnitten wird und das Ganze zusammengequetscht wird, sodass das, was am Ende übrig bleibt, einfach nur noch ein gerader Strich ist. Wie? Mit verschiedensten Widerständen und verschiedensten elektronischen Komponenten. Warum? Damit du Gleichstrom bekommst. Warum? Weil du nicht mehr den Wechsel der Pole haben möchtest. Warum? Weil nicht alle elektronischen Geräte damit klarkommen. Warum? Und welche?
Und das ist der Grund, warum wir keine Kinder haben. Zum Beispiel eine LED. Eine LED braucht Gleichstrom. Wohingegen eine Glühbirne Wechselstrom braucht. Ich habe jetzt erst mal gelernt, dass das irgendwie Light Emitting Diode. Lichtemittierende Diode. Nicht imitierend, sondern erzeugend. Oder? Nee, imitierend ist eigentlich die offizielle Übersetzung. Ich habe auf jeden Fall jetzt erst gelernt, dass es das heißt, das wusste ich nicht. Ja, weil eine Diode ist erstmal nichts anderes als ein elektrisches Bauteil, was Strom nur in eine Richtung durchlässt. Man merkt, dass du Physik hattest und dass du da Spaß dran hattest. Ja, ging so, bis zur Oberstufe, dann wurde es ein bisschen absurd. Aber das war jetzt wahrscheinlich eher so Technik 8. Klasse. Ah, okay. Was denn? Ja, nix. Ich sag ja, Physik hatte ich nicht wirklich. Ja, also auf jeden Fall, es gibt Bauteile, weil die halt so eine Welle... Weil die Lehrer krank waren. Und wir ein Jahr lang keinen Lehrer für den Unterricht hatten. Können wir jetzt beim Thema bleiben? Ich möchte nur entschuldigen, warum ich solche riesigen Wissenslücken habe. Okay. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich da nicht die Einzige bin. Ich stehe auch zu meinen Wissenslücken. Ja. Also, ich muss auch sagen, dass mich das nicht interessiert. Können wir einfach etablieren, dass es Bauteile gibt, die so eine Welle platt drücken und abschneiden, sodass am Ende keine Welle mehr da ist. Ja, wir waren ja auch eh nicht beim Strom, wir waren beim Polfilter. Aber wir sind schon wieder weiß Gott wo gelandet. Ja, aber das ist das Gleiche. Also im Endeffekt kannst du sagen, ist ein Polfilter eine Art Gleichrichter für eine Lichtwelle. Mein Gott. Nee, ich verstehe das überhaupt nicht. Aber ich habe mal gelernt, das ist auch ein Zeichen dafür, dass man intelligent ist. Dass man nicht dieses Klickerlebnis hat, dass du denkst, jo, jetzt habe ich es verstanden, sondern dass du denkst, was? Ja, das ist aber auch kompliziert. Also Licht an sich ist halt kompliziert. Nee, ich finde das nicht kompliziert, sondern ich kann akzeptieren, was du sagst, aber ich verstehe das nicht, weil ich das unnatürlich finde. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja so Sachen, die versteht man sofort, weil man denkt, jo, macht Sinn. Aber das ist was, ich finde, das macht keinen Sinn. Weil das ja nichts ist, was so deine Lebensrealität irgendwie ist, was du erfahren kannst oder so. Ja. Und du erzählst mir das und ich bin so, jo, okay, aber, und dann habe ich sofort 5 mehr Fragen im Kopf, als ich Antworten darauf bekommen habe und das erzeugt so ein Ich-verstehe-es-nicht-Gefühl. Die Erklärung ist halt im Endeffekt, dadurch, dass Licht, was von einer Oberfläche reflektiert wird, bereits teilpolarisiert ist und die Welle nicht mehr vollständig ist, kann ich mit einem weiteren Bauteil, mit einem Polarisationsfilter, diesen Teil der Lichtreflexion noch zusätzlich wegschneiden und dann bleibt die Reflexion sozusagen nicht mehr übrig. Also mit genug Sonnenbrillen kriege ich Reflexionen weg. So in der Richtung. Ja, nur wenn das Glas polarisiert ist. Ja, ja, es sind natürlich also polarisierte Sonnenbrillen. Ja, ja. Und der Punkt ist halt, das ist winkelabhängig. Das ist eigentlich das Allerwichtigste dabei zu verstehen. Das funktioniert nämlich nur, das funktioniert am besten, wenn die Reflexion ungefähr 30 bis 40 Grad Reflexionswinkel von der Fläche aufweist, von der sie reflektiert wird. Heißt also, wenn ich eine... Bleiben wir mal beim Fotobeispiel. Ich will jetzt einen Polfilter benutzen, um eine Reflexion auf dem Aquarium wegzufiltern. Wenn das, was ich in der Reflexion sehe, direkt neben der Kamera stehen würde oder direkt hinter der Kamera, also der Winkel, also Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel. Klassische Physik bei Lichtstrahlen. Ja? Ist soweit bekannt. Das ist auch dir bekannt, komm. Das ist auch mir bekannt, weil ich finde, das ist etwas, was man ja auch erfahren kann. Im Sinne von, wenn ich vor einem Spiegel stehe und ich bewege mich, sehe ich mich immer noch. Genau. Weil der Winkel, wie ich reingucke, dem Winkel entspricht, wie es da wieder rauskommt. Ja, wenn ich also über der Kamera, also Kamera ist jetzt meine Basis, wenn jetzt 10 cm über der Kamera eine Lichtquelle ist, die auf das Aquarium scheint, dann habe ich da vielleicht, weiß ich, 10, 15 Grad Winkel zur Scheibe. Das heißt, in weiteren 15 Grad kommt auch raus. Und das wäre jetzt etwas, was für einen Polfilter nicht gut funktioniert. Weil am besten funktioniert eben etwas zwischen 30 und 40 Grad. Das heißt, entweder muss ich meine Lichtquelle versetzen oder ich muss meine Kamera versetzen oder meinen Blickwinkel verändern, um auf diese 30, 40 Grad zu kommen, damit der Polfilter möglichst effizient funktioniert und die Reflexion wirklich komplett entfernt. Und da kommen wir nämlich bereits zu dem Punkt, den ich halt so problematisch finde dabei. Ich möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ganz kurz und wahrscheinlich physikalisch ganz falsch, aber ein Polfilter beschneidet ein gewisses Stück der Lichtwelle, was reflektiert wird, sodass man die Reflexion von einem Gegenstand dann nicht mehr sieht. Ja. Aber auch nein. Nein, das ist eigentlich schon korrekt. Die eigentlich richtigere Beschreibung wäre, ein Polfilter beschneidet einen Teil der Lichtwelle. Punkt. Weil eine Reflexion ohnehin schon nur einen kleinen Teil der ursprünglichen Lichtwelle enthält,
wird dieser kleine Teil vom Polfilter dann komplett entfernt. Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Ja, weil du dann wieder fragst, warum? Das stimmt. Ich habe es auch immer noch nicht verstanden. Und dann kommen halt in die Probleme, dass sie halt Lichtwellen offenbar nicht gut erklären kann. Ja, zugegebenermaßen sind wir da aber auch schon in Teilen der Physik, die wirklich kompliziert sind. Ja. Ne? Vor allem, weil, wie du schon richtig sagst, eben immer noch nicht ganz geklärt ist oder man halt annehmen muss, dass Licht beides ist, sowohl Teilchenstrom als auch Welle, was halt ansonsten nirgendwo sonst vorkommt. Ja. Und das ist halt dann nochmal problematischer, sich das vorzustellen. Und da komme ich auch direkt wieder zu Schrödingers Katze. Und auch das ist jetzt garantiert nicht so korrekt, wie es sein könnte, weil ich das, wie gesagt, nur durch schnelles Googeln einmal zusammengefasst habe. Aber es geht nicht um ein geisteswissenschaftliches Experiment, so wie du das gerade dargestellt hast, sondern es geht um eines aus der Elementarphysik. Also im Sinne von, warte, ich sag dir jetzt genau was. Ich glaube, es sind Elektroden, also aus der Quantenmechanik. Da geht es darum, um herauszufinden, ob ein Atomkern zerfallen ist oder nicht. Und okay, das kann man aber teilweise manchmal nicht sagen, sondern nur durch Messungen herausfinden. Man kann dann auch sagen, ob er zerfallen wird oder nicht. Mhm. Aber es gibt Zustände davon, wo beides gleich wahrscheinlich ist und man das noch nicht weiß. Und das war der Grund für Schrödingers Katze, um das etwas leichter verständlich zu machen. Also wie jetzt zum Beispiel dein Beispiel mit dem Seil. Ja. Ein Gleichnis, ich bitte dich, wer bist du denn, Jesus? Siehst aus wie Jesus, wa? Mit den langen Haaren. Aqua Jesus. Du musst direkt wieder blockiert werden jetzt. Naja, nee. Jedenfalls geht es dann darum, das etwas begreiflicher zu machen. Also wie jetzt dein Beispiel mit dem Seil, nur dass man eine Katze genommen hat und die Katze ist in einem Container und in dem Container ist, in dem Fall war das jetzt irgendwas mit Chemikalien oder Radioaktivität oder so, wo man weiß, es wird zu 50% ausgelöst werden. Das heißt, wenn wir noch nicht in diese Kiste geguckt haben, wissen wir nicht, ob diese tödliche Falle ausgelöst hat und ob die Katze jetzt lebendig oder tot ist, wissen wir erst, wenn wir die Kiste aufmachen. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass die Katze gleichzeitig tot und lebendig ist, sondern dass es einen Zeitpunkt gibt, wo beides gleich wahrscheinlich ist. Okay. Aber eine Katze kann ja, wie wir wissen, nur tot oder nur lebendig sein. Aber das gilt für diese Quantenmechanik-Teilchen. Ich gucke gerade einmal, welches Teilchen das denn jetzt genau ist. Das steht doch hier garantiert irgendwo. Das regt mich ja schon wieder auf, dass ich es nicht finde. Dass das auf jeden Fall nicht so ist. Meine Güte. Das ist auf jeden Fall deutlich komplizierter als das, was du mir eben vorgelesen hast. Da geht es übrigens auch um Wellen. Und um den Wellenteilchen-Dualismus. Ja, ja, das sind alles, das ist schon gut komplex, wenn du da weiter rein willst. Nee, also noch genauer kann ich das wirklich nicht beschreiben. Ja, ist ja auch egal. Quantentheorie war jetzt nicht so mein Ding, wenn ich noch nicht mal Basic-Physik-Sachen drauf habe. Ja. Will ich mich auch nicht so darstellen, als hätte ich da Ahnung von. Offensichtlich nämlich nicht. Ja, und mit der Reflexion ist es halt auch. Also, wie gesagt, ein Polfilter hat schon seinen Zweck, aber dadurch, dass er halt so abhängig ist, sowohl von der Lichtquelle als auch vom Einfallswinkel der Lichtquelle, macht es halt ganz häufig mehr Sinn, einfach sich mit der Lichtquelle zu beschäftigen, statt zu versuchen, das mit einem zusätzlichen Gerät irgendwie rauszufiltern. Gerade wenn ich halt ein Setup habe, wo ich ja das Licht kontrollieren kann, wie rund um ein Aquarium. Also mit der Sonne wäre es halt noch was anderes. Die kann ich halt schwer kontrollieren. So, da macht ein Polfilter ein bisschen Sinn. Ja, eine Sonne kannst du sehr leicht kontrollieren, weil die ist abends nämlich weg. Ja, aber dann kann ich halt auch das Gebäude nicht mehr fotografieren, was dann im Dunkeln steht. Okay, du bist wieder bei Architektur, ich verstehe. Ist ja egal bei was. Also irgendein Landschaftsfoto, wo halt vielleicht auch eine Wasserfläche ist, wo ich dann den Polfilter benutzen will, um das zu machen. Ein Polfilter halt auch, dadurch, dass ich ja Teile der Welle beschneide, kann ich einen Polfilter auch benutzen, um beispielsweise bestimmte Farben zu forcieren. Also was ein Polfilter zum Beispiel tut, das siehst du auch bei den Sonnenbrillen immer, er macht den Himmel dunkler. Er macht blau dunkler. Zugegebenermaßen ist das aber auch eine Funktion einer Sonnenbrille. Nein, eine Sonnenbrille macht alles gleichermaßen dunkler. Das ist beim Polfilter nicht der Fall. Ein Polfilter macht vornehmlich blau dunkler. Frag mich jetzt nicht, wahrscheinlich, weil das einen größeren Einfluss auf die Welle hat als andere Farben. Nee, macht auch Sinn, weil sehr kurzwelliges Licht. Ich finde das immer so schön, weil man dir im Gesicht ansieht, dass du gerade so einen Aha-Moment hast. Und der kam nämlich gerade. Ja, weil es ist ja sehr... Ach, wahrscheinlich, weil das irgendwo auf der Welle ist. So, klick, man sah dir das so richtig an.
Es war so, wie wenn Nero einen Gedanken hat. So, so sah das aus. Nee, aber ne, also macht ja Sinn, weil es ja sehr kurzwelliges Licht ist und das bedeutet, die Ausschläge sind ja viel häufiger als bei langwelligem Licht. Ja, und das erklärst du mir jetzt nochmal so, dass ich es verstehe? Weil ich nicht in deinem Kopf lebe. Für mich macht das keinen Sinn. Wellenlänge des Lichts? Ja, also, ja, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Kannst du das nochmal so zusammenfassen, dass ich das wieder verstehe? Weil ich als jemand, den das gar nicht interessiert, habe das alles wieder vergessen. Warte. Nee, du darfst mir nichts zeigen. Wir haben hier einen Podcast. Du musst das so erklären, dass auch ein Zuhörer oder eine Zuhörerin das versteht. Ja, ich will nur die Zahlen einmal wissen. Genau. Also, das sichtbare Lichtspektrum für den Menschen erstreckt sich von, was haben wir hier? Ja, wahrscheinlich so ungefähr 400 bis ungefähr 700 Nanometer. Aha. Nanometer, weißt du, was das ist? Nein. Eine sehr kurze Maßeinheit. Sehr viel kleiner als Millimeter. Also ich kann mir das denken, weil es sind Meter und wir rechnen ja in unserem wunderschönen metrischen System immer kleiner und größer. Also ich glaube, es sind Zentimeter, Mikrometer. Ich glaube, dann kommt sogar schon Millimeter. Nanometer. Also Dezimeter. Millimeter, Mikrometer. Kilometer. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall Wellenlänge des Lichts. Und das beschreibt da genau das. Also wie groß ist der Abstand zwischen zwei Ausschlägen auf der Welle? Okay, also mir wird gerade erst bewusst, dass du das messen kannst mit unserem metrischen System. Wenn du einen winzig kleinen Zollstock hättest, könntest du eine Lichtwelle messen. Ja. Und wenn du gleichzeitig dann diese Welle auch sehen würdest. Ja gut, aber mit einem Prisma kann ich das ja sichtbar machen. Korrekt. Da kommen wir nämlich gleich zu einem der Beispiele für einen Polfilter beispielsweise. Weil damit kann man einen Regenbogen vollständig verschwinden lassen. Das klingt aber schade. Man kann ihn auch im Vergleich zum restlichen Himmel hervorheben. Ich muss jetzt aber auch sagen, das ist mein Bigfoot-Moment gewesen. Das hat mich diese Woche richtig traurig gemacht. Es gibt ja diese Brillen für Leute, die eine Farbsehschwäche haben, sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, wie man das vernünftig ausdrückt, weil ich Gott sei Dank so funktionierende Augen habe, dass ich Farben komplett sehen kann. Also ich habe eine normale Sicht, aber es gibt ja Leute, die grün und rot nicht unterscheiden können oder andere Sachen nicht unterscheiden können, beziehungsweise nicht sehen können. Und es gibt Firmen, die damit werben, dass sie durch eine sehr, sehr, sehr teure Brille, also die Brillen bewegen sich so im Spektrum von ungefähr 500 Euro, dass sie jemanden mit einer Farbblindheit davon heilen können, in Anführungszeichen, und der dann normale Farben sieht. Und da gibt es so ganz viele traurige, dramatische Videos im Internet, die ich mir eigentlich immer gerne angeguckt habe. Und dann habe ich jetzt ein Video gesehen, dass das einfach fake ist. Ja, Spoiler, funktioniert nicht. Es funktioniert nicht und das macht mich richtig traurig. Und für dich war das so völlig logisch, dass das nicht funktioniert. Für mich war das nicht logisch. Aber das hat mich sehr traurig gemacht. Ich glaube, du wolltest aber darauf hinaus, wie dann jemand, der diese Schwäche hat, einen Regenbogen sieht. Ja, das war auch traurig. Weil ich wollte da halt gar nicht drauf hinaus. Okay, aber weil er sieht halt nur 2 bis 3 Farben dann und alles andere sind halt so Shades of Braun, Rot, ja, aber das, da kommen wir jetzt wieder in diese Diskussion, die wir ja schon mal hatten, wo wir festgestellt haben, dass du Dinge vor deinen Augen sehen kannst und ich nicht. Und du sagst mir auch manchmal, dass du das für mich schade findest, aber ich weiß ja nicht, was ich verpasse. Also für mich ist das nicht schade, weil ich es nicht anders kenne. Und jemand, der eine Rot-Grün-Schwäche beispielsweise hat, der kommt ja klar. Der hat ja keine, in Anführungszeichen, Nachteile dadurch, außer dass er vielleicht nicht Pilot werden kann. Aber du weißt ja nicht, was du verpasst. Das ist ja was anderes, wenn du irgendwie sehen konntest und dann hast du dein Augenlicht verloren oder so. Das stelle ich mir durchaus schwierig vor. Aber wenn du das ja gar nicht anders kennst und für dich Rot und Grün halt immer diese ein und dieselbe für uns braune Farbe war, ja, dann ist das einfach so. Du hast ja keine Ahnung, wie rot aussieht. Ja. Sollst du es wissen oder wie grün aussieht oder so, ne? Und dementsprechend den Gedanken hatte ich dabei überhaupt nicht. Aber für mich als jemand, der das anders wahrnimmt, war das natürlich schade, Vergleichsfotos zu sehen, wie jemand mit einer beispielsweise Rot-Grün-Schwäche das dann sehen würde. Mhm. Weil das für mich natürlich sehr traurig ist. Aber es würde die Person ja wahrscheinlich anders sehen. Mhm. Ja, zurück zur Wellenlänge. Ja. Also du kannst halt den Abstand zwischen zwei so Hubbeln von so einer Welle halt messen. Und das ist die sogenannte Wellenlänge. Und da haben wir halt, wie gesagt, im Bereich 400 bis ungefähr 700 Nanometer. So ganz grob ist also das. Also von da, wo das Auto oben steht und da, wo das Auto unten steht auf der Welle, sind es 400 Nanometer. Nee, quasi. Von oben bis oben. Okay. Das ist eine komplette Welle dann, okay, die gemessen ja, wird. Ja, macht Sinn. Ja. Das wäre dann halbe Welle nur gewesen. Und, ne, also eine Halbwellenlänge. Wir fangen ja an mit Blau-Violett. Auf dem Spektrum ganz links, das ist eben so bei um den 400 Nanometern und rot ganz rechts, das sind so 700 Nanometer. Mhm. Heißt also, die rote Welle ist deutlich länger als die blaue Welle. Mhm. Ja?
Und das erklärt eigentlich relativ gut, warum der Pullfilter halt auf Blau viel stärker reagiert als auf Rot. Das blaue Seil ist quasi lockiger als das rote Seil. Genau. Und dadurch sind auch häufiger auf ein bestimmtes, also auf eine bestimmte Länge der Welle gesehen, häufiger diese Ausschläge da, die der Pullfilter halt angreifen kann. Was der Grund ist, warum der Himmel blau ist? Das sind, glaube ich, wieder besondere Lichtbrechungen in der Atmosphäre durch die Zusammensetzung der verschiedenen Gase. Mm, okay. Ich glaube, da geht es viel um Stickstoff. Mm. Aber ja, Sauerstoff ist so verschwindend gering in unserer Luft. Das ist eigentlich faszinierend, oder? Ja, Sauerstoff, was haben wir für Anteile? Irgendwie 6-7% oder so? Ich glaube, es sind sogar nur 4, wenig. Wie wir tausend Sachen hier aufmachen, die wir alle googeln müssen. Warte. Du googelst das jetzt. Zusammensetzung Luft. Ich glaube, 70% sind Stickstoff. 78 sogar. 20%, 21 fast. 20,94%. Okay. Ja, 4% sind CO2. Nee, 0,4% sind CO2. Nein. Nicht? 0,04%. Okay. Genau, und Argon haben wir noch, knapp 1%. Kurze Wellenlänge, häufigere Ausschläge werden halt stärker angegriffen von einem Polfilter, der diese Ausschläge wegfiltert. Weil auf die gleiche Länge der Lichtwelle bezogen das häufiger vorkommt. Verständlich? Das funktioniert also quasi genau umgekehrt wie Wasser. Weil Wasser würde ja zuerst Rot wegfiltern. Es tut mir auch leid, aber so arbeitet mein Kopf. Mein Kopf muss das vergleichen. Ja, das Problem ist, wenn du halt Dinge vergleichst, die nichts miteinander zu tun haben. Es tut mir auch leid. Immer wenn ich sowas sage, Tobis Gesicht, das wird so richtig so blank. Der ist so, ach nein. Nicht schon wieder. Absorption von Wasser, hat das was mit der Wellenlänge zu tun? Hat muss es auf jeden Fall. Eigentlich, ja. Da bin ich mir sicher. Aber weil rot ist das Dürfste, was du da anziehen kannst. Siehst du nämlich nicht mehr. Ja, ich glaube, das geht dann aber eher um Energiereichtum. Weil dadurch, dass die Welle ja kleiner ist und häufigere Ausschläge hat, ist sie auch energiereicher. Logisch. Wer weiß das nicht? Findest du das nicht logisch? Nein, gar nicht. Also wenn du dir vorstellst, ein Meter Lichtwelle, der jetzt bei Blau ja viel, viel, viel mehr Hubbel hat. Ich komme jetzt zurück in meine Lebensrealität. Ich habe ja schon erzählt, dass ich Haare ziemlich gut finde und dass das der Grund ist, warum du deine Haare lang hast. Und das ist so, wie wenn du sehr kleine, gewellte Locken hast und dann duschen gehst, dann hast du sehr lange Haare. Und wenn du nur so leichte Wellen hast, dann hast du nicht so lange Haare. So in der Richtung? Nee, bleib mal bei diesem Seilbeispiel, dieses Sportseil, ja, ja, wo du stehst und das so schlackern musst. Ja. Wenn du das einmal langsam schlackerst, kostet dich das deutlich weniger Kraft, als wenn du in der gleichen Zeit da ganz schnell rauf und runter haust. Ja, das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor. Ja, das heißt, die Welle, die du da erzeugst, hat viel mehr Energie, die du da reinbringst, weil sie kürzer ist, weil sie häufiger auftaucht, als die lange Welle. Ja, okay, ich verstehe, was du sagen willst. Gut, so. Und ich glaube, darum geht's ja nicht. Mein Problem ist immer, dass das ja quasi gleich lang ist und dass ich dann da über andere Dinge nachdenke, als ich es eigentlich sollte. Weil du hast ja auch sehr viel mehr Licht dann quasi in der Nee, es, in ist der nicht, Welle. Es ist nicht mehr Licht, es ist halt energiereicheres Licht. Aber es muss doch auch mehr sein. Dazu müssten wir uns jetzt vermutlich den Teilchenstrom angucken. Es tut mir auch leid, Tobi. Aber das ist für mich alles so unintuitiv. Es gibt halt so viele Facetten davon. Es gibt halt nicht die eine Erklärung, die sagt so, fertig. Ja, ich habe immer das Gefühl, du nimmst das so auf und denkst du dann so, ja, so ist das. Und dann ist das für dich logisch. Weißt du, was ich meine? Und ich denke mir immer so, gar nicht aber unbedingt, warum? Aber, wie? Gar nicht so sehr. Aber ich glaube, da ist was hängen geblieben, was wir damals in Chemie relativ früh gelernt haben. Du lernst ja in Chemie irgendwann das Teilchenmodell der Atomkerne. Ja. Also du hast halt ein Proton in der Mitte und da drumherum gibt es so verschiedene Schalen, in denen die Elektronen kreisen. Mhm. Und Neutronen gibt es auch noch. Ja. Mhm. Und irgendwann lernst du dann, dass dieses Modell völlig falsch ist und überhaupt nicht der Realität entspricht, sondern einfach nur eine möglichst simple Darstellung ist, um halt erstmal ein Verständnis zu schaffen, ich glaub, was dort überhaupt gekommen. Passiert. Und dann lernst du nämlich später irgendwann, dass dieses Schalenmodell völliger Quatsch ist und tatsächlich eher ein Wolkenmodell benutzt werden müsste, weil diese Elektronen sich halt nicht auf geraden Bahnen um den Kern bewegen, sondern an verschiedenen Punkten zu verschiedenen Wahrscheinlichkeiten auftauchen können. So wie Planeten um die Erde, die das ja auch nicht in festen, also in so Ellipsenbahnen und so weiter machen, so?
Ja, eine Planetenbahn ist ja perfekt berechenbar. Da gibt es auch keinerlei Ungenauigkeiten. Sie ist halt nur nicht rund, sie ist halt ellipsenförmig. Okay, also es geht darum, dass sie quasi wild da umherschwirren und nicht genau, auf der Genau, aber es gibt Bereiche, in denen sie häufiger auftauchen als andere. Okay. Sodass das halt am Ende, wenn man das mit so einem Punktdiagramm aufzeichnen würde, gäbe es halt Wolken, in denen die Elektronen häufiger vorkommen und andere Bereiche, in denen sie nicht so häufig vorkommen. Und das ist halt das eigentlich richtige Modell. Aber das wird halt vorher in den unteren Klassen nicht gelehrt, weil das halt viel zu kompliziert ist, weil du dir damit halt diese Grundzusammenhänge zwischen Proton und Elektron gar nicht vorstellen könntest, wenn man damit einsteigt. Man das muss heißt, aber auch sagen, wir sind alt, wir haben auch noch gelernt, dass es auf der Zunge verschiedene Bereiche gibt, wo man Geschmack schmeckt. Ja, stimmt. Und das stimmt überhaupt nicht. Das ist absoluter Schwachsinn. Guck, das wusste ich wieder nicht. Ja, aber das ist doch auch logisch. Tell me more. Ja, aber ne, das war dann immer so, ich weiß nicht, wie ihr das in der Schule gemacht habt, aber dann sollte man sich irgendwas auf die Zunge legen und sagen, wo man das schmeckt. Ja. Aber wenn du deine Zungenspitze nimmst, du kannst auf deiner Zungenspitze doch schon alles schmecken. Das sollte dir doch schon sagen, dass das Schwachsinn ist. Ich fand das immer schon sehr, 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 sehr weird, dass man das so gelehrt hat, wo ich mir dachte so, hä? Also wenn du jetzt deine Zungenspitze nimmst und du tippst die auf deinen Finger, wo Zitronensäure drauf ist, schmeckst du, es ist sauer. Wenn du da Zucker drauf hast, schmeckst du, es ist süß. Wenn du was Bitteres da drauf machst, würdest du bitter schmecken. Das schmeckst du ja alles vorne schon. Okay. Und nicht erst hinten, oder? Würdest du mir doch zustimmen? Boah, weiß ich nicht. Ja, hab ich noch nie bewusst drauf geachtet oder ja, völlig. Das so explizit getestet. Völlig. Also das ist absoluter Schwachsinn. Keine Ahnung, warum man das so gelehrt hat. Man hat das halt so geglaubt. Hm. Ist aber nicht so. Okay. Vor allen Dingen, du kriegst ja auch kein Update, wenn du aus der Schule raus bist, was jetzt noch so ist und was nicht. Ja, ja. Weil ich war noch auf dem Stand, das ist halt in so einem Kern und ist auf so runden Bahnen. Also das Wolkending war mir jetzt neu. Ja, aber der Punkt ist, dass das Schalenmodell trotzdem weiter gelehrt wird. Es ist nicht... Nein, ich weiß, was du sagen willst. Es ist, es zwar ist nicht zwar falsch, physikalisch aber korrekt, aber es ist ein gutes Anschauen. Genau. Also wie dein Seilbeispiel beispielsweise. Genau. Und deshalb wird das trotzdem benutzt. Und wie sind wir jetzt zu diesem Thema gekommen? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, Tobias. Wir waren immer noch beim Polfilter und wir waren jetzt gerade bei Wellenlängen. Ja. Boah, weiß ich nicht mehr. Und du wolltest erzählen, wie der Polfilter funktioniert und wir waren beim Regenbogen, den man da wegmacht. Also wir waren, glaube ich, immer noch bei dem beim energiereicheren Licht und so. Ja, genau. Aber ja. Ich glaube, der Ausgang war, dass man mit einem Polfilter den Regenbogen wegmachen kann. Ja, also eigentlich wollte ich erstmal sagen, warum der Polfilter stärker auf Blau reagiert und warum halt du halt mit einem Polfilter den blauen Himmel abdunkeln kannst. Und der zweite Effekt mit einem Polfilter wäre nämlich, dass du Blattgrün mit einem Polfilter intensivieren kannst, weil der blaue Anteil des von Blättern reflektierenden Lichts dann weggefiltert wird. Das sind so die beiden Hauptanwendungsfälle für Polfilter in der Farbfotografie. Und ansonsten gäbe es dann eben, wie gesagt, diesen Punkt, dass du damit halt Reflektionen entfernst. Wie funktioniert das jetzt auf einer Sonnenbrille? Exakt genauso. Wo, also, ich verstehe die Frage nicht. Ich habe es einfach immer noch nicht verstanden und erwarte, dass du mir das besser erklärst, sodass ich denke, aha. Also der einzige Unterschied zwischen der Sonnenbrille und dem Polfilter, den du vor die Kamera packst, ist halt, den Polfilter vor der Kamera kannst du drehen. Und je nachdem, wie du den drehst, veränderst du den Bereich der Welle, den du wegschneidest. Also wenn ich die Sonnenbrille jetzt schräg aufsetzen würde, würde das was verändern? Genau. Wenn du eine polarisierte Sonnenbrille aufhast und den Kopf so neigst, nach links und rechts, dann wird der Himmel dunkler und heller. Und eine Reflexion auf einer Scheibe vor dir wird stärker oder weniger stark. Ich würde das jetzt ausprobieren, wenn ich jetzt schon die Sonne am Untergehen wäre. Apropos Service Announcement, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, wenn ihr den pünktlich hört, dieses Wochenende wird die Uhr umgestellt. Stimmt, Sonntag. Sonntagnacht ja. Von 2 Uhr auf 3 Uhr. Ja, Sonntag der wievielte? 30. 31. 31. Sonntag, den 31. ist Uhrumstellung, genau. Ja. Ich will, glaube ich, keine einzige Uhr mehr haben, die das nicht automatisch machen würde. Ja, doch, die Küchenuhr, die du immer nicht wegschmeißen darfst, weil ich die seit 15 oder 20 Jahren in meinem Leben mitschleppe und die so wunderschön finde. Ja, aber da ist auch seit Jahren keine Batterie mehr drin. Ne? Das ist wohl korrekt. Also ist auch egal, wie wir die einstellen. Die nur als Dekoobjekt da hängt. Das ist das einzige nutzlose Dekoobjekt hier. Ich merke das dann immer an den Aquarien, wenn die eine Stunde später oder eine Stunde früher angehen. Mhm. Weil deren Zeitschaltuhren sich tatsächlich nicht umstellen. Ja. Egal. Also. Sonnenbrille, Polfilter. Ja, Polfilter. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist halt, wie gesagt, ein Polfilter ist sehr stark abhängig von seiner Umgebung. Vom Winkel der Lichtquelle, vom Winkel der Kamera,
vom Winkel der Reflexionsfläche. Und oft, nicht immer, aber oft ist es leichter, sich einfach mit der Umgebung zu beschäftigen und Dinge abzudunkeln oder Lichtquellen umzustellen, den Winkel der Kamera zu verändern, als mit einem Polfilter zu arbeiten. Das ist zumindest meine Praxiserfahrung damit. Draußen in der Landschaft ist das was anderes, weil da hast du halt keinen Einfluss auf den Winkel der Sonne, es sei denn, war das halt 3 Stunden, was du vielleicht nicht kannst. Aber in einem Setup, wo ich das Licht selber kontrollieren kann, da finde ich, ist es meistens leichter, auch genau das zu tun, nämlich das Licht selber kontrollieren und nicht zu versuchen, die Auswirkungen von Licht mit einem Filter wieder zu entfernen. Okay, dann würde ich sagen, werden wir das Thema Polfilter jetzt abschließen und zu, wie kontrolliere ich das Licht übergehen? Und ich hoffe, ihr seid nicht genauso unbefriedigt, wie ich jetzt da rausgegangen. Weil ich das Gefühl habe, wir haben jetzt eine Stunde darüber geredet. Guck mal auf deine Uhr, wie viel es wirklich ist. Weißt du nicht, weil wir zwischendurch Pause gemacht haben, als du geguckt hast, ne? Aber wir haben jetzt eine Stunde darüber gesprochen. Ich habe genauso viel Wissen wie vorher, weil ich nichts verstanden habe. Boah, ich hoffe auch, dass das vielleicht irgendjemand in den Kommentaren in so 2 Sätzen voll gut prägnant zusammenfassen kann und ich mir das dann merken kann und dann auch mal so eine prägnante Zusammenfassung dafür habe. Also falls das jemand in den Kommentaren mit 2 Sätzen zusammenfassen kann, werden wir das nächste Folge sehr deutlich, vielleicht im Chor, aufsagen. Weil da habe ich großen Respekt davor. Ja, das mit dem Lichtkontrollieren habe ich am Anfang ja schon gesagt. Halt alles dunkel machen, gucken, dass halt nichts hinter dir steht, gucken, dass du selber nichts reflektierst. Ja, aber das ist immer so, Klamotten. Mach alles dunkel. Wie mache ich denn alles dunkel? Was sind denn Möglichkeiten? Ja, erstmal warten, bis Nacht ist. Genau, warten, bis es Nacht ist, ist schon mal das Einfachste. Dann, was auch noch gut funktioniert, meiner Meinung nach, ist sowas wie Decken oder Bettwäsche oder sowas nehmen. Was man zum Beispiel über sich selber auf der Kamera machen kann. Ich finde es übrigens schön, dass du eben dieses Beispiel hattest, von wegen bei Red Dead Redemption, der Fotograf, der sich dieses Tuch über den Kopf macht. Weil in meinem Kopf war völlig klar, das macht er, um besser sehen zu können. Und das ist jetzt so richtig Kind meiner Zeit so ungefähr, weil so eine Kamera ja ein Display hat. Aber natürlich hat so eine Kamera kein Display gehabt. Da habe ich noch nie in meinem ganzen Leben drüber nachgedacht. Ja, der hat durch den Sucher durchgeguckt, aber trotzdem. Für mich war das so absolut klar, dass der besser durch den Sucher gucken kann und nicht, dass der weg ist und dass es nicht reflektiert. Also, wie sollte ich auf diese Idee kommen? Tatsächlich ist das aber ehrlich gesagt eine ziemlich gute Idee, wie du das mit dem Aquarium auf einen Schlag gelöst kriegst. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so eine kluge Idee. Wirklich, weil du brauchst doch wirklich nur irgendwie ein schwarzes Handtuch, was du dir über den Kopf hängst. Genau, ja, du wirst aber halt auch über das Aquarium hängst, das ist der Punkt. Du hängst es über das Aquarium und dich und die Kamera. Sodass dann wieder aus Sicht des Aquariums, das ist halt immer der Trick dabei. Stell dir immer die Dinge vor aus Sicht von dem, was du fotografierst. Sodass aus Sicht des Aquariums alles schwarz ist. Und dazu muss ich ja nicht den gesamten Raum schwarz machen, sondern es reicht ja, wenn ich einen kleinen abgesteckten Bereich vor dem Aquarium schwarz mache, der aber so breit sein muss, dass aus Sicht des Aquariums links und rechts und oben und unten alles schwarz ist. Ja, im Sinne von, ich lege irgendwie ein Handtuch auf das Aquarium, weil ich das Foto ja am Ende sowieso beschneide beispielsweise, ne? Also ich lege ein Handtuch da drüber, das kann ja nicht ins Aquarium rein, also das kann mir ja nicht im Aquarium irgendwie die Sicht versauen. Genau, es liegt halt oben auf der Lampe auf. Ja, selbst also, oder auf der Abdeckung genau. Oder whatever. Ne? Und dann könnte ich quasi da, wo ich stehe, eine Art Duschvorhang hinhängen oder eine Art Duschvorhang aus dem Handtuch oder einem Stück Pappe oder so bauen. Wo ich quasi meine Kamera nur durch so ein kleines Loch durchstecke. Nein. Ist schon viel, viel zu kompliziert. Du stellst dich mit der Kamera vor dein Aquarium. Jetzt nimmst du dir ein großes Bettlaken und schmeißt das über dich und das Aquarium. Fertig. Das war so logisch, dass ich da im Leben nicht drauf gekommen wäre. Weil wenn da ja schon ein Handtuch oder so drauf ist, was quasi das Aquarium wegmacht, dann brauche ich ja wirklich nur noch irgendwie eine große Bettdecke. Du brauchst auch kein extra Handtuch. Ja, ich hätte das Aquarium jetzt so nach hinten abgedichtet, aber das ist ja eigentlich nicht nötig. Nö, ist es nicht. Ja, man könnte ja auch noch mit 2 oder 3 Decken arbeiten, wenn die Decke nicht groß genug ist, aber eigentlich recht, ja. Weil ich kann ja dann nicht mehr reflektieren. Weil hinter mir kein Licht ist. Genau. Das einzige Problem, was dann noch auftauchen könnte, wäre, wenn du jetzt ein weißes T-Shirt trägst. Weil dann stehst du ja trotzdem mit dem weißen T-Shirt unter dieser schwarzen Abdeckung. Aber das Licht vom Aquarium selber würde ja dann auf dein weißes T-Shirt fallen und das würde dann trotzdem reflektieren. Okay, also wenn mein Gesicht noch reflektiert, dann muss ich sowas wie eine Skimaske tragen. Ja, oder halt, wie gesagt, das Ganze mit Selbstauslöser machen, dass du selber gar nicht unter dem Ding drunter stehst. Ja, weiß ich nicht. Da habe ich so wenig Kontrolle gefühlt, wenn ich dann noch ein Handtuch drüber mache.
Das ist sehr clever. Also gibt dir Optionen. Gibt dir Optionen, auch mit einer großen Kamera einfach tethered die Fotos aufzunehmen. Das heißt, die Kamera ist halt mit dem Kabel an den Rechner angeschlossen und du kontrollierst die Kamera über den Rechner. Oh, ja, aber ich sag mal so, das sollte jetzt idealerweise was sein, was jemand auch mit einem Handy nachmachen kann. Ja, aber gerade ganz im Ernst mit dem Handy. Nimmst du ein Stativ, packst das Handy davor, machst 10 Sekunden Selbstauslöser, schmeißt die Decke drüber, fertig. Ja, oder man macht direkt ein Video, das ist sogar noch einfacher und schneidet dann ein Standbild raus. Boah, ich weiß ja, ob später da Sachen rausschneiden nicht aufwendiger ist, als wenn ich da 2-3 Mal diese Decke rauf und runter mache. Tobi, ich will es nicht fies sein, aber wenn du so ein Handy hast, drückst du auf 2 Knöpfe und du hast einen Screenshot. Das krieg selbst ich hin. Das kriegt sogar meine Mama hin. Screenshot hat ja auch eine weit geringere Qualität als das voll aufgelöste Foto, was du machen würdest. Ja, natürlich, aber mein Plan war jetzt, es relativ einfach zu machen für sowas wie Fotowettbewerbe, wo man ein kleines aufgelöstes Foto nur braucht. Ja, okay. Lob mich für meinen Übergang. Willst du da jetzt also direkt schon weitermachen? Nee, wir können auch noch einen Moment darüber reden, weil du hast ja jetzt gesagt, es gibt die Option, die es auch gibt und die meiner Meinung nach für kleine Geschichten schon ausreichend ist. Es gibt so Silikonhauben quasi, die man vorne auf eine Kamera draufstecken kann. Mhm. Das sieht aus wie so ein wabbeliger Topfdeckel. Mhm. Das steckt man einfach vorne auf die Kamera drauf und dann kann man relativ nah ins Aquarium drangehen und macht so einen... Ja, es sieht halt quasi aus, als hätte die Kamera vorne eine Art Topf drauf und dann drückt man den an die Scheibe. Wie so ein riesiger Saugnapf sozusagen. Wie so ein riesiger Saugnapf, mhm, genau. Das hast du gut gesagt. Das wäre natürlich eine Option, aber das geht auch wirklich nur für sehr kleine Aquarien oder wenn man im Aquarium so eine Makroaufnahme von irgendwas machen möchte. Ja. Das funktioniert nicht für das Ganze. Aber mein Gedanke war, wenn ich mir jetzt aber ein großes Stück Pappe kaufe und das ziemlich genau so über die Kamera stecke oder über mein Handy stecke quasi, dass nur die Kamera vorne rausguckt und nicht so ein großes, weiß ich nicht, DIN A 6 oder so ist das, glaube ich, dann, ne? DIN A 6 wäre sehr klein. DIN A 2. So ein großes Stück Pappe halt habe, dann habe ich ja auch schon relativ viel Raum verdeckt. Das könnte für ein normal großes Aquarium, ich sag mal so 60, 80 Zentimeter, ja eventuell schon reichen. Ja, also es hängt halt stark davon ab, wie weit du dann trotzdem noch vom Aquarium wegstehst. Also mit welcher Brennweite du am Ende fotografierst. Mhm. Für einen 60er kann ich es mir vorstellen, beim 80er vielleicht schon nicht mehr. Gehen wir wieder von meinem Handybeispiel aus, weil ich glaube, dass mehr Leute mit dem Handy fotografieren als mit einer großen Kamera. Wenn ich da eine große Pappe drum halte, das könnte schon funktionieren, oder? Ja. Dass ich gar nicht mehr arbeiten muss mit irgendwie, weiß ich nicht, Bettdecken. Ja, ja, kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Ich finde, du solltest mal so ein DIY-Video dazu machen, wo du genau sowas machst. Nur so Lösungen, die du im Haushalt hast. Ich habe sowas auf meinem Fotografiekanal tatsächlich alles schon gemacht. Das ist ja das schön, dass das drauf, irgendwo auf deinem Fotografiekanal also diese vergammelt. Videos existieren in der Theorie. Mhm. aber ja, ich habe ja das, genau, da war glaube ich auch noch einer der Kommentare jetzt tatsächlich dabei, dass halt dieses, wie fotografiere ich mit dem Handy das Aquarium-Video. Ich habe das jetzt auch schon angefangen, das durchzuplanen. Also welche einzelnen Kapitel da reinkommen. Das wird schon lang werden. Also ich rechne damit, dass das so 3/4 Stunde gehen wird. Ja, weil es halt schon viele Aspekte gibt, die man da bedenken kann. Und ich will eigentlich keinen Mehrteil daraus machen. Ja, du brauchst halt nur anständige Kapitelmarken. Ja, das ist ja gar kein Problem. Ich will nur sagen, ich habe mir da halt schon Gedanken gemacht und das Thema Reflexion zum Beispiel wäre halt auch ein so ein Ding, wo man da natürlich guckt. Gibt es auch einen Untertitel Polfilter? Ja, könnte man eventuell machen, wobei ich sagen muss, ich habe auch gar keinen mehr. Ich müsste mir erstmal wieder einen besorgen, dann um den vorzuführen. Und dann fürs Handy ist es eh so ein bisschen, weiß nicht. Also wie gesagt, ich bin kein großer Freund von Polfiltern. Ich habe die selber selten benutzt, immer nur für Landschaftsfotos, wenn überhaupt. Weiß ich nicht. Fand ich immer ein bisschen overhyped für das, was sie tun. Also falls ich das Krokodil irgendwann sehen möchte, Polfilter. Ja, Sonnenbrille. Vernünftig. Sonnenbrille. Hat das auch Nachteile? Es ist etwas dunkler. Also wenn ich jetzt, gehen wir jetzt von Fotografie aus, nicht von Sonnenbrille. Bei Sonnenbrille ist mir wurscht, da will ich es ja eh abdunkeln. Aber wenn du einen Polfilter auf eine Kamera packst, dann dunkelt der Polfilter das gesamte Bild ein wenig ab. Das bedeutet für die Kamera, du brauchst halt eventuell einen etwas höheren ISO-Wert oder eine etwas längere Belichtungszeit oder sowas. Ja, andere Nachteile? Du hast halt eine leichte Verschiebung in den Sättigungen, weil halt Blau beispielsweise ein bisschen schwächer gesättigt wird, Grün wird ein bisschen stärker gesättigt. Es ist also nicht mehr eine vollkommen neutrale Aufnahme. Okay. Falls man die haben möchte. Die meisten wollen die sowieso nicht haben. Gut, dann lassen wir das Thema hinter uns. Für wie vermeide ich Reflexionen, haben wir jetzt schon gesagt. Das sollte ganz schwarz sein, idealerweise. Ja. Ein Lichtzelt wäre auch eine Option.
Ja, klar, nur dann, also das muss man natürlich erstmal aufbauen, dann muss das Objekt, was du fotografieren willst, überhaupt erstmal reinpassen und du musst es halt sauber gleichmäßig beleuchten von außen. Also wir haben tatsächlich auch ein Lichtzelt bei uns und ich habe das, glaube ich, noch nie benutzt, beziehungsweise einmal benutzt vor x Jahren mittlerweile, weil ich Produktfotos machen wollte. Aber ansonsten wird dann auch von anderen lieber sowas benutzt wie eine Kiste, so eine Styroporkiste oder so, weil dieses Aufbauen einfach so ätzend ist. Ja, und das Problem, die meisten, also wenn du ein gutes Lichtzelt haben willst, dann ist das erstens ziemlich teuer und zweitens halt auch im Handling gar nicht so einfach, weil das Problem bei diesen einfachen Lichtzelten ist, das ist ja im Endeffekt so ein ja, dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ein Lichtzelt könnt ihr euch vorstellen wie ein Zelt. Und das ist einfach weiß. Ja. Das war's. Wie so ein Klappzelt, ein kleines. Aber das Problem daran ist halt, du hast immer irgendwo Kanten. Genau. Ne, du hast halt innen drin so ein Gestänge oder irgendwelche Kanten oder so. Und diese Kanten siehst du halt hinterher trotzdem. Selbst wenn ich alles gleichmäßig weiß beleuchte und selbst wenn ich überstrahlen lasse, irgendwo siehst du trotzdem einen Lichtabfall hin zu einer Kante. Und das ist halt ein Problem. Und das hast du beispielsweise in einer Styroporkiste nicht. Da hast du nämlich kein Gestänge oder so, da hast du überall eine gleichmäßige Oberfläche. Und ganz häufig sind ja diese Styroboxen von innen sogar so, dass du gar keine Kante hast, sondern dass alles schon abgerundet ist. Mhm. Und das ist halt perfekt, weil dann siehst du keine Kante. Deshalb machst du auch diese Hohlkehle, wenn du so einen weißen Hintergrund machst. Und der Aufbau ist auch viel leichter, weil die existiert und du stellst sie einfach nur hin. Ja, und das halt, so ein Lichtzelt ist immer so ein bisschen doof. Also das muss halt schon wirklich Gutes sein, was da von innen nochmal separat abgehangen wird mit weißen Tüchern, damit du halt nirgendwo eine Kante hast vom Übergang her. Und dann, ja. Also das ist so kompliziert und ätzend im Aufbau, dass ich das niemandem empfehlen würde. Ja. Ich meine, wir hatten das Thema ja zum Beispiel schon mal mit einem Gimbal, ob wir sagen würden, dass wir einen Gimbal empfehlen. Und wir haben beide unabhängig voneinander gesagt, dass wir keinen Gimbal empfehlen würden, weil das einfach auch so wahnsinnig umständlich ist und dass so ein, unserer Meinung nach, und das können jetzt Leute anders sehen, dass das eine Spielerei ist, die man ein, zweimal benutzt und dann ist es aber so umständlich im Umgang und erreicht nicht so viel, wie man das nicht auch mit einem Stabilisator erreichen könnte, dass wir beide unabhängig voneinander das nicht benutzen. Und so würde ich das nämlich mit so einem Lichtzelt auch sagen. Das ist so aufwendig und das Ergebnis ist so, man muss so viel Arbeit da reinstecken für ein Ergebnis, was man auch anders hinkriegen kann und einfacher hinkriegen kann, dass ich beides nicht empfehlen würde. Das ist so ein bisschen wie, ich habe ja in dem Schrank hinter dir hab ich mir so ein Fach eingerichtet, wo alle meine Ladegeräte für Akkus angeschlossen sind. Ja, genau, das und Akkufach. Ich lasse halt meine Kamera-Akkus in dem Ladegerät drin. Das ist normalerweise No-Go für Akkus. Wenn ein Akku geladen ist, musst du ihn rausnehmen. Weil ansonsten entlädt er sich in dem Ladegerät wieder und die Ladung wird aber nicht aufgefangen, weil das Ladegerät das nicht registriert. Und am Ende hast du einen Akku, der halt vielleicht nur, keine Ahnung, 80% oder 90% geladen ist, statt der 100%, wenn ich ihn sofort rausgenommen hätte. Ja, das ist natürlich ein Problem, wenn ein Akku nur 80% geladen ist. Und es verkürzt die Lebenszeit, weil der Akku die ganze Zeit eine höhere Temperatur hat und so weiter und so fort. Es gibt eigentlich nur Nachteile davon. Aber zu wissen, dass ich an diesen Schrank gehen kann und da steckt ein Akku in diesem Ladegerät und dieser Akku ist ausreichend voll. Dieses Wissen und diese Sicherheit ist mir einfach viel mehr wert als die Lebensdauer dieses scheiß Akkus. Ja, das ist so eine gewisse Convenience. Also, ne, das ist ein sehr persönliches Thema. Da muss jeder gucken, wie er das macht. Es gibt bestimmt auch Leute, die ein Lichtzelt irgendwie stehen lassen oder die sich gerne so viel Aufwand machen, für die das super funktioniert. Ich bin auch eher auf der faulen Seite. Für mich funktioniert das nicht. Ich würde mir irgendwo eine Pappe hinlegen, wo ich mein Handy durchstecke. Eine Pappe kann ich schön hinter den Schrank stellen, dass sie nicht irgendwie rumnervt. Dann stecke ich mein Handy da rein, mache das Foto, pack das Ding wieder weg. Weil sonst benutze ich es nicht. Ich würde es sonst einfach nicht machen. Der Workflow muss für dich halt passen. Genau. Und wenn ich bei mir jetzt halt erst jedes Mal, bevor ich einen neuen Akku brauche, checken muss, okay, wann habe ich den jetzt geladen? Ist er jetzt wirklich voll? Muss ich da jetzt nochmal was gucken? Und dann packe ich ihn rein, dann merke ich, scheiße, war leer, weil ich nicht dran gedacht habe. So ist es so, ich komme nach Hause, alle meine Akkus landen alle in diesen Ladegeräten. Und sobald ich dann irgendwie wieder los muss, greife ich mir irgendeinen davon und weiß, er ist voll. Das ist einfach ein für mich besser funktionierender Workflow, selbst wenn ich damit riskiere, dass meine Akkus eine nicht so lange Lebensdauer haben. Ja, deshalb, also für mich wäre eine Lösung wie Bettdecke drüber schmeißen nämlich auch besser als Lichtzelt aufbauen. Ja. Andere Optionen? Viel mehr bleiben da eigentlich nicht, ne? Viel mehr bleiben da eigentlich nicht. Licht komplett blocken, Licht teilweise blocken oder Licht ordentlich draufknallen? Ja gut, das ist also man muss natürlich jetzt auch sagen, das ist auch so ein bisschen abhängig vom Aquarium selbst, weil das Meerwasserbecken da, dem uns beispielsweise, hat eine schwarze Rückwand. Schwarze Rückwand reflektiert alles, weil wir haben ja jetzt bereits etabliert, eine Reflexion muss hell sein, damit sie zu sehen ist.
Auf einer schwarzen Rückwand ist alles hell, was im Raum steht. Völlig egal, ob es weiß ist oder grau oder grün oder dunkelblau. Selbst das würde ich sehen in der Reflexion einer schwarzen Rückwand. Ja, also habe ich eine weiße Rückwand. Gib ihm. Genau. Habe ich eine weiße Rückwand, habe ich viel, 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 viel weniger Reflexion, weil ich erstmal etwas finden muss, was überhaupt heller ist als diese weiße Rückwand. Und wenn ich dann die Rückwand sogar noch aktiv beleuchte, habe ich eigentlich keine Reflexion mehr. Sprich, ich brauche einfach für sämtliche Aquarieneinrichtungen einen Lightscreen. Das würde mein Problem lösen. Ja, in der Theorie schon. Muss ich nur noch meinen Chef überzeugen. In der Theorie schon. Ja. Also das ist halt so dieses Verständnis von Reflexion. Es geht halt immer um Helligkeitsunterschiede am Ende. Selbstbräuner würde mein Problem also auch lösen. Sehr viel Selbstbräuner. Sehr viel Selbstbräuner. Sehr viel Selbstbräuner. Nee, aber das ist also, im Grunde ist es in der Praxis meistens gar nicht so kompliziert. Man muss halt nur auf die richtige Idee kommen, wie man es dann zum Beispiel umsetzt. Die Bettdecke, die man da einfach drüber schmeißt. Ja, ich weiß zum Beispiel noch, dass ich früher bei den Food-Fotografie-Workshops war das immer so ganz anschaulich. Du hast ja dann, und verstehe mich nicht falsch, ich kann das total nachvollziehen, wenn ich die Möglichkeiten dazu gehabt hätte, hätte ich das auch so gemacht. Da kommen wir zu einem meiner fotografischen Vorbilder, Engländer, Carl Taylor. Absolute Ikone, was Produktfotografie angeht. Der hat aber halt ein Studio, was, keine Ahnung, ist wahrscheinlich so groß wie ein Fußballfeld. Also wirklich eine absurd riesige Halle, die der da hat. Und dann fotografiert er halt so Sachen wie so Parfümfläschchen und irgendwie so Getränkeflaschen und Zeugs alles. Und fährt dafür halt Softboxen und Blitze und Light Modifier auf, die halt so 4 Meter hoch sind. Weil es was bringt. Das funktioniert. Das macht einen fantastischen Effekt. Aber das ist natürlich etwas, was du halt überhaupt nicht umsetzen kannst zu Hause. Es geht einfach nicht. So, was aber geht ist, das habe ich dann nämlich in meinen Workshops immer gemacht, statt das alles zu machen, fängst du einfach an, auf sehr kurzer Distanz mit ganz, ganz, ganz einfachen Reflektoren zu arbeiten, beispielsweise mit einem Stück Styropor. Ja, oder einfach mit kleinen Alufolien, Stück Styropor. Das weiß ich genau. Noch. Das ist immer oder so eine kleine Alufolie. Alufolie. Richtig. Und die hast du dann ausgeschnitten, so Streichholzschächtelchen groß und hast die irgendwo hingestellt. Genau, und die steht dann halt nur so 5 Zentimeter neben dem Objekt, was es bescheiden soll. Klar ist das so ein bisschen fummeliger im Aufbau, aber ich kann es halt mit Haushaltssachen machen und brauche halt nicht eine 20.000-Euro-Softbox mit einem 10.000-Euro-Blitz dahinter. Wie mache ich das dann beim Aquarium? Also Foodfotografie gut und schön, aber... Ja, da wäre das, was du da machst, ja gar nicht relevant. Da ging es ja darum, dass ich halt Licht nochmal zusätzlich reinreflektiere. Für ein Aquarium würdest du sagen, pack halt eine zweite Lampe drüber. Das ist dann quasi sowas wie auf dem einen Aquarium, was wir mal gesehen haben, was diese kleine quasi Schatzhöhle hatte. Das hatte so einen dunklen Bereich, wie so eine Zenote. Mhm. Jetzt müssten wir aber erklären, was eine Zenote ist. Wie quasi eine Höhle, die aber ein Loch in der Decke hat, wo Sonnenlicht reinstrahlt. Mhm. Und das hatte dieses Aquarium unter Wasser. Das hatte einen dunklen Bereich, der sehr abgeschattet war mit Holz und Steinen. Aber da drin kam ein Strahl Sonne, also Aquariumlicht an. Und das sah so richtig aus wie, da ist jetzt ein Schatz. Man hätte so eine kleine Schatzkiste da hinstellen können. Das war ein schöner Effekt einfach. Weil sowas musst du mit einer extra Lichtquelle dann erzeugen. Genau, ja. Und es wird ja auch häufig gemacht, gerade für so Final Shots, dass du, weil das ja auch einen Einfluss auf den Look des Aquariums hat, wir sind es ja gewohnt, dass das Aquarium, also wir sehen ein Aquarium mit einer Lichtquelle gerade von oben. Ja. Aber das ist ja nicht das, wie wir normalerweise eine Landschaft in der Natur wahrnehmen. Das stimmt. Weil also ja, wenn wir genau zur Mittagszeit da stehen, dann okay. Das ist der Grund, warum die Fotos zur Mittagszeit immer so hässlich sind. So langweilig sind, genau, weil du halt kaum Schattenwürfe hast und dadurch auch kaum Kontraste. Und das passiert im Aquarium auch. Und es bringt tatsächlich viel, gerade für so einen Final Shot, wenn du nochmal so einen bestimmten Wow-Effekt für so ein Aquarium haben willst, wenn du nicht nur von oben beleuchtest, sondern noch mit einer zweiten Lampe schräg von oben von vorne kommst. Das macht man bei Filmen übrigens auch. Also dieser Kinolook, den Filme haben, ist, weil die mit 2 Lichtquellen aus 2 Richtungen arbeiten. Ja, das ist ja ganz grundsätzlich häufig so. Ja, aber du sagst das jetzt so und dir ist das klar. Mir als normalen Menschen ist das Licht klar. Wichtig ist vor allem halt auch eine... Also eine Lichtquelle im Hintergrund und eine schräg von der Seite. Ja, wenn du jetzt mit dem Hintergrund-Ding kommst, dann ist es meistens sogar so, dass sie mit dass sie 3 Punkte... Genau, 1 vorne, 1 hinten und 1 schräg von der Seite. Genau. Es wäre jetzt fürs Aquarium so nicht nötig. Aber wie du schon sagst, ist es sehr sinnvoll, das nochmal von schräg irgendwo anders reinzuscheinen. Genau.
Das beleuchtet nochmal Bereiche, die von oben nicht beleuchtet werden. Richtig. Und es ändert aber auch Schattenwürfe. Mhm. Und zwar auf eine Art, die uns halt natürlicher vorkommt. Weil wir sehen in der Natur eigentlich selten Schatten, die halt gerade nach unten zeigen. Vor allem, weil wir da meistens den Schatten gar nicht sehen, weil da dann schmaler wird. Sondern ein Schatten bewegt sich ja immer irgendwo in eine Richtung. So, ne? Und das sehen wir im Aquarium ja gar nicht. Ja, man würde es sehen, wenn man darauf achten würde. Ja, aber der Schatten geht ja nur nach unten. Ach so, du willst sagen, dass man die, also in der Natur beobachtet man, wie sich Schatten drehen, so funktioniert eine Sonnenuhr und so weiter. Genau. Aber im Aquarium nicht, weil die Lichtquelle gleich bleibt. Verstehe. Mhm. Und deshalb wirkt ein Aquarium halt auch immer auf eine gewisse Art und Weise künstlich im Vergleich zu einem Landschaftsfoto. Mhm, okay. Weil du hast halt immer etwas andere Schattenwürfe, etwas andere Kontrast- und Lichtverhältnisse. Und ja, da macht es halt Sinn, wie gesagt, für einen feinen Shot dann nochmal mit Licht von vorne, beziehungsweise von schräg oben zu kommen, um dem Ganzen halt nochmal so ein besondereren Effekt zu verleihen. Also quasi mit einer Taschenlampe oben rechts nochmal reinleuchten. Nö, ich würde tatsächlich eher mit einer zweiten Aquariumlampe dahergehen und die halt nochmal von. Zeigst du das auch in deinem Video? Schräg halten. Jetzt ja. Ja. Wie du dich in dein Schicksal ergibst, ja. Ja, die Frage war immer noch, also da habe ich mich noch gar nicht dazu entschieden, ob ich das jetzt gerade so münzen soll auf, wir machen einen Final Shot oder wir machen ganz grundsätzlich nette Fotos von Aquarien. Ich finde nette Fotos von Aquarien gut, aber vielleicht mit einem Unterkapitel Final Shot. So in einem kurzen Kapitel abgehandelt, diesen kompletten, dieses komplette Konglomerat, was nochmal ein ganz anderer Workflow ist. Ja, da musst du wohl zwei Videos machen. Ja, wie gesagt, also ich würde es eigentlich lieber. Weil Final Shots ist ja schon was relevant ist auch. Das stimmt. Aber ich glaube, ich mache es dann trotzdem lieber in einem Video mit einzelnen Kapiteln, weil es halt so zusammengehörig ist. Wenn ich das auf mehrere Videos auftrenne, dann ist es wieder schwerer zu finden und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Machen wir dann, glaube ich, schon zusammen. Ja, ich wollte noch irgendwas fragen, aber ich habe vergessen, was. Mir fällt immer wieder auf, wie stark dieser Einfluss der Fotografie dann immer noch ist für jetzt die Aquaristik. Also ich hätte am Anfang, glaube ich, nicht erwartet, dass ich so viel aus meinen alten Workshops und so wirklich eins zu eins mitnehmen kann. Ja, aber das liegt ja auch daran, dass wir in einer Welt leben, wo wir Dinge ja häufig nicht mehr selber erleben, sondern über einen Bildschirm sehen. Zum Beispiel über YouTube, durch den Fernseher und so weiter. Über Social Media haben wir ja schon eine Folge gemacht. Mhm. Aber ganz viele Dinge wirst du in deinem Leben ja gar nicht erleben können, aber das Internet ermöglicht dir, dass du sie trotzdem siehst. Aber das halt ist ein zweidimensionales Medium. Du siehst es über ein Foto. Natürlich sind dann die Fotos oder auch Andenken oder so. Das ist alles zweidimensional. Natürlich ist das alles Fotografie. Ja, stimmt schon, ne? Weil auch Kamera jetzt mit Bewegtbild ist ja immer noch Fotografie. Beziehungsweise ja, das, was dahinter steht. Ne? Ja. Die Prinzipien sind ja die gleichen. Mhm. Ja. Das ist schon ein spannendes Thema. Mehr Zeit der Gründe, warum mir das so viel Spaß macht. Ich kann das wirklich gar nicht verstehen. Ich finde das einfach nur anstrengend. Und vor allen Dingen, das beantwortet weniger Fragen, als es aufwirft. Das ist so unbefriedigend. Ja, du fällst halt sehr schnell in dieses Loch der optischen Physik und so. Ja, und das ist echt anspruchsvoll. Stimmt. Ich habe das mit den Polfiltern immer noch nicht verstanden, aber ich werde da nicht nochmal nachfragen. Ich müsste nochmal gucken. Ich weiß nämlich, dass ich auch Videos über Polfilter gemacht habe auf dem anderen Kanal. Ich werde sie mir nicht angucken. Ich würde da nochmal reingucken und gucken, ob ich das da erklärt habe, wie das genau funktioniert. Oder ob ich einfach nur gesagt habe, das ist so. Wir sollten auch nicht mehr weiter über Polfilter reden. Wir waren beim Final Shot. Tobi, Wettbewerb. Die Aquascaping... Aquascaping Championship. Das ist doch gar nicht so schwer, das Wort. Ist es auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo das Problem war. Jedenfalls, die war ja letztes Jahr schon. Ja. 2023. Und ihr habt jetzt erst ausgelost. Ja. Hatte das Gründe? Ja, wir haben uns ja letztes Jahr dafür entschieden, weil das letztes Jahr so blöde war, weil wir da gesagt haben, wir wollen, glaube ich, im November oder im Dezember veröffentlichen. Und uns beiden dann aufgefallen ist, also Thomas und mir, dass November mit Black Friday und Dezember mit Weihnachtsgeschäft einfach die blödesten Zeiten sind, um noch irgendwelche weiteren Projekte nebenher zu machen. Das passt einfach zeitlich nicht. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir schieben das ins neue Jahr. Auch dann noch mit Januar, dass wir den auch noch komplett rauslassen, weil dann so nach Weihnachtsgeschäft, Leute kriegen ihr erstes Aquarium und so. Also da ging es hauptsächlich darum, sich ein bisschen Zeit frei zu schaufeln für den, sozusagen für den geschäftlichen Teil, der einfach um den Jahreswechsel massiv zunimmt.
damit wir da mehr Zeit zu haben. Also es würde eigentlich mehr Sinn machen, wenn ihr sagt, die Leute sollen den Final Shot quasi irgendwann bis März, April machen und ihr macht das dann im Sommer quasi. Es ist jetzt tatsächlich auch wieder die Überlegung gewesen, weil wir fanden es jetzt beide auch rückblickend blöde, dass man jetzt halt in 2024 hier sitzt und sagt, so, hier, Aquascaping Championship 2023 ist jetzt ausgelost. Ich hatte das ein paar Mal, als ich mir auf der Webseite die Fotos angeguckt habe, dass ich dachte, hä, wie 23? Wo ist denn jetzt der aktuelle? Ja, sind die Fotos noch gar nicht online? Fanden wir dann auch beide, ehrlich gesagt, ein bisschen blöde und deshalb werden wir das vermutlich beim nächsten Mal dann auch anders machen. Wir haben es jetzt noch nicht öffentlich auf der Website, aber es wird so sein, dass sozusagen 24 jetzt auch nichts stattfindet. Aber dann Anfang 25. Exakt. Dann ist irgendwie, also ist jetzt nicht final, was ich jetzt sage, nur jetzt so, damit ihr versteht, worauf das hinausläuft. Beispielsweise März Einsendeschluss und dann Juni, Juli Veröffentlichung der Ergebnisse. Irgendwie sowas. Mhm. Aber dass es zumindest wieder beides in einem Jahr ist, aber unabhängig vom Jahresendgeschäft, weil das einfach nicht machbar. Ja. Ja. Es ist auch ein bisschen ärgerlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also so sehr das ja einfach auch im Endeffekt, am Anfang ist es ja nur aus so einem reinen Spaßprojekt irgendwie geboren worden. Mittlerweile sehen wir das beide durchaus ein bisschen ernsthafter, weil ja auch die Nachfragen immer steigen. So, hey, wann findet wieder statt? Wann gibt es die Ergebnisse und so? Wir merken das ja auch, dass das Interesse danach steigt. Und vor allem auch, weil die Teilnehmerzahlen wieder zunehmen. Sie waren beim allerersten Mal waren sie am höchsten. Danach sind sie deutlich gefallen. Und seitdem steigen sie aber jedes Jahr auch wieder. Sag doch mal, was für Teilnehmerzahlen ihr hattet. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Dieses Jahr waren es etwas über 180 Einsendungen für Aquarium, wovon, ich glaube, 145 am Ende zugelassen wurden. Mhm. Und bei Wabikusa waren es 30 Einsendungen, wovon 25 zugelassen wurden. Mit zugelassen wurden meint das immer, Leute haben halt Bilder eingeschickt, die entweder, es tut mir leid, das sozusagen, die so schlecht waren, dass man da wirklich gar nichts drauf erkennen konnte. Also die Bildqualität war schlecht. Nicht das Aquarium, sondern die Bildqualität. Ja, oder halt auch, also wirklich sowas wie, es wurde ein gesamter Raum fotografiert und irgendwo hinten rechts in der Ecke stand das Aquarium. Mhm. Also es war halt unmöglich, das zu beurteilen. Oder die Auflösung war so schlecht oder Qualität war so schlecht. Es war alles stockdunkel, hatten wir auch alles, also quasi schwarze Bilder eingesendet, alle schon gesehen. Oder es wurde sich halt nicht an die Teilnahmebedingungen gehalten, gerade beim Wabikusa, weil wir beim Wabikusa die Auflage haben, es muss vor Weiß fotografiert sein, es muss Querformat sein. Das mit dem Querformat finde ich ehrlicherweise ein bisschen, also verstehe ich nicht, macht für mich keinen Sinn. Ja, es ist in dem Fall der Sinn, dass wir das halt für die Galerie später ein bisschen besser aufarbeiten können, damit das alles schön einheitlich aussieht. Und es ist halt auch kein Problem, ob ich es jetzt querformatig oder hochformatig fotografiere. Mhm. Also ich kann ja verstehen, dass man sagt, man sieht da keinen Sinn hinter, schön und gut, aber es ist auch gleichzeitig kein Problem, es zu tun. Ja, ja, so, ich ne? stimme dir zu. Und da ist halt einfach, wenn dann das Hochformat kommt, wo ich mir jedes Mal denke, so, ich habe jetzt echt überall auf diese Teilnahmebedingungen hingewiesen und ich habe das alles schon fett markiert und farbig markiert, auf was es zu achten gilt. Ich weiß dann manchmal auch nicht mehr so richtig, was ich noch tun soll, aber ja, so kommt dann diese Zahl auf jeden Fall zustande. Und beim allerersten Mal war es nämlich so, da hatten wir über 380 Einsendungen für Aquarium. Bei der allerersten ISC. Mhm. Und wie gesagt, dann war es so auf 100 runter ungefähr. Dann so 120 und jetzt, wie gesagt, so 180. Also es steigt wieder. Es ist halt so ein bisschen auch rückblickend ärgerlich, dass das einfach bisher nicht so konstant läuft, wie wir das gerne hätten. Ja, so weil im Sinne immer, von, es findet jedes Jahr dann und dann statt und dann und dann ist die Auslosung. Weil immer wieder kommt uns was dazwischen, was wir im Vorfeld nicht bedacht haben oder was auch jetzt vielleicht völlig außerhalb unseres Einflusses zum Teil liegt, aber trotzdem ist es einfach ärgerlich. Familienmitglieder zum Beispiel. Ja, das ist halt einfach manchmal ärgerlich. Verstehe ich. Aber so ist es jetzt halt. Ja, es wäre einfacher, wenn das eine Person alleine macht quasi oder ein übergeordneter Verein, bei dem man die Person wechseln kann. Das hängt ja jetzt sehr an dir und Thomas, weil das euer Ding ist und ihr das ja auch wirklich zusammen machen wollt. Und es ist auch der Plan, früher oder später das so in Anführungszeichen zu professionalisieren, dass wir beide dann nicht mehr aktiv in die Bewertung involviert sind, sondern nur noch die Organisation außenrum haben und ein separates Team an Jurymitgliedern die Bewertung übernimmt. Ja, verstehe. Das ist der Plan. Ob das jetzt nächstes Jahr schon stattfindet, keine Ahnung. Aber zumindest ist das der langfristige Plan dafür. Ja, nee, verstehe ich.
Also ich will damit auch nochmal deutlich machen, wir haben langfristige Pläne dafür. Das ist nicht so, als würde das jetzt irgendwie jedes Jahr auf der Kippe stehen oder so, weil ich glaube, dieser Eindruck entsteht manchmal auch. Gerade wenn dann mit so einer Siegerehrung oder wenn dann mit so einem Stream irgendwas nicht funktioniert, was natürlich dann auch den Eindruck erzeugen kann, das verstehe ich auch, dass man sich da irgendwie nicht richtig drum gekümmert hat oder nicht richtig vorbereitet hat, was ist halt leider echt nicht wahr dieses Mal. Es tut mir so leid, weil das auch ein Fehler war, an den ich überhaupt nicht gedacht hätte. Aber ja. Erzähl doch erstmal, was passiert ist, weil ich habe deinen Stream überhaupt nicht gesehen und vielleicht einige andere hier auch nicht. Der Ton war halt kacke. Und jetzt fang doch erstmal von vorne an. Also, du und Thomas, ihr habt diesen Wettbewerb, die Aquascaping Championship, ihr habt das quasi aus einem Spaß raus ins Leben gerufen und habt gesagt, warum machen wir nicht einen Wettbewerb, weil ihr euch geärgert habt, dass es wenig Wettbewerbe gab. Auch noch nicht mal. Ich glaube, wir haben ja im Podcast auch noch nie über die Aquascaping Championship gesprochen. Weiß nicht genau. Nee, ich glaube nicht. Also die Idee stammt ursprünglich von Thomas, weil er sagte, er würde gerne selber auch einen Wettbewerb austragen. Mhm. Da ging es, glaube ich, nicht darum, dass es zu wenig Wettbewerbe gibt oder so. Tatsächlich das war eine Frage. War das aber ursprünglich auch mal so ein bisschen auf wirklich nur Deutschland, was ja auch ein kontinuierliches Streitthema ist die ganze Zeit, weil sich zugegebenermaßen auch berechtigterweise das restliche deutschsprachige Ausland, vornehmlich Österreich, natürlich dann darüber beschwert sich, aber warum dürfen wir denn nicht mitmachen? Finde ich gar nicht. Ich finde es voll in Ordnung, wenn du sagst, das ist ein nationaler Wettbewerb. Ja, ne? Aber trotzdem, die Frage kommt jedes Jahr. Also ja, ist ja schön, dass wir alle drei Länder mit der Schweiz zusammen die gleiche Sprache sprechen, aber ansonsten sind wir sehr unterschiedliche Länder. Ja, naja. Auf jeden Fall, das war also der Ausgangspunkt. So, er wollte gerne einen Wettbewerb auch machen, auch einen Wettbewerb austragen und dann eben halt nur Deutschland. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, okay, dann machen wir das so einfach. 2018? Das ist schon lange her. Ich glaube auch 18. Mhm. Ja. Ja, dann habt ihr gesagt, wir machen einen Wettbewerb, schickt uns eure Fotos und dann habt ihr die ausgelost. Genau. Und erst dann fallen ja so diese ganzen auch zum Teil technischen Probleme auf, wie das Ganze dann halt sich nach und nach einfach weiterentwickeln muss. Weil am Anfang haben wir das so gemacht, da haben die Leute dann die Fotos per E-Mail eingesendet. So, was natürlich, also. Es ist ein logistischer Albtraum. Erstmal das. Es führt halt auch dazu, dass ganz viele Anforderungen dann zum Teil überlesen werden oder nicht bedacht werden oder so. Meinetwegen, wir haben dann gesagt, hier, wir brauchen Adressen, schreibt am besten noch dazu, irgendwie welche Pflanzen da drin sind. Ich weiß nicht mehr, was wir am Anfang alles abgefragt haben. Auf jeden Fall fehlte halt bei der Hälfte der E-Mail, fehlten die Hälfte der Informationen. Dann rennst du da hinterher, was natürlich auch alle Leute Zeit und Energie kostet. Und das alles lässt sich natürlich beheben, wenn man das halt über ein Webformular macht, wo du halt einfach sagst, Pflichtfeld. Wenn es nicht ausgefüllt ist, kannst du es nicht abschicken. Ja, das macht schon Sinn. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir bei Thomas waren, um das zu besprechen, wo ihr auch das Video gefilmt habt, von wegen, wer sind die Jurymitglieder, wie ist unser also unser Bewertungsbogen. Und ich glaube, wir haben gedacht, ja, klar, das geht ganz schnell und irgendwie nur so und so viele Stunden. Und wir waren den ganzen Tag bis ganz spät nachts da. Ja. Weil auch allein die Entwicklung des Bewertungsbogens ja ewig gedauert hat. Unendlich gedauert hat, ja. Das haben wir sozusagen live im Video gemacht. Aber dann halt erstmal zu verstehen, okay, was sind denn eigentlich so Kriterien, die man an so einem Aquarium bewerten möchte? Wie viel werden die gewichtet und warum? Genau, die Gewichtung war wahrscheinlich das größte Problem, zu entscheiden, was ist uns am wichtigsten und was ist aber auch gleichzeitig am vergleichbarsten. Ja, das ist gar nicht so ohne immer, ne? Mhm. Das war schon ganz interessant. Und da ist es ja mittlerweile dann so gewesen, dass für den The Art of the Implanted Aquarium letztes Jahr unser Bewertungsbogen als Basis genommen wurde. Bist du da stolz drauf? Ja, so ein bisschen schon. Weil das ist auch wieder so ein Punkt, selbst wenn das nur intern war, das ist ja nichts, was irgendwem irgendwie kommuniziert worden wäre, es wäre ja auch völlig egal gewesen. So, ne? Was interessiert mich jetzt als Teilnehmer, welcher Bewertungsbogen dem zugrunde liegt? Sag, warum ist er sowieso fertig? Kann ich jetzt eh nichts mehr dran ändern. Das zeigt halt schon, dass wir es zumindest geschafft haben, die ISC als in Anführungszeichen Marke oder als Institution so ein bisschen zu etablieren. Selbst wenn da immer noch ganz viel schief läuft und ganz viel spontan irgendwie umgeschmissen wird. Ja, man muss aber auch sagen, dass da aktuell einfach nur zwei Privatpersonen hinterstehen. Ja, also du hast ein Business mit deinem winzigen Shop und so, aber es sind im Grunde genommen noch zwei Privatpersonen, die das in ihrer Freizeit machen. Ja. Sag mal gucken, wie wir das noch ein bisschen ausgebaut kriegen. Dann. Was ist denn euer Bewertungsbogen aktuell und was hat denn der The Art of the Planted Aquarium übernommen? Weiß ich nicht. Also ich kann dir sagen, wie unser Bewertungsbogen jetzt aussieht. Was jetzt der The Art of the Planted Aquarium da übernommen und verändert hat, keine Ahnung. Schade, das hätte mich jetzt interessiert. Weiß ich nicht, müsstest du Aram fragen.
Ja, willst du jetzt die Kategorien einmal wissen oder was? Ja, ich dachte, hättest du mir jetzt gesagt. Eine ist auf jeden Fall Gesamteindruck und ich glaube, es gab auch noch erster Eindruck. Ja, das ist dann die Unterkategorie von und Gesamteindruck. Eins war auf jeden Fall noch, wie gut das Foto ist und eins ist noch Pflanzengesundheit. Also, es gibt insgesamt 100 Punkte. Das ist aufgeteilt auf 4 Oberkategorien. 55 Punkte, also knapp über die Hälfte, Gesamteindruck. 20 Punkte Kreativität, 20 Punkte Zustand und 5 Punkte Foto. Mhm. Und der Gesamteindruck, die 55 Punkte, spalten sich auf in 4 Unterkategorien. Mhm. Das ist erster Eindruck, 25 Punkte. Hardscape, 5 Punkte. Pflanzenwahl, 5 Punkte. Harmonie, 20 Punkte. Was ist Harmonie? Den Rest finde ich logisch. Das ersteindrückliche Zusammenspiel aller Elemente in dem Aquarium. Wirkt das gesamte Bild stimmig? Aber ehrlicherweise ist das erster Eindruck, oder? Nee, nicht unbedingt. Erster Eindruck kann ja auch sowas sein wie, boah, spektakuläres Hardscape und dann ist der Fokus sehr da drauf. Oder, boah, krass, diese eine rote Pflanze da in der Ecke, die sticht ja so richtig raus. Aber das bezieht den anderen Teil ja nicht unbedingt mit ein. Okay. Dann nächste Oberkategorie, Kreativität mit 20 Punkten. Da haben wir dann Idee des Layout 10 Punkte, Tiefenwirkung 5 Punkte und Umsetzung wieder 5 Punkte. Ja, logisch. Ja. Nächste Oberkategorie Zustand mit 20 Punkten, darunter Vitalität bzw. Trimmung der Pflanzen 10 Punkte, Sauberkeit 5 Punkte und Technik 5 Punkte. Und Technik 5 Punkte. Das sind die einfachsten 5 Punkte aller Zeiten. Genau, bedeutet, sichtbare Technik führt zu Punktabzug. Ja, also wer alle Technik rausgenommen hat, hat 5 Punkte. Ja. Und wenn noch ein Filter drin ist, der hat 0 Punkte. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Und das ist natürlich dann auch etwas, da machen wir ja absichtlich keine Vorgabe, weil das ja jedes Jurymitglied auch für sich beurteilen muss. Und das ist ja beispielsweise der Grund, warum wir immer eine ungerade Anzahl Jurymitgliedern haben, damit es da nie eine Übereinstimmung gibt oder falls man sich irgendwie unsicher ist, dass man sich an irgendwem orientiert, sondern dass das auf jeden Fall immer am Ende zu irgendeinem Ergebnis führt. Weil ich würde beispielsweise sagen, wenn ich sowas habe wie einen So ein eher ein Komplett-Aquarium oder so ein Juwel-Komplett-Aquarium. Da kann ich den Filter ja nicht entfernen. Was ist, wenn der Filter verbaut ist? Genau, da kann ich ihn ja nicht entfernen. Wenn ich dann aber dafür sorge, dass er quasi nicht auffällt oder schön versteckt ist, dann würde ich da immer noch wahrscheinlich 4 Punkte für geben. Also du ziehst quasi einen Punkt für die Wahl des Aquariums ab, weil es kein Scape-Aquarium ist, sondern eins mit eingebautem Innenfilter. Wahrscheinlich schon, ja. Unfair. Ja, ist halt die Frage. Ist halt unfair. Also würdest du nicht machen? Nee. Ich glaube nicht. Weil ich finde, alles andere an Technik kannst du ja wirklich rausnehmen. Aber wenn es ein verbautes Teil ist, was willst du denn dann machen? Ja, wir haben auch schon mehrere Aquarien gehabt, wo wir es halt wirklich nicht bemerkt haben. Wo das so gut versteckt war, dass das absolut nicht bemerkbar war. Und dann haben wir natürlich auch dürfte ich das rausphotoshoppen? Eigentlich nicht. Aber das ist doch auch unfair, weil die anderen können es ja rausnehmen, physikalisch, aber wenn du das nicht rausnehmen kannst, physikalisch. Ja, man muss ja immer noch sagen, diese Photoshop-Diskussion ist ja auch eine, die wir eigentlich jedes Jahr führen, wo ich immer sagen muss, wenn ich nicht in der Lage bin zu sehen, dass dort Photoshop verwendet wurde, wie soll ich es dann beurteilen? Ihr habt es jetzt gehört. Dann ist es halt so. Ihr könnt euch jetzt eure eigenen Gedanken machen. Ich habe gerade gehört, wenn ihr den Filter gut genug rausschoppt, ist das okay. Ich habe das ja auch schon mal gesagt. Ich bin mir zu 100% sicher, dass locker 80% der IAPLC-Gewinner Fische photoshoppen. Absolut. Das kann mir keiner erzählen, dass sie jedes Mal auf jedem einzelnen Foto so perfekt da stehen. Und kann mir auch keiner erzählen, dass er 20.000 Fotos macht, bis das eine endlich mal steht. Der sitzt einfach im Podcast 5 Stunden davor und wartet darauf zu klicken. Und dann ist es unscharf. Ja, das ist halt bescheuert. Und also wenn du dir die mal wirklich auch bei 100% Zoomstufe anschaust, das sind halt so viele Tiere, die so identisch aussehen. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da ganz, ganz, ganz viel, gerade bei den Fischen, Photoshop ist. Ja, Fische sind aber auch gemein. Aber also, das ist halt, ich meine, Fische auf dem Foto gut aussehen zu lassen, ist viel. Es ist halt ein Fotowettbewerb und ich behaupte, ich kann relativ viel erkennen, weil ich selber gut mit Photoshop umgehen kann. Aber wenn ich das nicht mehr kann, dann ist es halt so gut, ich habe doch nichts anderes zum Beurteilen. Was soll ich dann, also macht ja keinen Sinn, irgendwie jetzt Leute unter Generalverdacht zu stellen. Okay. Macht euch den Gedanken, den ihr euch dazu machen wollt. Ja, und zuletzt halt Foto, da gibt es auch nur eine Unterkategorie, nämlich Bildqualität. Also Bildqualität im Sinne von, das Bild ist scharf, das Bild ist nicht völlig überbelichtet. Genau. Wenn es ein halbwegs vernünftiges Foto ist, dann ist es 5 Punkte. Und halt auch, es zeigt halt nur das Aquarium
und nicht den halben Raum daneben. Mhm. Weil das ist zwar nicht, also im ersten Moment könnte man ja meinen, das hat nichts mit der Bildqualität zu tun, aber da ich mich ja nur auf das Aquarium fokussiere für die Bewertung, müsste ich reinzoomen, um alles zu sehen, was wiederum die Bildqualität reduziert. Ich kann das ein bisschen verstehen, weil wenn du schöne Fotos siehst, irgendwo auf irgendwelchen Webseiten, beispielsweise Leute machen von sich selber auf Facebook ein Foto oder auf Instagram und du siehst im Hintergrund einen unordentlichen Raum, das lenkt mich unfassbar ab. Weißt du, was ich meine? Kommt jetzt wieder die Geschichte aus meiner alten Wohnung. Mit deiner ungemachten Bettwäsche, die immer in deinem Hintergrund war. Ja, absolut. Stehe ich zu. Das würde mich unfassbar stören. Du würdest Punkt abzukriegen für die Videoqualität, einfach nur, weil dein Bett ungemacht ist im Hintergrund. Ja, aber fair enough. Also. Ja, jetzt kann ich das logisch begründen, warum mich sowas stört. Ja, das ist auf jeden Fall der Bewertungsbogen. Der ist jetzt auch tatsächlich seit der zweiten Iteration unverändert. Wir haben, glaube ich, nach der ersten. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Tobi, so mein Gott, halt die Fresse, ey. Hör auf zu fragen. Ist alles schon so lange her, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob ich in den Google Docs sozusagen noch die Nein, schon okay. Revisionsverläufe sehen kann. Ach, das hättest du noch gewusst. Wie lange brauchst du ungefähr, um einen um diesen Bewertungsbogen auszufüllen für ein Aquarium? 2 Minuten, 1 Minute. Nicht sonderlich lange, aber das ist auch gar nicht so. Also es ist, das Problem ist, oder das, was ich so anstrengend finde, ist, du füllst den aus und du hast jetzt ein Aquarium vor dir, mega geil, 10 Punkte überall oder Höchstpunktzahl bei irgendwelchen Kategorien, vielleicht bei irgendwelchen nicht unbedingt Höchstpunktzahl, aber wie auch immer. Machst weiter, okay, nächstes Aquarium ist ein bisschen schlechter in dem Moment, das Aquarium danach deutlich schlechter in anderen Segmenten, das Aquarium danach wieder so richtig geil. Und dann stehst du ja eigentlich vor dem Problem, du hast ja jetzt bei dem einen schon 10 Punkte für diese Kategorie gegeben, aber bei dem Aquarium, was du da jetzt siehst, ist dieser Teilaspekt vielleicht noch ein bisschen besser. Dann kriegst du jetzt natürlich auch 10 Punkte, aber damit sind ja die 10 Punkte für das erste Aquarium eigentlich nicht mehr gerechtfertigt. Und dann fängst du an zu überlegen, gehst du jetzt jedes Mal wieder zurück, korrigierst die Sachen oder lässt du es bestehen und es kriegen einfach beide 10 Punkte? Also das ist so dieses größte Problem. Wie gehst du daran, wenn du vergleichbare Aquarien hast, aber der Bewertungsbogen nicht mehr genug Spielraum bietet? Und was ist deine Lösung dafür? Bisher ist es so, dass ich das so mache, dass ich noch ohne Bewertungsbogen mir alle Fotos einmal durchgehe und mir die markiere, die mir auf den ersten Blick sofort als spektakulär auffallen. Wo ich davon ausgehe, okay, das wird Top 10 sein am Ende. Einfach so erster subjektiver Eindruck. Und die sortiere ich mir dann alle raus. Und ich bewerte erstmal nur alle anderen. Und die nehme ich mir ganz zuletzt vor. Und weil es dann nur so wenige sind, kann ich die alle sozusagen parallel öffnen. Ich mache das meistens bei mir in Lightroom. Da kann ich mir dann alle so nebeneinander legen, den Hintergrund schwarz machen und sehe dann halt nur diese Aquarien und kann dann mit dem Bewertungsbogen da durchgehen, habe aber die ganze Zeit eine Übersicht über alle vergleichbaren Objekte. Wie viele waren das dieses Jahr? Bei denen ich das so gemacht habe? Ich glaube so 5 oder 6. Oh, so wenig nur tatsächlich? Ja, ja. Und die waren auch alle am Ende Top 10. Ja. Was ja schon interessant ist, weil die waren ja dann auch nicht nur bei dir in den Top 10, sondern auch bei allen anderen. Genau. Ja. Und du weißt auch nicht, wie die anderen aktuell 4 Jurymitglieder? 3. Aram noch. Okay, also die anderen 2 in dem Fall Jurymitglieder, am Anfang waren es ja mal 5, wie die das bewerten. Ich könnte das einsehen. Nee, das ist nicht meine Frage, sondern meine Frage war, was für eine Strategie die haben, um das zu bewerten. Das weiß ich nicht. Wie jetzt deins, mit dem ich sortiere mir die ich besonders gut finde, schon mal raus für eine quasi extra Kategorie. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Was wir ja auch machen, was ich wichtig finde, ist, die Einträge werden alle anonymisiert bewertet. Also wir erheben natürlich sämtliche Daten, wenn das abgeschickt wird, weil wir am Ende ja die Leute auch kontaktieren müssen. Aber bei mir läuft das so, dass ich das, also ich mache das hier über Google Docs, da wird erstmal alles erhoben. Ich lasse dann aber später in eine zusätzliche Tabelle nur übertragen, quasi die fortlaufende Nummer, wann wurde das Bild eingereicht, also 1 bis 185 oder so. Einfach nur fortlaufend. Und das war's. Und später, wenn ich dann fertig bin mit der Bewertung, dann kann ich das wieder zurückmatchen über das Google Doc und kann sagen, hier, Entry Nummer 2, gib mir davon jetzt mal die Adresse. Aber das halt auf jeden Fall die Leute, die halt, also wir alle, wie wir es bewerten, wir wissen nicht, von wem das Aquarium ist. Ja, also wenn ich jetzt teilnehmen würde, würde das erst am Ende auffallen.
Genau, ja. Mhm. Weil das, also, fanden wir nur fair. Ja, ist es auch. Ja. Würdest du sagen, dass du mittlerweile von einigen den Stil so erkennst, dass du manchmal denkst, oh, ich glaube, das Aquarium ist von dem und dem? Ja, gibt's schon. Also es gibt so 2, 3 Leute, die bisher immer sehr vergleichbare Sachen gemacht haben. Möchtest du sagen, wer? Ich glaube nicht. Ja, möchtest du dann sagen, was dir daran auffällt? Ich weiß übrigens auch nicht, von wem du redest. Also. Ja, ja. Das ist einfach... Das ist eigentlich ein bisschen schwer in Worte zu fassen. So. Also einerseits ist es... Struktur des Aquariums, also der landschaftliche Aufbau sozusagen. Wie ist die Form der Landschaft in diesem Aquarium? Und sowas tatsächlich wie Foto und Fotobearbeitung. Also ich habe das Gefühl, man erkennt so ein... wie soll ich das nennen? So ein Color-Look. Von der Farbe? Ja, dass halt Leute... Also manche Leute tendenziell immer eher einen sehr kalten Weißabgleich verwenden, dass die Grüntöne so leicht ins Bläuliche gehen, das aber kombiniert mit einem hohen Kontrast und sehr hoher Klarheit. Ich finde, das kann man irgendwann zuordnen, weil Leute ja auch, also das merke ich ja selber beispielsweise auch, ich habe einen gewissen Bearbeitungsstil für meine Fotos. Ich mache in der Regel immer das Gleiche für alle meine Fotos. Ich weiß, was du sagst, ich würde das halt nur nicht sehen, ja. Ja. Hast du ein Beispiel dafür? Inwiefern? Etwas, um das zu verdeutlichen, was du meinst, vielleicht von einem Maler oder so. Mein Beispiel wäre Matrix, der Film. Ja, der hat diesen grünlichen Look. Genau. Ich weiß, was du meinst. Zum Beispiel. Oder halt andere Filme, sowas wie Miami Vice. Habe ich nie geguckt. Aber da, ja, aber da hast du immer halt so einen pastelligen Orange-Pink-Filter drüber. Mhm. Western haben das sehr häufig auch. Ja, zum Beispiel. Ja. Und sowas, finde ich, erkennt man schon. Also da hab ich das Gefühl, kann ich mittlerweile... Gibt doch so Videos darüber, so von wegen, immer wenn ein Film in Mexiko spielt, dann wird das Bild auf einmal orange und so. Das war ja auch bei Matrix so, dass dieser Grünschleier immer nur bei Elementen waren, die halt in der Matrix stattfinden. Ja, macht ja auch Sinn, weil das unnatürlich ist. Wir haben kein grünes Licht in der Umwelt. Ja. Nee, aber das ist so... Darauf läuft so ein bisschen hinaus, aber das hat ja trotzdem wenig Einfluss. Also mir ist am Ende ja wirklich völlig wurscht, wer gewinnt. Wer darf denn nicht teilnehmen? Also ich dürfte vermutlich nicht teilnehmen. Genau, wir und direkte Angehörige der Jurymitglieder. Mhm. Beziehungsweise der Veranstalter. Okay. Man muss ja auch sagen, die Szene ist sehr klein. Da kannst du ja auch nicht sagen, Leute, mit denen du schon mal zusammengearbeitet hast, sind raus. Nein, weil da würde aus der Szene nichts mehr überbleiben. Aber da ist ja eben auch der Punkt, ich bewerte es ja halt nicht alleine. Ja, also das ist ja auch genau der entscheidende Punkt, warum wir es halt mit mehreren Jurymitgliedern machen. Weil selbst wenn ich jetzt bei irgendetwas befangen wäre und mir jetzt jemand sagen würde, hier, hast 100 Euro, bewerte mal dafür meine Gesamteindruckskategorie besser oder so. Dann selbst wenn ich das mache, hat das ja immer noch keinen garantierten Einfluss darauf, dass die Platzierung am Ende wirklich besser ist. Mhm. Ja, und eure Gewinne sind, glaube ich, auch gar nicht so hoch, oder? Was war der Hauptpreis dieses Mal? Platz 1 Aquarium war ein 200-Euro-Gutschein von Thomas für den Zoobox-Online-Shop und ein paar Tools und ein Toolbag von mir. Mhm. Also Gesamtwert vielleicht so 400, 350. Ja. Also es ist jetzt auch nicht nix, ne? Aber... Was ist der höchste Preis, den du bei einem Aquascaping-Wettbewerb international bekommen kannst? Weiß ich nicht. Was gibt's denn hier bei den großen asiatischen Wettbewerben zu gewinnen? Ich glaube, die haben schon relativ hohe Geldsummen zum Teil. Ja? So obere... Vierstellig? Ja, wahrscheinlich auch obere vierstellige Kategorie. Hui, okay. Aber das ist ja halt auch so die Frage, weil das hatten wir auch am Anfang mal so eine Diskussion, was wäre denn überhaupt, oder anders, warum nimmt man denn überhaupt teil? Ja, nicht für einen Gewinn. Genau, da waren nämlich die Preise ganz häufig nicht der Fall. Ich habe das nämlich mal mitbekommen, ich glaube, doch, da warst du auch bei. Auf irgendeiner Tierwelt Magdeburg wurde mal der EAPLC, der European Aquaristik Plan Contest, wurde da mal ausgewertet. Und die Siegerehrung wurde da gemacht. Und da hat halt der erste Platz irgendwie eine Twinster-Lampe bekommen oder so. Wenn du dir auch so denkst, ich meine, das ist jemand, der jetzt gerade offensichtlich ein richtiges High-End-Aquascape abgeliefert hat, der wird eine Lampe haben. Ja, so, und es wird keine Twinster sein, ja. Ja, und selbst wenn, ne, das ist so,
so, ja, okay, derjenige kriegt etwas, was halt für ein Aquascape schon wichtig ist, schön und gut, aber das ist halt auch etwas, was derjenige unter Garantie bereits hat. Das ist einer der Gründe, warum ich Sachpreise oft schwierig finde, weil genau. Ich immer denke, wenn du in dem Bereich schon bist, dann wirst du das meiste davon entweder schon haben oder du wirst dich maximal über etwas freuen, was eine wahnsinnig hohe Qualität ist. Weil bei der Lampe zum Beispiel, du sagst jetzt Twinstar-Lampe, war die Größe vorgegeben, weil da fängt es ja schon an. Was ist, wenn die Person nur zwei kleine Aquarien hat, genau, das dann gar nicht brauchen kann? Ne? Richtig. Ja. Und das ist eben der Grund, warum wir halt sehr schnell auch zu den Gutscheinen übergegangen sind. Oder, also ich meine, gut, ich könnte theoretisch auch Gutscheine machen, aber halt Tools geht immer. So, selbst wenn ich schon drei Scheren habe, eine vierte Pack ist okay. Nee, da so. Bin ich schon nicht mehr deiner Meinung. Den Gutschein finde ich in Ordnung. Ja. Ja, mal gucken, vielleicht gehe ich auch sogar auf Gutscheine dann rüber fürs nächste Mal. Ja, das ist meine Schuld, weil ich gerade hier schon wieder nörgel. Nee, aber ne, also das war unsere Idee. Wir haben es, glaube ich, letztes Mal oder davor das Jahr gemacht, da hat Thomas halt Stiros-Lampen verlost. Aber auch da, ne, da haben wir zum Beispiel gesagt, für Wabikusa war dann der erste Platz irgendwie halt so eine Shiros mit so einem Stand, was dafür ja noch okay ist. Mhm. Aber für Aquarien, ja, was nimmst du dann? Welche Größe? Welche Farbe? Welche Unterschiede? Ja, eben. Also, ne, schwierig. Nee, verstehe. Da macht sowas schon mehr Sinn. Ja, sagen wir mal, das alles ein bisschen weg. Wenn du jetzt sagen würdest, hier diese ADA-Lampe, die du mal hattest, die es nicht mehr zu kaufen gibt und die so ganz selten ist, das könnte ich mir noch vorstellen, dass das irgendjemand vielleicht interessant finden würde, aber sonst schwierig. Ja. Ja, aber auch selbst dann hast du so eine Lampe, dann zwingt dich das ja auch mehr oder weniger dazu, dann nochmal ein weiteres Aquarium aufzustellen. Ja, Upselling, Tobi. Das ist clever. Ja, naja. Ja, aber so viel zu der ASC. Können wir mal einen kurzen Einschub machen. Ich war nämlich wann haben wir aufgenommen? Letzten Samstag. Im Reefing Made Simple Podcast zu Gast von Tolga. Also von dem, der hier die Steine gebastelt hat für mein Meerwasser-Aquarium. Der ja auch jetzt seit einer gewissen Zeit einen Podcast hat. Und da haben wir nämlich noch zusammen mit dem Jörg von Sangokai darüber gesprochen. Es war nämlich ganz lustig, weil Tolga schrieb mir und meinte so, ey, wir müssen eine Podcast-Folge machen über das Thema Gestaltung. Ja, okay, gut. Ich finde diesen Einschub voll weird. Warum konnte das jetzt nicht bis zum Ende vom Thema Aquascaping Championship warten? Ja, wieso war der zu Ende? War nicht zu Ende. Wir wollten noch über deinen ganzen Livestream sprechen. So. Ja, was, also, gibt's ja nicht viel drüber zu sprechen. Du hast angefangen mit der Livestream, war so eine Katastrophe. Ich dachte, jetzt erzählst du ein bisschen was dazu. Ja, besprechen gibt. Jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir zuerst machen. Was möchtest du jetzt machen? Aquascaping Championship abschließen oder von deinem schließen wir das ab. Podcast erzählen? Gut, erinnern wir uns gleich kommt der Podcast. Also, so, jetzt war ja jetzt der Stream. Was ist passiert? Ja, unser Ton war scheiße. Der Ton übersteuerte die ganze Zeit. Und ich selber habe es halt nicht mitbekommen. Also ich konnte es weder sehen noch hören, weil es halt ein Problem war. Das hatte damit zu tun, dass wir vorher in Friedrichshafen auf der Messe waren. Und die Kamera, die halt hier fest installiert ist, war da halt dafür da, um den Ton vom Workshop aufzunehmen. Und das wurde ja mit einem anderen Mikrofon gemacht, als die wir hier normalerweise benutzen. Und deshalb musste der Eingangspegel des Audiokanals an der Kamera verstärkt werden. Gibt es also eine Option für. Kannst dann umstellen von Line auf Mic und dann ist der 20 Dezibel lauter. Das musst du halt machen, wenn du da so ein Ansteckmikro oder so dranstecken willst. So, ich habe aber vergessen, das umzustellen, als wir wieder hier waren. Das Problem ist, normalerweise würdest du das sofort sehen, weil deine ganzen Pegelausschläge einfach die ganze Zeit im roten Bereich sind. Selbst wenn du es nicht kontrollierst übers Hören, du siehst es jedes Mal, immer. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass wir beide da sehr unterschiedlich mit umgehen, weil ich kontrolliere nie die Pegel, sondern ich habe Kopfhörer auf und höre das. Und stelle dann halt um, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber du hast nie Kopfhörer auf, sondern kontrollierst das optisch über deine Pegel. Ja, in diesem Fall hätte dir aber auch das die Hörkontrolle nichts gebracht, weil die Hörkontrolle hätte erst dann stattfinden können, wenn der Stream live ist. Ja, aber man kann doch Probestreams machen, oder nicht? Ja, das hätten wir machen können. Das ist richtig. Das haben wir nicht gemacht, weil ich mir absolut sicher war, dass dieses Setup halt rock solid ist, weil wir damit beispielsweise ständig diese Podcasts aufnehmen, ständig diese Videos aufnehmen und ich an diesem Setup und an den Einstellungen ja nie etwas ändere. Außer wenn du die Kamera mit nach Friedrichshafen nimmst. Aber das war ja genau der Punkt. An den Audioeinstellungen in diesem Setup war auch nichts verändert. Und deshalb konnte ich mir das so überhaupt nicht erklären. Weil ich dann nicht drauf gekommen bin, dass diese Kamera verändert wurde. Weil das nie passiert, nie. Mir tut das auch so leid für dich, weil ich weiß, wie sehr dich das abfuckt.
Ja, weil das also auch so dumm war. Niemand würde sich da mehr drüber ärgern als du und das tut mir ein bisschen leid. Ja, das war vor allem währenddessen halt so scheiße, weißt du, weil du die ganze Zeit aus dem Chat dann noch das Feedback bekommen hast, ey, euer Ton ist echt scheiße, ich kann mir das echt schwer anhören, das übersteuert total. Und ich wirklich völlig auf dem Schlauch stand und da nicht drauf gekommen bin. Weil das Problem ist halt auch, ich konnte es hier nicht sehen, weil eben in der Kamera gleichzeitig ein Limiter läuft, der halt verhindert, dass Audiosignale über eine bestimmte Lautstärke gehen, damit es eben nicht übersteuert. Das heißt, die Pegelanzeige, die mir die Kamera rausgibt, geht nie in den roten Bereich, weil der Limiter greift. Ich verstehe das Problem nicht. Es ist irgendein Problem in der Kamera, das habe ich verstanden, aber ansonsten nicht. Nein, keine Physik also, mehr. Keine Physik. Nein, ich will damit nur sagen, ich konnte es auch nirgendwo sehen, auf keiner Pegelanzeige, weil die alle korrekt aussahen. Die sahen alle so aus wie immer. Wie bist du denn dann darauf gekommen? Ja, weil ich hinterher, dann einen Tag später, nochmal drüber nachgedacht habe und mir die Aufzeichnung vom Stream nochmal angehört habe und versucht habe rauszufinden, was hat sich konkret verändert, wenn ich dann während des Streams halt die ganze Zeit an den Audioeinstellungen rumgefummelt habe. Was halt für so ein Stream scheiße ist. Ja, wenn du da ständig sitzt und sagst, so, wie klingt's denn jetzt? Gib mir mal kurz Feedback in den Chat. Das ist halt Mist. Mhm. Wir wollten halt eine geile Siegerehrung machen und nicht eine halbe Stunde lang über Audio diskutieren. So, ne? Und dann habe ich mir das dann nochmal angehört und dann habe ich halt gehört, okay, in dem und dem Moment, wenn ich das und das gemacht habe, klang es gut bis zu dem Zeitpunkt, wo einer von uns näher ans Mikro gegangen ist oder lauter geworden ist. Also war halt klar, es muss irgendeine Verstärkung stattfinden an irgendeinem Punkt, die aber offensichtlich nicht Teil des Setups ist, was ich hier regelmäßig benutze. Also war die einzige andere logische Schlussfolgerung, es muss in der Kamera geschehen, weil kein anderes Gerät wurde angefasst. Und dann bin ich da die Einstellung alle nochmal durchgegangen und dabei ist mir halt aufgefallen, dass der Kanal noch auf Mic stand und nicht auf Line. Das tut mir richtig leid für dich. Oh, dein Gesichtsausdruck. Ich weiß auch, dass du dich jetzt noch richtig darüber ärgerst. Ja, weil das also... Du bist auch so der Audiomensch. Ich weiß, dir wäre das egal. Genau deshalb, das ist halt so der Punkt, weißt du? Ich predige das die ganze Zeit und mir ist das so wichtig und auch jetzt hier im Podcast ist mir das so wichtig und wir haben hier diese fetten Mikrofone und allen möglichen Scheiß und ich habe irgendwie Stunden dafür gebraucht, das alles vernünftig zu verkabeln und einzurichten und dann passiert mir sowas und das ärgert mich vor allem, weil mir Leute dann jetzt vorhalten können, so, ja, der tut die ganze Zeit so, als würde er irgendwie großen Wert auf Audio legen und dann liefert er so einen scheiß Stream ab. Oh, ich verstehe das auch so richtig. Und das geht halt gar nicht. Du kannst ja auch nicht sagen, jo, wir machen es morgen nochmal. Ja. Und ich weiß, du hast so viel Arbeit da reingesteckt, das von wegen das Video zusammen machen. Allein dieses mit Namen da drunter schreiben und so, da hast du Stunden dran gesessen. Ja. Oh, jetzt siehst du so traurig aus. Das kannst du jetzt nicht machen. Das war auf jeden Fall scheiße und das hat mich auch danach noch geärgert. Jetzt hast du feuchte Augen. Das und vor allem währenddessen noch geärgert, das war halt doof. Nee, das kann ich verstehen. Ja, und ich habe gehört, es gab ein bisschen Unmut, eben wegen dieser Deutschland-Österreich-Irgendwas-Geschichte? Nee, gar nicht wegen der Deutschland-Österreich-Geschichte, sondern ich hatte mich dazu entschieden und es war eine bewusste Entscheidung von mir, die habe ich nicht vorher mit Thomas abgesprochen, ich wollte das so haben, dass ich die, also diese Präsentation, die ich dann gemacht habe, wo der Name steht, wo die Platzierung steht und wo dann das Aquarium gezeigt wird. Jetzt ist es natürlich so, dass jeder unterschiedliche Aquarienformate eingereicht hat. Manche hatten einen Cube, manche hatten ein sehr langes Aquarium, manche hatten eins, was eher so 60 PS vom Seitenverhältnis her. Aber das Seitenverhältnis für die Präsentation war ja zwangsläufig 16:9, damit es halt Vollbild im Video ist. Ja, verständlich. Ne? Also du hast einen Bildschirm und der Bildschirm muss ja gefüllt werden. Genau, und das Format ist für alle Bildschirme halt. Also habe ich halt die Präsentation auch in 16:9 angelegt, damit das halt alles schön formatfüllend ist und so weiter. So, jetzt habe ich mich dazu entschieden, alle Fotos so aufzuzoomen, dass der Inhalt des Aquariums ebenfalls formatfüllend ist. Ich verstehe, warum du das so gemacht hast. Ich hätte es nicht so gemacht. Ja, das ist jetzt eben der Punkt. Ich habe vorher gesagt, alle, also diese Top 100, die wir da gezeigt haben, auch mit der Präsentation, die kommen alle in voller Auflösung, ohne irgendeinen Beschnitt, auf die Website in die Galerie. Das heißt, auf der Website sind alle Fotos vollständig sichtbar. Ohne irgendeinen Beschnitt, ohne irgendetwas, was aufgezoomt ist, ohne irgendwas, wo ich irgendwas abgeschnitten habe. Für die Präsentation, habe ich dann auch so gesagt, habe ich mich aber anders entschieden. Ich habe das so ein bisschen aufgezogen, damit das immer formatfüllend ist, damit das halt im Video möglichst gleichmäßig aussieht und nett aussieht. So, und dazu gab es dann halt während der Präsentation meiner Meinung nach ungerechtfertigt harsche Kritik.
So nach dem Motto von so, ja, das kann man überhaupt nicht sehen, was ist das für eine Scheiße, da mache ich ja überhaupt nicht mehr mit. Wo ich halt im Vorfeld noch gesagt habe, so, ihr könnt das auf der Website aber vollständig sehen. Also ist ja nicht so, als sei das jetzt das finale Foto. Natürlich nicht. So, ne? Also auf einem Medium von Instagram, Webseite und so weiter, auf einem Medium, nämlich YouTube, wurde es teilweise beschnitten quasi. Genau. Und auf Instagram und auf der Website ist es vollständig sichtbar. Was ich vor der Präsentation gesagt habe. Hat vielleicht auch nicht jeder gehört, ne? Wenn Leute später reinkommen. Ist natürlich möglich, ja. Aber also da muss ich persönlich sagen, fand ich es halt sehr unfair, dass gerade da aus Richtung Österreich dann nämlich solche Sätze fielen wie, ja, da sind wir ja froh, dass wir gar nicht teilnehmen durften, wenn das alles so scheiße aussieht. Und da muss ich sagen, das hätte man einerseits deutlich anders formulieren können und andererseits vielleicht auch nicht unbedingt öffentlich in so einem Stream machen müssen. Also das hat mich richtig geärgert. Das hat Thomas auch richtig geärgert, das weiß ich. Und das fand ich unfair und überzogen in dem Moment. Und ich kann verstehen, wenn man mit meiner Entscheidung da nicht konform geht, dass man das für so einen Wettbewerb, der ja sehr auf das Medium, also sehr auf dieses Bild des Aquariums ausgelegt ist, vielleicht eine blöde Entscheidung fand. Ja, weil ich verstehen. Das auch nicht gut. Wie gesagt, kann ich verstehen. Mache ich jetzt auch nicht nochmal so. Habe ich auch schon gesagt. Würde ich dann fürs nächste Mal auch wieder anders machen. Auch wenn das vielleicht etwas ist, was mir in dem Moment nicht so gut gefällt. Aber es geht ja auch nicht um mich dabei. Mhm. Also, ne? Muss ich ja auch ganz klar einsehen. Ist ja auch okay. Und kann ich auch völlig mitleben. Also ich finde diese Kritik überhaupt nicht ungerechtfertigt. Ich kann die nachvollziehen und ich werde die auch annehmen und das nächste Mal anders machen. Ich muss nur sagen, die Art und Weise, wie sie formuliert wurde, fand ich echt daneben. Mhm. Und das hat mich sehr geärgert. Ja gut, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe den Streamer nicht gesehen. Ja, ja. Also was nämlich auch ein Grund war, das ist nämlich auch ein Grund, da haben Thomas und ich nämlich danach noch lange drüber diskutiert, dass wir gesagt haben, also wir haben ja auf Thomas' Kanal gestreamt und bei ihm ist ja die Aufzeichnung auch noch weiter sichtbar. Und wir haben uns nämlich dann dafür entschieden, die Aufzeichnung des Chats nicht einzublenden. Ja. Es tut mir ein bisschen leid, dass das für dich so ein Reinfall in Anführungszeichen war, weil das liegt ja nicht an dem Wettbewerb, da ist ja alles wirklich super gewesen, die Aquarien super spektakulär gewesen. Ich habe, wie gesagt, mir die hinterher auf der Website und auf Instagram angeguckt, also richtig beeindruckend, aber es ist natürlich schade, wenn das für dich dann so ein blödes Erlebnis war. Ja, und es geht mir sogar weniger darum, dass das für mich ein blödes Erlebnis war, es geht mir darum, dass das möglicherweise ein blödes Licht jetzt auf den Wettbewerb wirkt und auf die Organisation dessen. Es war ja vielleicht auch nicht nur für dich ein blödes Erlebnis, sondern auch für den Chat, aber auch in alle Richtungen. Also ich, wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn ich mir Mühe gebe mit einem Foto und du schneidest da die Hälfte von ab, damit es in dein Format passt, da wäre ich auch ein bisschen angepisst. Also ne, ich kann das auch verstehen, dass das für wen anders vielleicht blöde war, aber das ist natürlich trotzdem ärgerlich. Ja. Aber was ist denn dann der Plan für nächstes Jahr? Ich glaube, dieses Jahr war auch relativ spontan im Sinne von, hey, wir machen jetzt übrigens den Stream, ne? Weil, also, ich hatte das Gefühl, das war sehr spontan und wurde nicht so mit super viel Vorlauf verkündet. Nee, es waren, glaube ich, 2 oder 3 Tage Vorlauf. Ja, das war ein bisschen knapp, das stimmt. Das lag halt auch wieder an Terminproblemen. Das ist auch was, was anders laufen müsste. Man muss dazu sagen, das war in diesem Fall unser Problem. Wir haben ja schon erzählt, dass wir jetzt relativ häufig in Frankfurt waren. Es liegt nämlich daran, dass eine unserer Katzen sehr schwer erkrankt ist und wir da sehr lange Spezialtreatment brauchten und das auch immer noch nicht abgeschlossen ist und wir deshalb ganz viele Sachen hin und her schieben mussten und das alles ein bisschen schwierig war mit der Organisation. Ja, und wir deshalb ja auch nicht lange im Vorfeld des planen konnten, sondern erst abwarten mussten, wie da die Termine liegen, bevor wir dann da drumherum halt andere Sachen machen konnten. Ne? Ja, und das ist halt wieder das, wie gesagt, das ärgert mich so, weil ich halt einerseits denke, auf der einen Seite haben wir es jetzt geschafft, diesen Wettbewerb irgendwo zu etablieren, aber auf der anderen Seite passieren jedes Jahr Dinge, die irgendwie den Eindruck vermitteln, dass der halt einfach nicht professionell ist. Ja. Und das ärgert mich so, weil das will ich so nicht. Ich die will, Tatsache, dass das anders ob du läuft. Zeit hast, sollte nicht die Siegerehrung beeinflussen. Ja. Weil ob die Katze jetzt operiert werden muss oder nicht, sollte an dem Wettbewerb nichts ändern. Ja, ja. Aber noch ist es halt so und das wird halt auch immer noch ein bisschen dauern, bis wir davon wegkommen. Weiß ich nicht. Also ich finde es aktuell, also es ist für mich selber so ein zweischneidiges Schwert. Ja, ihr müsstet das aus der Hand geben und der Wettbewerb müsste größer werden, auch was Jurymitglieder und was alles andere angeht. Und ihr, also ein Livestream würde dann vielleicht nicht mehr mit euch beiden stattfinden, sondern nur mit einem von euch oder vielleicht mit auch noch Aram oder wer auch immer jetzt das nächste Mal noch mit in der Jury sitzt. Wollt ihr bei 3 Jurymitgliedern bleiben? Das kann ruhig mehr sein.
Ne, weil ihr hattet ja, wie gesagt, mal 5. Also wäre natürlich schön, wenn das da so ein bisschen unabhängiger würde. Ja, ja. Also Plan wäre tatsächlich... Weil ihr könntet da auch ein Video vorher aufnehmen und darauf vorher schon reacten und das quasi nur als, in Anführungszeichen, Video veröffentlichen und vielleicht live im Chat dabei sein oder so. Aber ich verstehe natürlich auch, warum das auch schade ist. Also wenn überhaupt, hätten wir das so gesagt, dass wir halt, wie gesagt, hab ich vorhin ja schon gesagt, dass wir halt die Bewertung komplett aus der Hand geben, dass wir selber nicht mehr Jurymitglieder sind, sondern dieser komplette Bewertungsprozess, der halt einfach super viel Zeit kostet, extern liegt bei anderen Jurymitgliedern. Was würdest du sagen, wie viel Zeit du insgesamt in die Aquascaping Championship steckst im Sinne von Bewertung, Präsentation fertig machen und so weiter? Ja, und dann halt vor allem noch die Sachen für Instagram in die Formatvorlagen reinschieben. Das ist ja auch was, das ist alles so Arbeit, die man, glaube ich, nicht sieht. Ja. Anderthalb, 2 Wochen. Sag das mal in Stunden vielleicht. 30. Ja, weil das ist schon, das sieht nicht viel aus, aber das ist Arbeit. Ja, es sind halt vor allem viele so sehr repetitive Aufgaben, auf die man sich, also zumindest auf die ich mich nicht gut konzentrieren kann. Das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig. Aber ich meine, gut, das ist mein persönliches Problem mit solchen Aufgaben vielleicht. Naja, aber also der Plan wäre auf jeden Fall, wenn das, also dass wir das irgendwie größer ziehen, dass wir mehr Jurymitglieder dafür bekommen, die das dann übernehmen, dass wir vor allem diesen Prozess der Videoerstellung und Präsentationserstellung auslagern. Da haben wir auch schon Leute, die das übernehmen würden. Und dass am Ende Thomas und ich trotzdem den Livestream machen, weil wir da beide eigentlich Bock drauf haben, aber dann eben auch nur diesen Stream als Arbeit für uns haben. Ja, verstehe. Ne, weil dann freuen wir uns da drauf, dann haben wir da richtig Bock drauf, weil wir auch vorher nicht irgendwie noch 3 Stunden an der Präsentation saßen. Keine Ahnung. Ne? Ja, das ja auch, dann wenn du die halt Präsentation so noch genervt fertiggestellt hast, weil du mal wieder spät dran warst und dann musst du dir die Sachen angucken, da was Nettes drüber sagen, das stelle ich mir auch schwierig vor. Ach, das ist gar nicht mal das Problem gewesen. Aber es ist einfach viel drumherum, was dann natürlich auch so ein bisschen auf die Laune einschlägt und dann denkst du dir so, okay, also das ist eher das Problem, dass ich halt beim Stream, ich habe mich da wirklich drauf gefreut und ich hatte auch total Lust, über einzelne Aquarien noch zu reden, aber trotzdem hatte ich die ganze Zeit im Kopf, boah, endlich nach dem Stream haben wir das Thema durch für dieses Jahr. Ja gut, und das sollte ja eigentlich auch nicht so sein. Genau, und das sollte nicht so sein. Aber wenn wir halt nur den Stream haben und nichts anderes drumherum, dann ist das dann ein völlig anderes Thema. Quasi nur die Kirschen. Ja. Ich meine, wir sind auch Gründer dessen, ja? Also ich finde, wir können das uns auch Gründer, so ein bisschen... Wir können die Scheißarbeit ja mal ablagern hier. Wir können das ja auch so ein bisschen erlauben dann. Aber also, ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Plan, wie das weitergehen soll. Ich als Konsument, und ich bin ja nur reiner Konsument, weil ich ja bekanntermaßen nicht mitmache, würde es auch gut finden, wenn es ein festes Datum dafür gäbe. Und es muss ja nicht ein festes Datum sein, wie auf jeden Fall 1. Mai oder so, sondern sowas wie erstes Wochenende, dann und dann am Sonntag. Mhm. Erstes Wochenende im Juni oder so, dass man sich so ein bisschen darauf einstellen kann, weil ich finde das blöde, wenn ich meine Sachen für einen Wettbewerb da einschicke und dann heißt es 2 Tage vorher, übrigens übermorgen ist der Livestream und ich kriege das gar nicht mit und dann habe ich nur die Videoaufzeichnung ohne Chat irgendwo, weiß ich nicht, also wäre für mich als Teilnehmer, glaube ich, ein schlechtes Erlebnis. Ja, ja, ja. Weil wenn ja, ihr immer sagt, erstes halt. Wochenende dann und dann könnt ihr auch besser drumherum planen und dann, wenn einer nicht kann, ja gut, dann macht es halt der andere. Ja. Aber das ist es halt. Also wir wollen halt auf jeden Fall vermeiden, dass es für irgendwen ein schlechtes Erlebnis ist. Und ich habe das Gefühl, letztes Jahr war es schon so blöd, wo ich es halt alleine machen musste, weil Thomas gar nicht konnte. Also der hat ja auch gute Gründe dafür, ne? Alles gar kein Thema. Aber das war schon blöd. Und dieses Jahr ist jetzt irgendwie so viel schief gegangen währenddessen. Das ist halt ärgerlich einfach. Ja, auf der Arbeit würdest du dich einfach krank melden. Aber bei sowas, ne, da kannst du ja auch nicht sagen, jo, ich kann nicht, ich bin krank oder das Kind ist krank oder weiß ich nicht was. Ne, dann sitzt du halt da doof und es muss verschoben werden und dann ist es unprofessionell. Ja. Ja, schwer. Ja, aber naja. Ihr wachst noch dran. Genau. Gucken wir mal, in 10 Jahren lachen wir da alle drüber und dann ist das voll super etabliert und läuft alles total gut. Ja, gucken wir mal. Ja, die Frage ist ja auch immer, und das kam jetzt auch auf der Messe, warum Österreich und Schweiz ausgeschlossen sind. Ich verstehe auch ein bisschen, dass diese Frage kommt. Auf der einen Seite denke ich mir immer so, ja, ihr seid halt nur ein anderes Land. Also ja, wir sprechen die gleiche Sprache, aber Österreich und Deutschland und gerade die Schweiz, ist ja noch nicht mehr EU, ist halt nun mal was anderes. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch schön, dass wir so als Dachregion zusammen sind und finde es auch schön, dass dann Wettbewerbe zusammen sind. Aber warum dürfen die dann nicht teilnehmen? Ursprünglich hat das tatsächlich rein rechtliche Gründe. Weil wir nämlich angefangen haben, beim ersten Mal ASC haben wir noch Bargeld ausgegeben als Preis.
Und da haben wir halt im Vorfeld mit ein paar Leuten geredet, die auch schon mal internationale Wettbewerbe gemacht haben aus der Industrie. Und die haben uns alle vehement davon abgeraten, das über Landesgrenzen hinweg zu machen, weil das wohl mit Bargeldpreisen schwierig sei. Ich kann dir die Einzelheiten ehrlich gesagt nicht nennen. Die hat Thomas damals verhandelt, weil das ehemalige Kollegen von ihm waren, aus anderen Firmen. Aber darauf ist das begründet. Jetzt ist das halt aktuell mit den aktuellen Preisen, die Wetten, nicht mehr so das Problem, theoretisch. Auf der anderen Seite kommt da lustigerweise, also meine ich völlig ernst, kommen da solche Sachen wie, wenn das in so einem, in Anführungszeichen, großen Rahmen passiert, wie es das ja jetzt wäre, dass man da sehr schnell Leute irgendwie auf der Matte stehen hat, von wegen Glücksspiel, was ja auch in jedem Land völlig anders gehandhabt wird, was dann auch irgendwie erstmal alles abgesichert werden muss. Und dann ist es tatsächlich auch ein Punkt, was den Arbeitsaufwand angeht. Weil wenn wir jetzt sagen, wir öffnen das und machen das direkt international, dann haben wir halt nicht 180, sondern vielleicht 1000 Einsendungen. Und wir wissen ja jetzt schon, was das für ein Arbeitsaufwand ist. Und man muss dazu sagen, einer der Gründe, auch ganz unironisch, ist eine private Erfahrung, die wir gemacht haben. Nämlich, wir hatten ja schon mal erzählt, dass die Wettbewerbe, die in deinen YouTube-Videos stattfanden, so von wegen, du kannst ein Aquarium gewinnen, dass das manchmal auch einfach ganz spontane Geschichten waren auf einer Messe, von wegen, ja, Hersteller X, habt ihr Lust, Hersteller Y, macht ihr auch noch mit, hatten wir ja schon mal erzählt. Und da begab es sich, dass du zusammen mit Tropica und, ich meine, es war Juwel gewesen, ne? Du willst jetzt wieder auf diese Schweiz-Geschichte hinaus. Genau, ich will auf die Schweiz-Geschichte hinaus, dass es sich begab, dass du mit denen ein Aquarium verlost hast. Und Juwel hat gesagt, wir stellen das Aquarium, Tropica hat die Pflanzen gestellt und du hast gesagt, du stellst die Steine. Und du hast dann Steine versendet und der Gewinner war in der Schweiz, weil gesagt wurde, ne, Deutschland, Österreich, Schweiz kann gewinnen und hast dann sehr dumm geguckt, als die Rechnung für den Versand kam. Weil du nämlich sehr viel Geld für Versand bezahlt hast. Ja, wobei, also das ist erstmal tatsächlich ein sehr schweizspezifisches Problem, weil es wäre deutlich billiger, nach Spanien oder Italien oder Frankreich natürlich zu schicken. Aber darauf könnte man sich auch einstellen, wenn wir es öffnen. Dann wäre uns sowas natürlich auch bewusst. So, ne? Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, niemand hält die Österreicher oder die Schweizer davon ab, ebenfalls auch einen eigenen Wettbewerb auf die Beine zu stellen. Ja, ist natürlich auch sowas. Ne? Ich meine, wir haben das ja auch aus dem Spaß heraus gemacht und uns da dahinter geklemmt und uns dann organisiert. Das kann natürlich auch jeder andere so machen, wie er möchte. Er darf es halt also, nicht Aquascaping Championship nennen. Ja, gut. Aber ne, also das ist ja jetzt erstmal eigentlich kein großes Problem. Das ist auch mal ehrlich gesagt was, wo ich mich manchmal ein bisschen darüber ärgere, dass halt immer nur verlangt wird, jetzt an etwas anderem teilzuhaben, was bereits da ist. Man könnte es auch selber machen. Ich habe das bei feministischen Themen ganz häufig, dass mich das richtig ärgert, ja. Was meinst du jetzt genau? Dass gesagt wird, ja, es kümmert sich ja niemand um die mentale Gesundheit von Männern. So, kümmere dich um die mentale Gesundheit von Männern. Ja. So, gar kein Problem. Red mit deinen Freunden doch. Frag deine Freunde, deine Männlichen, wie es denen geht. Niemand hindert dich. So, ja. Naja. Also, den Punkt kann ich verstehen, weil das auch ein Thema ist, worüber ich mich regelmäßig ärgere, wenn auch nicht im Kontext von Aquascaping Championships. Ja. Also, ne, wie gesagt, man, also, wenn das so funktioniert, dass wir das Ganze so ausgelagert kriegen, auch mit dieser separaten Jury und dass man diese Arbeiten einfach ein bisschen besser aufteilt, dann wäre es auch tatsächlich nicht mehr das große Problem, das noch für weitere Länder zu öffnen. Wir haben da auch schon drüber diskutiert. Wir diskutieren ja ehrlich gesagt jedes Jahr drüber. Auf der anderen Seite ist aber halt der Gedanke eines nationalen Wettbewerbs auch ehrlich gesagt recht attraktiv. Ja. Von daher will ich da noch keine Prognose abgeben, in welche Richtung das jetzt gehen würde. Es hat halt auch alles immer Vor- und Nachteile, ich verstehe das auch. Ja. Ist einfach so. Ja. Es ist halt einfach nicht so ganz so super einfach, wie man sich das am Anfang immer vorstellt. Überhaupt sagst du ja auch also, so. Das ist halt, das klingt halt so banal. Also ja, hier schickt uns ein paar Fotos, wir bewerten die und dann gibt es am Ende einen Sieger. Das klingt halt alles so banal. Aber das ist halt wie, ich meine, die Erfahrung machst du beispielsweise jetzt gerade auch, wie hier, lass mal ein paar Sachen in einem Online-Shop verkaufen. Brauchst ja nur ein Foto, schreibst einen Text dazu, fertig. Mhm. So, Dinge in den Online-Shop stellen. Ne, du brauchst so viele scheiß Daten, du musst so viele Dinge abgleichen, du musst an so viele Dinge denken. Das ist halt nie so leicht, wie es aussieht. Nee, und es ist wirklich sehr repetitiv. Ich verstehe, was du sagst. Ich wollte noch irgendwas fragen, aber ich habe irgendwie vergessen, was.
Ich weiß es nicht mehr. Gut, komm, erzähl von deinem Podcast. Aquascaping Championship. Es wird verbessert, es wird dran gearbeitet. Der Tobi bessert sich, der Wettbewerb bessert sich. Ich bin super stolz drauf, dass es überhaupt noch durchzieht. Hast du nicht erwartet? Da geht es gar nicht um Erwarten, aber ich weiß, wie viel Arbeit du da reinsteckst und wie genervt du manchmal davon bist. Ja, das stimmt. Und ich verstehe das. Wie gesagt, wenn ich da 150 Fotos übertragen würde, meine Laune wäre im Keller. So viel Schokolade könntest du mir gar nicht geben. Ja, naja. Nee, also ich war bei Tolga im Podcast. Ich glaube sogar, das wird jetzt die nächste Folge sein, die er rausbringt. Sag doch erstmal, wer das ist, wie die Person heißt und wie der Podcast heißt. Tolga von Reef Art and Design ist derjenige, der hinter diesen netten Custom-Steinen steht. Diesen schwebenden Rifffstein. Genau. Und der hat den Podcast. 400 Euro kosten. Die können auch deutlich teurer sein. Alter. Und der hat auch einen Podcast jetzt, Reefing Made Simple, wo er halt meistens mit Gästen über Meerwasseraquaristik spricht. Ist das ein deutschsprachiger Podcast? Ja. Okay. Und jetzt in diesem Fall hatte er mich angeschrieben über Instagram und meinte, boah, Tobi, wir müssen über Gestaltung in der Meerwasseraquaristik reden. Was ja. passte, weil wir darüber letztens auch gesprochen haben. Ja, das erfuhr ich dann ja hinterher, dass diese Podcast-Folge auf einem Ausschnitt dieses Podcasts hier basierte. Als wir nämlich darüber geredet haben, so von wegen so, ja, im Meerwasser-Aquarium, wenn du da so einen schwebenden Stein an der Wand hast, das ist halt echt das höchste der Gefühle, was Gestaltung angeht, ist halt überhaupt gar kein Vergleich zum Aquascaping. Sowas geht im Meerwasserbecken einfach nicht. Und Tolga hört den Podcast normalerweise nicht, aber irgendwer hat ihm diesen Ausschnitt zugespielt. Und weil wir gelästert haben. Daraufhin. Über die Meerwasseraquaristik. Ja, ja. Und daraufhin, schrieb mir Tolga dann und meinte so, ey, lass mal darüber reden, was sind so die Unterschiede und was könnte denn die Meerwasseraquaristik noch besser machen und was müsste denn noch es geben in der Meerwasseraquaristik, damit das irgendwie besser wird und sowas alles. Und so, ja, cool, cooles Thema, gerne. Ich möchte dir übrigens mitteilen, dass wir gerade eine Podcast-Ception haben. Ja. Und ich finde das cool. Und da war noch der Jörg dabei von Sangokai. Die haben ja auch einen eigenen Podcast, wo ich ja auch schon mal zu Gast war. Nämlich der, ach, wie heißt er denn? Ich weiß auf jeden Fall, dass du erzählt hast, dass du unfassbar positiv überrascht warst von der super guten Organisation. Ja. Und dass du gesagt hast, du warst noch nie in einem Podcast, der so gut organisiert war. Ja, fand ich auch total toll. Und man merkt, glaube ich, auch an diesem Podcast mal wieder, dass der exakt gar nicht organisiert ist. Und dass auch wir Besserung geloben. Ja, das hängt ja auch immer viel mit der Themenwahl zusammen. Wenn du ja so ein konkretes Thema hast, auf was man sich im Vorfeld schon vorbereiten kann. Ja, das könnte man ja sich überlegen. Das könnte man Herr sich Aqua überlegen. Owner. Innerhalb der nächsten zwei Wochen. Mhm. Naja. So, wie heißt der Podcast? Ich wollte dir Zeit erkaufen, dass dir der Name einfällt. Welcher jetzt? Von dem Sangokai-Podcast. Ach so. Ich versuche das immer und dann ist der Tobi so gleichzeitig etwas machen und reden und denken kann ich nicht. Und dann guckst du mich an und redest mit mir und vergisst total, dass du das nachgucken wolltest. Der Reefers-Podcast bei Sangokai. Das hast du vergessen. Autsch. Der Reefers-Podcast. War das richtig? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, da war ich auch schon zu Gast und deshalb kannte ich den Jörg auch schon. Und ja, wir drei hatten dann eben die Gesprächsrunde und es startete dann wirklich mit sozusagen unserem Podcast-Ausschnitt. Ich habe ihm nämlich den Podcast noch geschickt, er wird das also reinschneiden. Was haben wir gesagt? Weiß ich nicht mehr. Werden wir dann sehen. Hast du ihm geschickt, hast aber nicht angehört. Ja, es war Folge, was hat er, also die Folge halt, wo wir darüber geredet haben. Ich weiß. Haben, diesen kompletten Ausschnitt. Ich wollte fragen, welcher Ausschnitt das war, über den ihr gesprochen habt. Ja, dieser von wegen, wo ich sage und auch du sagst, dass halt ein Meerwasserbecken immer gleich aussieht und dass man da halt nicht so viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Man hat ja gar nicht diese ganzen Hardscape-Materialien und man hat halt immer nur so komische Steine, auf denen Korallen wachsen. Punkt. Ich bleibe bei dieser Meinung. Ja, ja. Also, ich bin ja auch dieser Meinung. So ist es ja nicht, ne? Und das Interessante war jetzt halt, das ist aber auch fies, weil es ein Vergleich ist, ne? Und du vergleichst es mit richtig. Etwas, mit dem du es eigentlich nicht vergleichen kannst. Genau. Und das ist nämlich das, was wir dann auch sehr früh rausgestellt haben, dass dieser Vergleich halt wirklich echt unsinnig ist, weil die Möglichkeiten, die du für ein Süßwasserbecken hast, sind einfach so viel größer und die sind halt aus rein biologischer Sicht ja, gar nicht im Meerwasser umsetzbar. Ja, du vergleichst zwei Dinge, weil da Wasser in einem Glaskasten ist. Richtig. Aber ansonsten ist es ein ganz dummer Vergleich. Ja. Und wir müssen uns auch, also als Kritik gefallen lassen, dass es einfach ein scheiß dummer Vergleich ist. Es ist halt einfach ein nicht zu machender Vergleich. Das sollte ja, nicht verglichen werden. Du vergleichst werden. Äpfel und Birnen. Genau, du solltest ein Meerwasserbecken mit Meerwasserbecken vergleichen und Süßwasserbecken mit Süßwasserbecken. Mhm. Aber nicht dazwischen irgendwie. Aber trotzdem. Aber ich tue das nicht, so. Aber trotzdem haben wir da nämlich auch sehr viel darüber geredet. Ja, aber was ist denn überhaupt der Punkt bei der Gestaltung von einem Süßwasserbecken?
der das so interessant macht und warum ist das halt im Meerwasser nicht umsetzbar. Da haben wir viel drüber geredet. Ich will das jetzt hier alles vorwegnehmen. Sollen wir auch die Podcast-Folge hören. Wie gesagt, bis sie dann rausstellte, dass man eigentlich sich da auch nur im Kreis dreht und dieser Vergleich halt irgendwo auch nutzlos ist. Aber was wir am Ende gemacht haben, ist zu sagen, einerseits habe ich den beiden dann, ich denke mal, das wird auch in die Podcast-Folge reinkommen oder dann wahrscheinlich als Link dazu kommen, die beiden kannten den IAPLC nicht. Und damit natürlich auch die Sieger-Aquarien. Der IAPLC ist ein Aquascaping-Wettbewerb? Ja, also für Süßwasser. Der Aquascaping-Wettbewerb, so, ne, der halt von ADA da ausgetragen wird. Ich sag sowas immer, weil ich immer davon ausgehe, dass vielleicht nicht jeder, der uns zuhört, weiß, was das ist. Weil wir reden da jetzt drüber, weil wir das wissen. Und ich bin mir sicher, dass 95% der Zuhörer und Zuhörerinnen das wissen. Aber vielleicht 5% nicht. Deshalb sage ich sowas immer. Ja, ja. Ist weil ich spreche ja aus der Stimme der Leute, die das nicht wissen. Naja, auf jeden Fall haben die halt bisher noch keine Süßwasserbecken auf diesem Niveau gesehen gehabt. Und das war ganz spannend, weil dann habe ich denen halt so die Galerie geschickt und da so, was, das ist möglich, das ist ein Aquarium, wie geht das denn, das kann man doch überhaupt nicht so aufbauen, das ist doch, das geht doch gar nicht so, ne, und ich meine, wir haben diese Eindrücke ja durchaus auch, aber zumindest ich kann mir ja immer erklären, okay, das wurde halt so und so gemacht, so und so müsste man das beschneiden, so und so müsste das gepflegt werden, so, ja, das ist nicht dauerhaft pflegbar, ist schon klar, aber 3-4 Monate kriegst du das schon hin, bis zu so einem Foto und dann funktioniert das halt so. Und das war für die beiden aber so eine völlig fremde Welt. Haben die beiden Süßwasser-Aquarien? Nein. Also doch, der Jörg ja, aber das ist halt so ein, also so ein Pflanzenbecken halt. Ist das so ein Fisch-Aquarianer, dem Pflanzen und Aquascape nicht so wichtig sind? Genau. Oder? Hm, okay. Also quasi aus einer ganz anderen Ecke genau. Süßwasser-Aquarien. Und der Tolga hat gar keine Süßwasserbecken. Hm. Ja gut, aber dann ist natürlich auch die Frage, haben sie überhaupt eine Erfahrung mit solchen Wettbewerben und so, ne? Weil wenn du die nicht hast, ist das, glaube ich, eine Welt, die sich dir eröffnet. Ne? Und das war halt der Punkt, weil wir haben die ganze Zeit so darüber geredet und ich habe halt die ganze Zeit immer wieder gesagt, so, ja, aber guck mal, du hast ja auch gar nicht diese Möglichkeiten, diese Wirkung überhaupt zu erzeugen im Meerwasserbecken. Das geht einfach nicht so, ne? Weil zum Beispiel so Geschichten wie die ganzen Süßwasserscapes leben ja davon, dass du den Bodengrund, wer weiß, wie hoch ziehst. Das kannst du im Meerwasserbecken nicht machen. Das ist nicht möglich. Ja, mit Sand ist das schwierig. Erstmal das. Und aber zweitens ich habe jetzt gelernt, du machst eine Oberfläche und klebst den Sand einfach drauf. Danke, Stefan. Ja, aber das wäre ja der, also das wäre dann ja sofort der Tod für jedes Meerwasserbecken. Warum? Weil sie dann ja im Strömung. Sand liegt, genau. Ja, aber du könntest ja quasi wie so eine Art Acrylscheibe so schräg da reinlegen und die mit Sand bekleben. Was? Habe ich was sehr Dummes oder was sehr Kluges gesagt? Ja, dann habe ich eine ganz gerade Fläche, sieht doch scheiße aus. Ja, dann nimmst du so eine hügelige, gehst mit dem Föhn da dran, ist gar kein Problem. Junge, soll ich das mit dem Wattering nochmal zeigen? Naja, auf jeden Fall, ne, viele Sachen, die ich halt im Süßwasserbecken mache, kann ich ja gar nicht umsetzen im Meerwasserbecken. Ja. Ich kann ja auch, also ich kann ja keine Korallen auf den, also kann ich schon, aber ich kann ja sowas wie einen Bodendecker haben, habe ich nicht, ich kann ich nicht simulieren. Naja. Ja, du mit deinem Brioreum jedes Mal, aber das ist halt nicht das Gleiche. Doch, ja. Ich fand das gut. Mal ganz davon abgesehen, dass halt Wachstumsgeschwindigkeit ein massives Problem ist. Ich sag mal so, der ist besser gewachsen als die Ultricularia, Tobias. Ja, aber trotzdem ist ja das Problem, dass ich ein Süßwasserbecken. Die war am Ende nur grüner Matsch. Ich kann ein Süßwasserbecken in 6 bis 8 Wochen auf einem wettbewerbsreifen Zustand ziehen, wenn ich will. Bei Meerwasserbecken bräuchte ich da 2 Jahre für. Es wächst einfach so langsam. Außer diese pumpende Xenia, die immer überall ist und von der du immer sagst, die ist so furchtbar. Ja, aber selbst die und wächst die ja so deutlich langsamer als alle Pflanzen im Süßwasserbecken. Und trotzdem hast du sie am Ende rausgerissen. Ich hab's versucht. Und ich bin sehr traurig darum. Aber du verstehst die Unterschiede. Ich verstehe natürlich die Unterschiede. Ja, und auf jeden Fall haben wir uns da dann halt so die ganze Zeit drüber geredet, irgendwie so ein bisschen. Und am Ende kamen wir dann aber darauf, dass es doch eigentlich, weil das gibt es nicht bisher, eigentlich cool wäre, doch mal sowas wie die ASC auch für Meerwasser zu haben. Mach das, Tobi. Hast du direkt 2 Wettbewerbe. Ja. Das war ja so ein bisschen der Plan. Da haben wir dann nämlich drüber geredet und ich habe das dem Tolga auch vorgeschlagen, dass man sowas doch vielleicht mal angehen könnte, dann halt zusammen, also wir drei zusammen, das heißt Sangokai, Waterscaping und Championship. Ja, wie auch immer wir es dann nennen werden. Ich suche gerade einen schönen Namen. Mir fällt kein kluges Wortspiel ein, was mich traurig macht, weil eigentlich liebe ich Wortspiele. Aber da ist nichts. Aber diese Idee flammte dann jetzt auf, sowas halt auch mal für Meerwasserbecken zu machen, wo dann aber natürlich halt erstmal ein völlig eigener Bewertungsbogen natürlich her müsste und dann halt logischerweise auch nur Meerwasserbecken untereinander verglichen werden. Und das wäre total lustig,
Weil ihr könnt den Wettbewerb nur alle 4 Jahre machen, wenn die Leute ein neues Becken einrichten müssen. Ja, das war halt auch lustig, weil wir redeten so darüber in dem Podcast und ich glaube, der Jörg war es halt, der dann einwarf, so ja, dann kündigen wir den jetzt an und dann sagen wir, Ende 2026 wird dann eingereicht und Anfang 2027 machen wir dann die Auswertung. So, ja, okay. Ja, das ist ein Zeitrahmen, ne? Also ich meine, bis dahin hat es bestimmt schon die nächste Aquascaping Championship gegeben. Man könnte ihn ja auch einfach Ende des Jahres auswerten, weil Leute werden ja auch mehr Wasseraquarien bereits haben. So, es muss ja kein neues sein, natürlich. Ja, aber danach wäre es schwierig, ne? Ja, ja, es ist halt schon was anderes. Aber trotzdem, ich hätte da tatsächlich Lust drauf, weil mich nämlich auch interessieren würde, was für kreative Ideen Leute mit dieser doch wirklich sehr eingeschränkten Möglichkeit des Meerwasseraquariums einfach noch haben. Weil ich sehe das immer bei der ASC an der Wabikusa-Kategorie. Ich finde die Wabikusa-Kategorie viel spannender als die Aquarium-Kategorie, weil wir da ja super strenge Vorgaben gemacht haben. Wir haben gesagt, auf jeden Fall Verweis fotografieren, es muss ein Wabikusa-Ball sein. Wir akzeptieren keine bepflanzte Schale, wir akzeptieren keine Gefäße, wo irgendwas drin ist. Es muss ein Ball sein. Und was da an Ergebnissen jedes Jahr rauskommt, das ist so fantastisch, auf was für Ideen Leute kommen. Boah, ich bewundere Leute auch immer für das kreative Sachen. Das finde ich so toll. Und da habe ich nämlich so ein bisschen die Erwartung, dass mir das beim Meerwasser genauso gehen würde. Weil in meiner Vorstellung sehen die nämlich auch alle gleich aus. Weil auch für mich jetzt immer noch, obwohl ich jetzt schon 2 Meerwasseraquarien habe und ich meine, meine beiden Meerwasseraquarien sehen wirklich nicht gleich aus. Aber ich kann total verstehen, warum jemand, der sich nicht mit dieser Materie auseinandersetzt, hier reinkommt und sieht, blauer Glaskasten mit Steinen und Korallen drin, blauer Glaskasten mit Steinen und Korallen drin. Und dass er sagt, so, ja, also, ja, okay, das eine ist kleiner, das andere ist größer, aber davon abgesehen, so, I don't know, sieht irgendwie identisch aus. Und da bin ich halt gespannt drauf. Ob wenn man sowas als Wettbewerb macht und dann wirklich Leute so richtig, richtig krass high-end gepflegte Meerwasserbecken da einreichen, ob da nicht einfach total spannende, kreative Dinge rauskommen. Einer der YouTuber, die ich immer gucke, hat auch einen Wettbewerb ausgerufen und da mussten die Leute ein Video einsenden. Ich glaube, die Beschränkung war 1 Minute. Und es durfte aber keine visuelle Darstellung haben. Es ging nur um Ton und Toneffekte. Okay. Also quasi schwarzes Bildschirm, also ein schwarzes Bild. Ja. Und du musstest damit aber eine Geschichte erzählen. Mhm. Und es war auch super interessant, wie kreativ die Leute da geworden sind. Weil was wäre deine erste Idee? Also war die Geschichte vorgegeben? Nein, oder? Völlig offen. Ja gut, es ging halt darum, dass du Effekte benutzt. Also ich weiß nicht, welche Website das war. Wir beide benutzen ja Epidemic für Effekte. Also ja. Sowas wie Plop-Effekte zum Beispiel. Ja. Solche Effekte ging es. Ne? Und es ging in dem Wettbewerb darum, sowas zu benutzen. Aber ne, du konntest auch Sprache und alles benutzen. Du hättest auch eine Geschichte erzählen können, wenn du gewollt hättest. Aber es ging halt nur darum, dass du etwas hörst, was eine logische Geschichte ist. Ja. Da gibt es viele Sachen. Also was mir zum Beispiel zuerst einfällt, wäre sowas, wie weil du gerade Plopp gesagt hast, so das Geräusch, wie etwas ins Wasser fällt. Und je nachdem, wie groß das Objekt ist, macht das ja auch einen anderen Ton. Was ist deine Geschichte? Ich habe das nicht verstanden. Es ist noch keine Geschichte, es ist erstmal nur eine einzige Szene. Ja, du hörst jetzt Wasser. Okay, aber wo sind wir denn? Und warum ist es da dunkel? Warum sehen wir nichts? Muss ich das erklären? Ja, schon. Darum geht's ja. Ja, das geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Dafür muss ich ja nicht erklären, warum ich auf einem angesendeten Video nicht sehe. So ja, unheimlich. Doch. Die Frage ist, warum ist es dunkel? Also warum ist das Video schwarz? Also ja, ich bin mir sicher, ich kann mir dafür Sachen ausdenken, aber jetzt nicht so spontan. Mhm. Aber so das Erste wäre doch, du bist irgendwo eingesperrt. Das wäre für dich das Erste? Ja, schon. Erinnerst du dich an diese Frage, was wäre dein Gedanke, wenn dein Partner einen Hammer hält? Da hätten wir auch unterschiedliche Gedanken. Ja. Und dabei war eine der häufigsten Einsendungen, dass man irgendwo eingesperrt ist tatsächlich. Oder Krieg beispielsweise. Okay. Ich finde das wirklich, also das wäre mein allererster Gedanke. Bitte also schreibt in die Kommentare, was eure Gedanken wären. Ich denke die ganze Zeit an sowas, ich weiß nicht warum, aber ich habe die ganze Zeit jetzt wieder Bilder im Kopf. Gruppe Jugendlicher abends bzw. nachts an einem mondbeschienenen See, also da natürlich nicht mondbeschienen, sondern bedeckter Himmel, deshalb ist es komplett schwarz, aber man hört, wie eine Gruppe Leute murmelnd
durch den Wald läuft, mit so Stöckchen, die knacken, man hört halt diesen Weg, irgendwann kommt man am Wasser an, man hört so ganz leichtes Wellenrauschen, irgendwer sagt irgendwas zu wem, Leute lachen, haben den Spaß gemacht, fangen dann an, Steine ins Wasser zu werfen, man hört am Geräusch, dass der eine sehr große Steine wirft, der andere wirft sehr kleine Steine, dann sagt irgendeiner, hey, lass ein Feuer machen, wobei Feuer als Wellen. Ich warte immer noch auf deine Geschichte. Ja, wieso ist so eine Geschichte? Welche Geschichte? Das ist immer eine langweilige Geschichte. Ja, sorry, für ein komplett ausgearbeitetes Drehbuch brauche ich ein bisschen Zeit. Du hast auch nur eine Minute, ja? Das waren sehr viele Steine. Aber nichts davon, also... Ich will dir nur sagen, es ist interessant, wie unterschiedlich Leute an sowas rangehen. Ja. Hm? Ist so. Weil ich war überrascht von der Kreativität von einigen Leuten. Ja, glaube ich. Es gab auch mal die Aufgabe, Eier zu verarbeiten. Also einen Film mit Eiern zu drehen. Das war auch sehr interessant. Ja, und da, wie gesagt, würde ich jetzt erwarten beim Meerwasser, dass da auch... Also entweder haben wir wirklich einfach nur extrem high-end gepflegte Meerwasserbecken, die aber halt auf den ersten Blick doch irgendwie alle gleich aussehen. Oder es gibt tatsächlich mal was Neues, was Spannendes. Ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwann mal die Idee gab. Ich weiß aber nicht mehr genau von wem oder wie lange. Aber ich... Also da, es tut mir total leid, da bin ich uninformiert. Einen Aquarienwettbewerb zu machen fürs Thema Biotop. Aber nicht im Sinne von Aquascaping. Weißt du, was ich meine? Ja, aber Biotop-Wettbewerbe gibt es ja schon. Ja, vielleicht meine ich den ja auch. Also gibt es auch mehrere. Ja. Also vielleicht meine ich ja einen davon. Magst du vielleicht welche davon nennen? Keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall fand ich das dann nämlich auch sehr, sehr schwierig, das zu bewerten, weil ich mir mal dachte, also kann ich das anhand von einem Foto bewerten? Ja, das denke ich nämlich auch, weil da eigentlich super viel Recherche reinfließen müsste, wenn da jetzt jemand schreibt, hier, das ist das Biotop so und so und dir da so ein Bild von einem Aquarium zeigt, müsstest du ja erstmal recherchieren, okay, was ist denn das für ein Biotop? Was lebt denn da? Kann das überhaupt so aussehen, wie der das jetzt dargestellt hat? Finde ich auch schwierig. Ja, weil dann denke ich mir so, als Fotowettbewerb ist das so, sage ich jetzt, das eine Biotop ist schöner oder das andere? Was, wenn du irgendwie einen sehr dreckigen Fluss hast, wo keine Ahnung, was für Tiere drin sind, und da einen sehr sauberen Fluss, wo sehr, sehr viele Pflanzen drin sind. Ich glaube, da geht es tatsächlich um sowas wie Authentizität des jeweiligen Biotops. Ja, aber wie beurteile ich das denn? Ja, indem du sehr viel Wissen über dieses Biotop hast. Ja, aber du musst ja sehr viel Wissen über alle Biotope haben. Ja, deshalb sage ich auch, finde ich auch schwierig. Also die Prämisse fand ich, also habe ich gedacht, okay, Respekt, da hast du dir was vorgenommen. Weil die Fotos von so Biotop-Wettbewerben sehen nämlich meiner Meinung nach, der jetzt halt aus dieser Aquascaping-Richtung da drauf guckt, auch immer echt bescheiden aus. Ich hätte das ganz anders formuliert als du, aber es sind auf jeden Fall andere Fotos, ja. 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 Aber ich finde es total schön, dass es überhaupt solche Versuche gibt, für sowas einen Wettbewerb und eine Community zu machen. Das ist richtig. Weil den Wettbewerb machst du ja für die Community, genau. Du machst ja nicht für dich selber. Genau, und du machst einen Wettbewerb ja auch nicht als Wettstreit in dem Sinne, sondern tatsächlich, damit sich da halt eine Community drum gruppieren kann. Ja, ich muss auch sagen, ich wäre super interessiert an dem Meerwasser-Contest, weil das ja eben was ist, wo ich mir denke, da kannst du hingehen und kannst dir angucken, was können Leute noch machen, auf Ideen, auf die ich vielleicht noch nie gekommen bin, das so umzusetzen, was ja, wie gesagt, der Grund ist, warum ich jetzt immer so viel über Oliver Knott rede, weil das einfach Sachen sind, wo du vielleicht selber noch nie dran gedacht hast, und dann siehst du das und hast vielleicht eine neue Richtung an Kreativität, die dir selber noch nicht aufgefallen wäre. Weil ich erwarten würde, dass das da auch viel darauf hinausläuft, dass sowas wie Kondition der Tiere nochmal einen völlig anderen Stellenwert hat. Also, dass wenn du da ein Becken hast, was sauber ist, wo eine Koralle drin ist, die einfach, keine Ahnung, dreimal so groß ist wie alle anderen Varianten dieser Koralle. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass du nicht mehr beim Biotop-Wettbewerb bist. Weil ich war jetzt sofort wieder bei Fischen beim Biotop und ich war so, wie willst du das denn beurteilen? So, ja, ne? Aber dass das da einen viel größeren Einfluss haben wird. Also wenn du da halt ein Becken hast mit so einer super, super seltenen Skolymnia oder so, mit so einer ganz krassen Farbzeichnung, dass das natürlich schon sozusagen besser wäre als ein anderes Becken, wo sowas nicht drin ist. Und das wäre halt die Frage, wie man das ausgleicht oder ob man das überhaupt ausgleichen will. Ja, das ist schwierig, ne? Also, da ist wieder die Frage, was sind eure Bewertungskriterien? Ja. Meine Frage wäre eher wieder, es wird alles sehr blau sein. Sind Filter erlaubt? Wenn ja, welche? Du meinst, ob das Foto dann farbgefiltert sein darf? Ja, zum Beispiel. Oder ob ich einen Farbfilter für die Kamera nehmen kann. Weil du hast jetzt zum Beispiel eine orangene Sonnenbrille. Ja. Wie oft hast du sie schon benutzt? 2-3 Mal. Ja, ernsthaft? Ja. Ich glaub dir da nicht dran. Wo ist sie denn jetzt gerade? Im Unterschrank. Wer hat sie denn da hingelegt? Du. Warum? Weil sie sich gestört hat, dass sie immer auf dem Tisch liegt. Hast du sie da einmal benutzt, seit sie da wieder in dem Schrank liegt? Ja.
Lügst du? Nein. Na gut. Die haben übrigens auch mehrere dieser Filter, die man so magnetisch an die Scheibe pappen kann. Ja, aber ne, ist so ein Filter dann erlaubt für die Kamera? Grundsätzlich wahrscheinlich schon. Weil ja auch die Blaueinstellung, also ich meine, du kannst ein Meerwasserbecken ja auch mehr oder weniger mit Tageslicht betreiben, wenn du willst. Wenn du keine Korallen drin hast, die fluoreszieren, musst du auch kein Blaulicht verwenden. Aber fluoreszierende Korallen ist ja schon ein Ding im Meerwasser. Ja. Ja, deshalb, also ne? Das, ja, ja, wird, mach mal wird, eben einen Wettbewerb. Wird halt schnell komplex, genau. Da muss man natürlich länger drüber nachdenken und wir haben jetzt auch noch überhaupt nicht gesagt, dass das überhaupt stattfindet. Wir haben nur gesagt, die Idee wäre eigentlich cool. Ich find's auch schön. Ich find's vor allen Dingen schön, weil ich hatte ja letztens schon gesagt, dass ich da noch nie schöne Meerwasseraquarien oder noch nie ist ja auch ganz falsch, aber selten solche Meerwasseraquarien sehe. Man muss aber auch sagen, ich bin nicht in der Bubble. Das heißt, mir wird das schon weniger zugespielt von so sowas wie Social-Media-Algorithmen oder so. Aber zum Beispiel, wir hatten ja einen Kommentar bekommen mit einer Instagram-Seite, die ich sehr, sehr, sehr beeindruckend fand. Aber hätte die Person keinen Kommentar geschrieben, ja, ich hätte doch niemals von dieser Person gewusst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und da wäre so ein Wettbewerb natürlich wirklich schön. Also ich glaube, wie gesagt, wirklich, dass das ein Hobby und eine Community sehr voranbringen kann. Ja, das denke ich nämlich auch. Bin dafür, Tobi. Gucken wir mal. Tu es. Aber dann auch wieder die Frage, was ist mit Algenaquarien? Lassen wir die dann zu? Das ist dann wie Babikusa die Unterkategorie. Schwierig. Weiß nicht. Du mit deinen scheiß Algenaquarien, das regt mich richtig auf. Was ja, ist, da haben wir auch drüber geredet, dass das durchaus ein Trend wird, weil du da nämlich zum ersten Mal die Möglichkeit hast, auch andere Materialien sinnvoll einzusetzen, die du nicht in Kombination mit Korallen einsetzen kannst. Ich glaube auch, dass das jetzt ein Trend wird bei ungefähr 3 Leuten. Und die 3 Leute sind so die absoluten Pioniere, wie die ersten Leute, die warum auch immer Aquarienwasserpflanzen gehabt haben. Und alle Leute haben gedacht, mein Gott, seid ihr bescheuert. Und in 10 Jahren gucken wir da nochmal drauf und dann kann ich das wahrscheinlich akzeptieren. Und ansonsten bewundere ich die Leute, die das bis dahin durchziehen. Das ist immer der Grund, warum ich so früh ein Elektroauto haben wollte zum Beispiel. Ich weiß. Ja, es ist ja auch so. Ein Verrückter muss es einfach mal machen. Ja, gucken wir mal. Das hatte ich ja auch mit der Christel Kasselmann in dem Gespräch, so dass sie sich hinsetzt und sagt so, ja, es hat keiner gemacht, dann habe ich es halt gemacht. Ne? Mhm. Und überleg mal, was wir jetzt davon profitieren, dass diese eine private Person da so viel Zeit und Energie und auch privates Geld reingesteckt hat und so, ja. Und wir profitieren alle davon. Die ganze Community, das ganze Hobby. Also wenn du so einen Verrückten hast, der das mit Algen macht, mega. Kann ich gar nicht verstehen, aber mega. Und wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, da halt auch dann so ein bisschen mitzuwirken, auch jetzt in dem Bereich Meerwasser, weil ich es auch für mich schön fände, da etwas tiefer noch in diese Szene reinzukommen. Ich hole mir dann einfach Popcorn für die Kommentare, die sich darüber aufregen, dass du als jemand, der wenig Ahnung vom Meerwasser sich da hinsetzt und Meerwasser einen Meerwasserwettbewerb macht. Dann kommt mir das Gegenargument, mach das selber ein. Ja, wie gesagt, ich habe das Popcorn schon da stehen. Naja, ja. Was sagt die Uhr? Ich bin interessiert. Viel zu lang. Ich wollte nämlich gerade auch sagen, ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr zu reden. Brauchst du wieder Bonbons, ja? Ja, schon. Ja, also braucht der arme alte Mann jetzt Bonbons? Mal ohne Scheiß, ich merke das jetzt schon wieder und ich glaube wirklich, dass sie da mal zu irgendeinem Sprachtraining muss oder so. Ich wollte gerade sagen, können wir nicht mal so einen Sprachtrainer besuchen? Weil ich habe immer das Gefühl, ich kriege so ein Lispeln. Okay. Das wäre mir jetzt, glaube ich, noch nicht aufgefallen. Außerdem spreche ich wie so eine Ente. Ich finde immer, ich rede total nasal. Ja. Aber ich merke, dass mir jetzt schon wieder der Hals wehtut. Also völlig ernsthaft. Ja, aber das ist wirklich nicht normal. Wir sollten ernsthaft mal zu so einem Sprechtraining gehen. Völlig ernsthaft. So bei 2-2,5 Stunden ist bei mir die Grenze. Danach tut's weh. Das ist wirklich nicht normal. Aber du hast auch zwischendurch nichts getrunken, ne? Nee, das stimmt. Ja, das ist vielleicht ein Problem, weil ne, da ist nichts mehr drin außer Eiswürfeln. Das heißt, ich habe jetzt hier 500 Milliliter getrunken in den letzten, weiß nicht, 2-3 Stunden. Wir haben heute zumindest weniger über unseren Honor Run gesprochen. Haben wir auch schon lange nicht mal weitergespielt. Das stimmt. Wir haben ja jetzt Divinity angefangen. Das stimmt. Zumindest so. Das stimmt. Ich glaube, wir sind beide noch in dieser traurigen Phase, wo man weiß, etwas ist vorbei, aber man kann sich noch nicht ganz lösen und etwas Neues hat noch nicht angefangen. Ja, ich versuche mir einzureden, dass Dragon's Dogma 2 voll was für mich wäre. Nee. Aber ich muss erst die Demo spielen und selbst dazu kann ich mich noch nicht übereinbringen. Jetzt muss ich erstmal 3 Stunden Podcast schneiden. Ja, kein Dragon's Dogma für dich. Ich werde mich gleich bei Reddit in den Sattel schwingen. Ich muss auch noch arbeiten. Na gut, so, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns in die Kommentare. Wie gesagt, auf Instagram, hoffentlich ab morgen verfügbar. Ja. Ansonsten auf YouTube. Und wir sehen uns in 2 Wochen. Bis in 2 Wochen.